Hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom 23. Oktober 2023. Ich bin Maurice, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mensch, das war ja ein Wochenstart mit einem politischen Erdrutsch, einem politischen Beben. Sarah Wagenknecht hat ihr neues Projekt, wie sie es noch nennt, Parteiprojekt vorgestellt. Ich glaube, selten habe ich quer über YouTube so viele Leute in den ganzen Livestreams von einer Pressekonferenz gesehen. Wir werden drüber sprechen, wir müssen drüber sprechen, denn da wurde auch wirtschaftlich einiges gesagt und vorgestellt, was wir uns später vorknüpfen. Wir schalten also später mal rein in die Pressekonferenz. Bevor wir das aber machen, lasst mich euch noch wie gewohnt die Hinweise der Woche präsentieren. Morgen um 17 Uhr bei Thilo zu Gast ist Soziologe Steffen Mau. Am Donnerstag um 17 Uhr Agrarökologe Thea Czamke. Und ich habe noch eine schlechte Nachricht für den nächsten Montag. Da ist nämlich, machen wir quasi einen Brückentag zu Halloween. Das Wirtschaftsbriefing wird es nächsten Montag nicht geben. Danach die Woche Montag dann wieder wie gewohnt ab 20 Uhr. Dafür gibt es aber noch eine gute Nachricht zum Ausgleich, denn heute bin ich mal wieder nicht alleine. Der eine oder andere wird es auf dem Thumbnail vielleicht schon gesehen haben, sondern habe wieder den lieben Jens Brodersen dabei, Nachhaltigkeitsexperte. Und Jens, man kennt dich vom Podcast 2045. Ja, das stimmt. Ja, hi Maurice, hi Leute, schön wieder dabei zu sein. Genau, Podcast 2045, wir machen jetzt seit anderthalb Jahren, ordnen wir so Sachverhalte der Nachhaltigkeitskrise und alles, was da dran zusammenhängt, erklären Begriffe, ordnen ein. Und wir hatten jetzt eine ganze Zeit Pause. Wir haben nämlich letztes Jahr einmal quasi, also bis zu diesem Frühjahr, alles einmal tiefer gelegt und haben dann überlegt, okay, gut, wie machen wir denn weiter? Wir haben uns jetzt ein paar Sachen überlegt und diesen Mittwoch um 20 Uhr geht's weiter, Staffelstart. Schaut mal rein, es wird euch gefallen. Einiges von dem, was wir heute ansprechen, werden wir da auch nochmal tiefer legen. Es wird, glaube ich, großartig. Ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. Ich bin gespannt auf euer Comeback, in Anführungszeichen. Sag mal, wie hast du denn den heutigen Tag erlebt? Hast du was von diesem Beben rund um das Parteiprojekt von Sarah Wagenknecht, das hat ja alle Nachrichten in den Schatten gestellt, mitbekommen? Ganz kurz, wir werden ja nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ja, ja, also habe ich mitbekommen, tagsüber ging es natürlich über den Ticker. In der Mittagspause habe ich dann extra ein bisschen was geschoben und habe mir dann so die Pressekonferenz dann so beim Salat angeguckt und war dann doch einigermaßen, ja, nicht ganz überrascht, aber doch, ja, hat mich so ein bisschen zurückgelassen mit ein paar Gedanken, aber da kommen wir später noch zu. Kommen wir später zu. Ich habe eben zwischendurch gesehen, der Livestream, den Thilo natürlich auch auf die Beine gestellt hat, wie immer fleißig aus der BPK, hatte schon, ich glaube, 50.000 Aufrufe. Das war relativ viel für die paar Stunden. Wir kümmern uns um die Nachrichten der Woche. Damit haben wir genug zu tun, lieber Jens, und wir starten mit den guten Meldungen. Wie gehabt, denn schlechte haben wir nachher noch genug im Gepäck. Erzeugerpreise meldet das Statistische Bundesamt. Ein Evergreen mittlerweile. Ja, ich muss euch einmal im Monat leider mit behelligen. Minus 14,7% gegenüber September 2022. Minus 0,2% zum Vormonat. Also die Preise sind gefallen und liegen jetzt fast 15% unter dem Vorjahreswert. Ein dickes, fettes Minus. Und die Botschaft der Interpretation ist relativ einfach. Wir hatten einen Preisschock und der vergeht langsam. Erst auf den Erzeugerpreisebene und dann später auch bei den Verbrauchern. Jetzt haben wir allerdings wieder mal so ein kleines journalistisches Problem, denn der deutsche Wirtschaftsjournalismus ist leider damit überfordert, diese zwei Werte, minus 15% zum Vorjahr und minus 0,2% zum Vormonat, richtig wiederzugeben. Die Tagesschau spricht nämlich in ihrem Titel vom stärksten Rückgang seit 1945. Erzeugerpreise fallen in Rekordtempo. Dabei sind die ja jetzt zum Vormonat nur um 0,2% gefallen und es gab schon Monate, da sind die um 1,4% gefallen, also oder minus 2,1 sogar. Ja, und wenn Sie da im Aktiv irgendwie von Fallen sprechen, dann klingt das so, als wäre das jetzt vor kurzem passiert. Nein, sie liegen so weit unter dem Vorjahr wie seit 1949 nicht mehr, aber mehr auch nicht. Wenn jeden Monat diese Meldungen kommen oder noch schlimmer,
ist schon einen Monat alt hier aus dem Handelsblatt. Erzeugerpreise fallen erstmals seit Ende 2020. Da wurde nämlich der Index wurde da das erste Mal negativ. Auch das ist falsch, denn wenn wir uns das mal angucken, sehen wir seit Oktober 22, dass die hier, oder sind die sogar um 4% gefallen, Monat für Monat fallen. Und diese Nachrichten oder diese Schlagzeilen, die streuen den Leuten einfach Sand in die Augen. Erzeugerpreise minus war allerdings erwartbar, insbesondere Energiepreise sind gefallen. Aber sonst auch alle anderen, Verbrauchsgüter, Gebrauchsgüter, Investitionsgüter leicht gestiegen, Vorleistungsgüter minus 0,2. Gute Nachricht, Jens, oder? Ist es total. Dieses Versagen des Journalismus an der Stelle ist natürlich auch so ein bisschen so medienökonomischen Clickbait-Gedönse und so weiter und teilweise auch schlechten Formulierungen geschuldet. Grundsätzlich ist das, dass wir da eine Normalisierung erleben, natürlich schön. Es wird vor allen Dingen dann schön, wenn es wirklich die Verbrauchermärkte erreicht. Und ich glaube, wenn man da mal genauer reinschaut, ohne das jetzt getan zu haben, aber wenn man da mal wirklich einen Vergleich zieht, dann glaube ich, so richtig weitergegeben wird das noch nicht. Der eine oder andere wird da sicherlich noch ein bisschen was mitnehmen, auch was er vielleicht zwischen Corona eingebüßt hat. So. Also von daher ist jetzt erstmal das, es in diese Richtung geht ja gut. Was am Ende die Auswirkungen sind, werden wir dann ja sehen. Ich würde immer unterscheiden zwischen notwendiger und hinreichender Bedingung im besten Mathe-LK-Deutsch, wenn man so will. Denn wenn die Erzeugerpreise nicht fallen, dann können auch die Verbraucherpreise nicht günstiger werden. Also das ist erstmal die notwendige Bedingung. Wie schnell das bei den Verbrauchern ankommt, sagst du richtig, ist noch eine andere Frage. Letzte Woche hatten wir hier über den Gaspreis an der Börse gesprochen, dass der sich innerhalb kürzester Zeit fast verdoppelt hat, von 3 Cent auf 5,5 Cent die Kilowattstunde. Grund war tatsächlich die schlimme Auseinandersetzung in Gaza, Israel-Gaza-Krieg und dort eben die Meldung, dass beispielsweise ein Gasfeld kurzzeitig nicht mehr betrieben wurde. Das hat, weil diese Preise an den Märkten eben super sensibel reagieren auf solche Gerüchte und Meldungen, ist es durch die Decke gegangen. Mittlerweile ist daraus aber nicht mehr geworden seit letzter Woche. Es hat sich auf niedrigerem Niveau wieder stabilisiert. Also, man muss da jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen. Überhaupt wird es, auch wenn man auf den Ölmarkt guckt, erst richtig, richtig, richtig bitter oder gefährlich, wenn tatsächlich das sich ausweitet, wenn beispielsweise Iran viel, viel mehr mitmischt, weil das ist da ein viel relevanterer Player als Israel und Gaza. Und von daher, von der Front, gute Nachricht, zumindest was die Preise angeht, natürlich nicht menschlich und humanitär, Energiepreise halbwegs stabil. Ja, also da würde ich auch erstmal cool bleiben, genau wie du sagst, das ist unheimlich viel Psychologie da drin, auch Spekulation, so, das ist natürlich auch da ein bisschen dabei. Okay. Der Punkt hier, glaube ich, und da sagst du genau den richtigen Punkt, an der Stelle der Erde, wenn es dort zu einem größeren Konflikt kommt, beispielsweise, was weiß ich, Hisbollah, so, dann würde man immer den Iran dahinter vermuten und wenn es da zu Tension mit Iran und so weiter käme, Irak, in der auch dieser ganzen Meerenge, die da ist, dann hast du sofort wieder einen Engpass. Wenn du da irgendwie das auch nur mal hast, dass da 6 Wochen lang etwas weniger abläuft, dann siehst du den Preis da wieder klettern und so, dann sind wir da alle am Heulen, richtigerweise. Also das noch, glaube ich, kann man da erstmal beruhigt sein, aber sollte es da ein bisschen heißer hergehen in dieser gesamten Region, dann hast du damit Sicherheit etwas, was dich dann hier in den Werten widerspiegelt. Da kannst du fest und ausgehen. Ja, wir drücken mal die Daumen. Dann kleiner Themensprung. Lauterbach kündigt Erleichterungen beim Kinderkrankengeld an. Jetzt gibt es eine Verschlechterung zum Corona-Status, eine Verbesserung zum Vor-Corona-Status, nämlich, dass das Kinderkrankengeld 5 Tage länger gezahlt wird. 15 Tage statt 10 Tage. Während Corona hatte man das mal auf 30 Tage ausgeweitet pro Elternteil. Einfach, weil man gesagt hat, gut, wenn die Schule halt dicht machen muss, wenn das nicht beschulbar ist oder wenn zu Hause eben ein Elternteil mit, weiß nicht, Corona angesteckt ist, deswegen das Kind auch nicht kann oder andersrum, sind wir mal ein bisschen großzügiger. Diese Großzügigkeit war nur der Corona-Regelung geschuldet, soll jetzt aber trotzdem ausgeweitet werden. Das ist eine ganz gute Meldung, weil das sorgt immer dafür, dass die Eltern sich zumindest ein bisschen vernünftiger um die Kinder kümmern müssen, ohne da ökonomischen Zwängen unterworfen zu sein. Und gleichzeitig, das geht auch damit einher, wird die Notwendigkeit für Eltern, ein Attest für das Kind zu holen, erst ab dem 4. Krankheitstag notwendig. Erst dann müssen die zum Arzt.
Das soll noch in dieser Wintererkältungssaison eingeführt werden, um eben entsprechend die Ärzte ein bisschen zu entlasten. Ob das jetzt per se so gut ist, ich glaube, man kann den Eltern schon dort die Verantwortung auch geben, das entsprechend zu machen. Da muss man sich, glaube ich, keinen Kopf machen. Da kann man, glaube ich, zu einem sehr liberalen, kann man sein liberales Menschenbild und Weltbild ruhig mal liberal sein lassen. Ja, wie hast du es wahrgenommen? Ja, passt für mich. Finde ich gut und richtig. Einfach mal sehen, was, ob da jetzt irgendwas davon zu sehen ist. Genau. Dann gibt es noch eine wirtschaftliche Meldung. Griechenland ist laut Ratingagentur Standard & Poor's wieder kreditwürdig. Die waren Ewigkeiten auf Ramsch- oder Müllniveau. Sprich, die in Ratingagentur Standard & Poor's davon abgeraten, griechische Anleihen zu kaufen. Jetzt hat sich Griechenland ein bisschen stabilisiert. Ist jetzt wirklich nicht, dass die jetzt so mega am Aufwind sind. Ja, der Schuldenstand ist übrigens auch noch genauso hoch. Da haben die sich ja früher drüber aufgeregt. Also jahrelang drüber aufgeregt, genauso hoch wie während der Krise 2012, 2013, 2014. Ja, wir sind also bei ungefähr 180% Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Aber das ist erstmal eine gute Nachricht, weil das führt dazu, dass zumindest die Risikoaufschläge, die Banken, wenn sie zum Beispiel dem griechischen Finanzminister eine Anleihe abkaufen, nicht mehr so groß sind. Griechenland kann sich also ein Ticken günstiger neues Geld holen, wenn die Steuereinnahmen nicht reichen, und das investieren. Das ist also eine ganz gute Sache. Ohnehin haben sich so die ganz harten Zahlen, Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit etc. in Griechenland ein Stück weit verbessert. Ja, Arbeitslosigkeit ist jetzt bei 10%, nicht mehr bei über 20. Jugendarbeitslosigkeit immer noch bei 22, nicht mehr bei 50. Aber auch 22%, ja, bedeutet, jeder Fünfte kommt aus der Schule, aus der Ausbildung, aus dem Studium und findet keinen Job. Junge Leute wandern auch massenhaft aus Griechenland ab, weil es da eben keine Jobperspektive gibt. Die veraltern also recht stark. Die Krise in Griechenland sieht man noch immer. Ja, das hat wirklich tiefe Wunden gerissen, wenn ich so zurückblicke. So. Also, weil wir sprechen ja jetzt von einem Zeitraum von 12 Jahren, so, oder noch einem längeren Prozess. So. Und wenn man das damals miterlebt hat, was da so alles passiert ist und wie schlecht es da auch den Leuten damit dann irgendwie so ging, der Prozess ist jetzt ja noch nicht abgeschlossen. So, ja. Aber dann ist das halt irgendwie ein Meilenstein. Und mal sehen, was jetzt als nächstes da passiert, weil ja viele strukturelle Sachen deswegen jetzt noch nicht geheilt sind. So, ne? Ja. Arbeitslosenzahlen ist jetzt was man im Internet sehen kann, aber ich war vor ein paar Jahren mal zum Urlaub dort, und selbst da sieht man also recht oberflächlich überall Betonruinen, einfach aus der Finanzkrise, weil da Sachen angefangen wurden zu bauen, die einfach nie fertiggestellt wurden, weil Überschuldung. Also ja, Krise ist dort noch nicht vorbei, und Griechenland, muss man mal ganz klar sagen, den fällt auf die Füße, wenn Christian Lindner jetzt bei der EU-Schuldenreform ernst macht und dort den Ländern mit dem Stöckchen auf die Finger haut, wenn es darum geht, irgendwie halbwegs ambitioniertere oder lockere Regelungen zu finden, die nicht eben pauschal eine extreme Sparpolitik erfordert. Italien hat beispielsweise jetzt so ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt, was die Konjunktur angeht, und da neue Ausgabenprogramme gefordert, jetzt noch schnell gemacht. Jetzt muss ich keine Sympathie mit der rechten italienischen Regierung haben, aber Italien ist einfach ein Land, was ohne das die Eurozone nicht funktioniert. Und wenn man da dann wieder zu streng wird, darf einem das auch Sorge bereiten. Ja. Dann eine gute Meldung noch zur Steuer, zu unserem deutschen Steuersystem. Im Bundestag wurde die EU-Richtlinie zur globalen Mindeststeuer in erster Lesung besprochen. Es gab auch schon eine Anhörung, und es gibt einen entsprechenden Gesetzentwurf, der, wenn er eingeführt werden soll, 2024, 2025 das erste Mal ein paar Kröten mehr bringt. Nicht viel, noch nicht mal 25 mehr bringt. Ja, da kostet erstmal nur Verwaltungsaufwand. Ab 26 dann steuerliche Mehreinnahmen bringt. Knapp 1 Milliarde im Jahr 2026, nur noch 420 Millionen im Jahr 2028. Jetzt eine Sache aber bemerkenswert. Bei den Kommunen steht ein dickes Minus im Jahr 2028 von 140 Millionen. Das liegt daran, dass sie zum Teil, weil die Steuer eben auch umverteilt wird, die Steuereinnahmen, dort, wo beispielsweise die deutschen großen Exportunternehmen, vor allem die Automobilfirmen, eben ihre Geschäfte machen, eben Gewerbesteuer wegfällt. Ja, also
Man spricht sonst immer nur über die großen Googles und die großen Apples. Nein, auch die großen deutschen Autofirmen sind da teilweise von betroffen. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht für die Kommunen, weil die haben die kleinsten finanziellen Schultern. Denen was wegzunehmen, ist jetzt keine gute Nachricht. Und ohnehin muss man sagen, ja, also so wie die Reform besprochen wurde, ja, als großer Wurf und so, und jetzt sehen wir da ein paar hundert Millionen Euro mehr, da sieht man schon, also so der ganz große Wurf ist das ganze Ding nicht, weil eben die Grenzen viel zu hoch sind. Ja, also Unternehmen müssen 750 Millionen Euro Umsatz machen, damit das nachher umverteilt wird, müssen sie tatsächlich eine entsprechende Marge haben. Also da sind wirklich nur die ganz, ganz fetten Unternehmen von betroffen und wahrlich nicht die Mehrzahl. Deswegen gut, dass es kommt, allerdings sollte man sich nicht zu viel davon versprechen. Gleichzeitig gab es noch eine andere gute Meldung, und zwar hat heute das EU Tax Laboratory einen Bericht vorgestellt, eine neue Studie zum Thema Steuerhinterziehung, Steuerflucht und was zahlen eigentlich so die ganzen Milliardäre. Und wir wollen doch mal anfangen mit den guten Nachrichten, und die gute Nachricht ist erstmal, dass Reiche immer seltener oder immer schlechter in Steueroasen flüchten können. Ja, 2007 besaßen Deutsche noch rund 800 Milliarden US-Dollar in Länder mit geringen Steuersätzen. Dieses ausländische Vermögen verringerte sich bis 2022 um mehr als die Hälfte. Ja, gilt auch für die globalen Summen. Da spricht man von 7 Billionen US-Dollar, die sich auf ungefähr 3 Billionen US-Dollar in Steueroasen reduziert haben. Grund dafür ist ein stärkerer Informationsaustausch. Ja. Beispielsweise ist das Schweizer Bankgeheimnis nur noch eins, was für also pseudomäßige Kriminalfälle herhält in seiner, sagen wir mal, wirklich ganz klischeehaften Form. Denn die USA hat da mächtig Druck gemacht, dass die Daten ausgetauscht werden, wer da sein Konto eröffnet, obwohl er eigentlich woanders seine Heimat hat. Da gibt es einen entsprechenden Austausch zwischen Steuerbehörden und Banken. Und das ist sehr sinnvoll. Das ist also gut. Ja, das ist eine gute Nachricht. Das bedeutet, Regulierungen wirken. Die können was bewirken. Die können einem erstmal Hoffnung machen. Gleichzeitig, lieber Jens, gibt es trotzdem auch eine Schattenseite. Nämlich, dass Milliardäre auf ihr Vermögen einen effektiven Steuersatz von 0 bis 0,5% zahlen. 2500 Milliardäre gibt es weltweit. Würde man die mit 2% besteuern, kämen dabei 250 Milliarden US-Dollar pro Jahr rum, rechnet die Studie vor. Allein in Deutschland sind es mehrere hundert Milliardäre. 226 schätzt das Manager-Magazin mit einem Vermögen von 377 Milliarden Euro, was sie zum Großteil auch dann häufig im Ausland gebunkert haben. Und vielleicht das nochmal, Ende der Zahlenflut, 300 Milliarden US-Dollar wären jährlich mehr in den Staatskassen, würden Unternehmen ihre Gewinne richtig besteuern, und 250 Milliarden US-Dollar kämen hinzu, würden Milliardäre ihren Beitrag an den Fiskus leisten. Warum ist die effektive Steuerlast so niedrig? Nun ja, man weiß halt, wie man vermögensbezogene Steuern umgehen kann. Ja, wir haben in Deutschland vor allem das Modell Stiftungen, um beispielsweise keine Erbschaftssteuer zu zahlen. In den USA und in Frankreich wird eben auch viel über Holdings gearbeitet. Selbst wenn man dann Aktien besitzt, dann lässt man die eben über ein Unternehmen laufen, und dann fällt zum Beispiel auch die Kapitalertragssteuer gar nicht so an. Und dieserlei Tricks. Dazu kommt, dass wir in Deutschland sowieso wenig vermögensbezogene Steuern haben. Und deswegen, selbst wenn die Vermögenden viel auf ihr Einkommen bezahlen, wird ihr Vermögen meistens verschont. Keine gute Nachricht. Ja, also ich finde grundsätzlich, dass wir rauskommen aus einem Art von Wettbewerb der Nation um, wo kann man am ehesten Verbindung schaffen, dass du dahin fließt als Reicher. Also das ist natürlich schlecht für das, sag ich mal, Überlebensmodell vieler Zwergstaaten, wie jetzt irgendwie Liechtenstein, Monaco und so weiter. So, aber wir können jetzt ja irgendwie nicht irgendwie globale Steuergerechtigkeit jetzt danach ausrichten, sondern jeder muss sein Fair Share haben. Deswegen ist grundsätzlich die internationale Abstimmung schon was Gutes. Und das jetzt sowohl für Unternehmen, die versuchen dann über irgendwelche windigen Lizenzmodelle sich dann irgendwie arm zu rechnen, als auch Milliardäre, die einfach vor ihrer Verantwortung fliehen. So, ne? Das ist von der Sache her einmal alles schon mal gut und richtig.
Ob das jetzt schon der Punkt ist, wo man sagen kann, Entwarnung, irgendwie die Gesellschaft hat sich halt wieder behauptet oder so, würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Und auch die Niveauhöhe ist natürlich noch längst nicht da, wo es sein müsste. Also bei dem Maß an globaler Verantwortung, globaler Aufgaben, die wir haben, ne, also wir haben so viele Sachen, die am Kollabieren sind, so, ne? Also unser Wirtschaftssystem, unser Klima, Umwelt und Biosphäre generell, Demografie, wir haben so viele Sachen. Und wenn du überlegst, damals nach dem Zweiten Weltkrieg ging es darum, Sachen wieder aufzubauen. Und da gab es eben ganz viele Lastenausgleichsgesetze und Marshallpläne und so weiter, wo man versucht hat zu sagen, ja, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Wir sind eigentlich heute in der Situation, und zwar weltweit, wo wir ganz viele solcher Sachen haben. Und da bräuchten wir Geld oder Steuer, also Geld oder Schulden, eins von beiden. Aber wir brauchen irgendwie die Mittel, um diese Transformation hinzukriegen. Deswegen ist diese Debatte ein Teil der Lösung, um aus diesen verschiedenen Problematiken herauszukommen. Deswegen ist es erstmal gut, aber sie ist noch weit am Anfang und wird längst nicht mit genügend Energie dahinter geführt, finde ich. Ja, eine Möglichkeit oder ein guter Reformvorschlag, der noch gekommen ist, ist in diesen Informationsaustausch, der sich bisher auf Bankkonten insbesondere bezieht, noch den ganzen Immobiliensektor mit aufzunehmen. Denn Immobilien sind im Moment der größte Ausweg aus eben der Besteuerung von Vermögen und der beste Weg, seine Vermögen zu verschleiern. Das wird in der Studie recht deutlich. Insbesondere Immobilien in Dubai sind dort ein beliebtes Ziel. Jetzt haben wir allerdings das Problem, das klingt jetzt so einfach und so eine Immobilie in Dubai, ja, die klingt ja auch danach, ah, okay, wer soll schon wissen, was da passiert? Ja, wie will man da Transparenz reinbringen? Nur haben wir jetzt bei den Sanktionen, die wir beispielsweise gegen russische Oligarchen erlassen haben im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges, ja gemerkt, dass selbst in Deutschland wir nicht wissen, wem eigentlich welche Immobilie gehört. Ja, also so eine Forderung, die danach klingt, ah, die Bösen da in Dubai, ja, die machen hier uns unser ganzes Steuersystem kaputt. Nee, 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 da hätten wir auch selber einige Hausaufgaben zu machen und ich habe mich da ein bisschen länger mal beschäftigt. Also die armen Ermittler, ja, die da hinter den Oligarchen her sind und irgendwelche Zettel wirtschaften bei Grundbuchämtern oder eingescannte PDF-Dateien, ja, die handschriftlich beschriebene Blätter, die dann eingescannt sind, wo man nicht mal eine Namenssuche oder sonst was machen kann. Mein lieber Schwan, ja, das sind die sind nicht zu beneiden. Also da haben wir selbst noch viel zu regeln. Die Datenbank, ja, dass man die Grundbuchämter zusammenführt, dass man sowas wie ein Immobilienregister hat. Ja, da hat die Software leider, sollte eigentlich, glaube ich, schon 2021, schon 2022 kommen. Das hat man jetzt zuletzt auch nochmal 2, 3 Jahre nach hinten gelegt, weil das nicht funktioniert. Wäre gut, klingt gut, nur auch in Deutschland gibt es da sehr, sehr viele Hausaufgaben, die wir noch zu machen haben. Ich will noch einmal darauf verweisen, dass die Autoren der Studie, insbesondere eben Gabriel Zucman, der französische Ökonom, der das ja maßgeblich zu verantworten hat und eben dort auch die ganze Pressemitteilung rausgegeben hat, dass diese Forderung, die aufgestellt wird, eine Mindeststeuer, eine globale Mindeststeuer auf Milliardäre in Anlehnung quasi an das, was man bei den Unternehmen hat, von 2% vorzunehmen, etwas ist, was gut klingt und wo man dann schöne Zahlen ausrechnen kann, wenn man sagt, die 2500 Milliardäre weltweit würden 250 Milliarden Euro jedes Jahr zahlen und dann hat man ganz, ganz große Summe und was könnte man damit alles machen? Natürlich, also komplett unrealistisch ist, weil das Interesse dort noch geringer ist als bei Unternehmen, denn da sind kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, die sagen, ja, wenn die Großen uns da was vormachen, da gibt es zumindest noch Verbündete. Aber bei den Milliardären ist das, glaube ich, relativ schwierig. Global was hinzubekommen, dauert immer Ewigkeiten. Und nun ja, es gibt eben die Länder, die da ein großes Interesse daran haben, dass das nicht so passiert. Deswegen gut für den Diskurs, gut mal drüber nachzudenken, eine große Umsetzungschance würde ich dem aber mal nicht beimessen. Thilo war aber in der Pressekonferenz heute mal wieder und hat die Regierung gefragt, was die denn zu dem Ganzen denkt. Ja, was hat die Regierung zu sagen zur Mindeststeuer und zu dieser Forderung nach einer Mindeststeuer für Unternehmen und zu der globalen Mindeststeuer für Milliardäre? Und ich würde vorschlagen, dass wir doch mal uns diesen Part Kollegen, herzlich willkommen in zur Gemüte führen.
jetzt hier meine Kenntnisse. Das wäre das BMJ. Genau, wollen Sie dazu ergänzen? Dann habe ich jetzt das Observatory Herrn Jessen auf meiner Liste. Ja, die Frage geht ans Finanzamt. Thilo und Hans zur Vollständigkeit natürlich in Co-Kreation, wie wir uns kennen. Das Ministerium, ich nehme an, Ihnen ist die Untersuchung der EU Tax Observatory bekannt. Die haben sich damit beschäftigt, wie die zum Beispiel 2021 eingeführte globale Mindeststeuer für Unternehmen gewirkt hat. Festgelegt war damals 15% Mindeststeuer für globale Konzerne. Man hatte sich erhofft, eine Steigerung des Steueraufkommens um insgesamt 10%, sind nur 3% dabei rausgekommen. Der Befund ist, dass eben dummerweise zusätzliche Schlupflöcher geschaffen worden sind. Wie reagiert die Bundesregierung auf diesen Befund, der die Hoffnungen enttäuscht? Und was werden Sie tun, um diese Versäumnisse in einem weiteren Schritt auszugleichen oder ihnen zu begegnen? Lieber Herr Jessen, Sie wissen ja, dass wir einzelne Studien grundsätzlich hier nicht kommentieren. Sollte es darüber hinaus was mitzuteilen geben, würde ich Ihnen das ganz gerne nachreichen. Nachfrage parallel dazu ist der Steueroasenatlas, der heißt so, erschienen. Und der Befund ist, dass die Verluste an Steueraufkommen durch Steuerflucht in Deutschland global gesehen am allergrößten sind, vor Großbritannien und international weit, weit vor den USA. Welche Versäumnisse? Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ja, dass in Deutschland eben die Steuerflucht ein viel größeres Ding ist als sogar in Großbritannien oder in den USA. Oder welchen Nachholbedarf sieht die Bundesregierung hier, um nicht den weiteren Abfluss von eigentlich einzunehmenden Steuergeldern in Kauf zu nehmen? Auch das bezieht sich ja auf eine externe Stellungnahme, auf ein externes Gutachten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das kann ich nicht kommentieren. Allgemein ist natürlich das Einholen von Steuern Sache der Länder. Deshalb müssen Sie sich dazu an die Landesfinanzverwaltung wenden. Ja, das ist natürlich so die Vermeiderausfahrt, ne? Also sich nicht zu äußern zu Einzelsachen, insbesondere wenn man sich gelesen hat, ist okay, aber gleichzeitig zeigt das auch so ein bisschen, ich habe wenig Erkenntnisinteresse so, weil nämlich die Sache ist ja die, was du gerade gesagt hast, ist natürlich ein wichtiger Punkt, nämlich dieses so, ja, Steuervermeidung hier ist halt riesig groß und das müsste allen klar sein. Ein Finanzminister darf da dem gegenüber nicht agnostisch sein. Vor allen Dingen dann auch nicht, wenn er gleichzeitig auch das Top-Land für Geldwäsche geschaffen hat. So, ne? Also einerseits sind wir für organisiertes und auch nicht organisiertes Verbrechen das Land, in dem du leicht Geld einfließen lassen kannst, also illegal Geld quasi vorbeigeschafft wird. Also in der Regel ja auch sind auch Steuerstraftaten ja mit dabei. Auf der anderen Seite gehörst du zu dem Land, wo die Leute Steuer an deinem Ministerium vorbeiziehen. So, ne? Und das ist ein Problem, wenn man dann so tut nach dem Motto, dafür sind ja die Länder. Nein, das vor allen Dingen, wenn du gleichzeitig sagst, die armen Kinder mögen bitte hungern, weil ich habe das Geld nicht. Ja. Dann hast du nämlich genau dieses Milieu geschaffen, aus dem all der ganze braune Sumpf erwächst, dass du einerseits sagst, weißt du was, die Reichen lasse ich laufen und die Armen lasse ich hungern, so, ne? Obwohl ich eigentlich im Prinzip beides halt irgendwie lösen könnte, aber ich zeige euch, auf wessen Seite ich stehe, das ist ein Problem. Zweiter Satz, wir dürfen nicht vergessen, wir haben vor ein paar Jahren Paradise Paper und Panama Paper, wo rausgekommen ist, wenn man das jetzt runterbrechen will, auf, es gibt ein Netzwerk von Reichen und Superreichen, die in Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Banken ein globales Netzwerk geschaffen, es klingt wie eine Verschwörungstheorie, globales Netzwerk geschaffen haben, um Steuern aus der Gemeinschaft entweder zu stehlen oder es gar nicht sie zu geben, obwohl man sie hätte zahlen müssen, und beiseite zu schaffen. Und so richtig doll passiert ist nichts. Und das ist eine Störung des Rechtsfriedens und sowas zersetzt auch eine Gesellschaft. Und wenn hier ein Journalist dann nachfragt und er dann sagt so, dazu sage ich nichts, dann haben wir hier ein Thema. Das ist kein Pappenstiel. Und das ist irgendwie auch schlimm, dass das nicht halt irgendwie ständig Headline ist, weil das ist ja unser Geld, ne? Also alles, was da an Leistung nachher fehlt oder nicht gezahlt wird, das ist ja unseres. Da greifen Leute in den Klingelbeutel und irgendwie hat sich so eine Klasse von Menschen dazu entschieden, vielleicht weil sie auch zum
Clan der Täter gehört, das einfach nicht zum Thema zu machen. Und das finde ich halt irgendwie ist schwierig. Vor allem finde ich zusätzlich nur schwierig, wobei ich dir zustimme, dass uns das BMF hier vorgaukelt, es wäre nicht zuständig, nur weil es nicht die Erhebungskompetenz hat, also die nicht am Ende einzieht, aber selbstverständlich die fucking Gesetzkompetenz und wir gerade eben noch einen scheiß Gesetzentwurf hier gezeigt haben, was das, also den das Finanzministerium unter Chrissy Lindner nun mal verantwortlich den Bundestag peitscht, weil da eben der Bundestag Gesetzgebungskompetenz hat, ja. Also der billigste aller Tricks, um aus einer Frage auszuweichen. Es geht auch noch weiter. Dann Herr Jung dazu. Herr Holten ist der Finanzminister, ist im Ministerium für eine globale Mindeststeuer für Milliardäre. Fragen kostet ja nichts. Auch das würde ich Ihnen nachreichen, aber beziehungsweise nein. Erstmal kann ich sagen, nein. Diese 5 Sekunden fand ich so geil. Die Antwort ist ja ganz offensichtlich nein. Aber dass er erstmal sagt, so Klassiker, die Antwort würde ich Ihnen nachreichen. Was habe ich gerade gesagt? Nein, also die Antwort ist natürlich nein. Ich finde das deswegen geil. Dieser Teil ist nicht vorbereitet, also wenn ihr das glaubt. Ne? Ich habe diese Pressekonferenz nicht gesehen. Mein Beitrag gerade eben war wirklich spontan. Und es passt einfach so geil da drauf, dieses nach dem Motto so, ja, da versucht man wohl bestimmte Leute zu schonen. Und dann kommt immer diese Antwort und bestätigt das quasi. Nochmal. Eine globale Mindeststeuer für Milliardäre. Der Gesichtsausdruck auch. Auch das würde ich Ihnen nachreichen, aber beziehungsweise nein. Erstmal kann ich sagen, nein. Das würde ich nachreichen, aber erstmal nein. Es geht um Steuern. Nein, hallo Milliardäre, hallo. Denke ich nicht, aber wenn ich Ihnen was nachreichen kann, würde ich das tun. Frau Hoffmann, wie ist das die Haltung des Kanzlers dazu? Der hatte ja damals die globale Mindeststeuer für Unternehmen ausverhandelt. Wie steht er zu dem nächsten Schritt, laut den Experten, eine globale Mindeststeuer für Milliardäre einzuführen? Ich weiß, dass eben die globale Mindeststeuer für Unternehmen ein sehr großes Anliegen gewesen ist und auch die Umsetzung. Über Weiteres habe ich mich mit ihm nicht ausgetauscht, kann ich nicht so sagen. Dann Herr Stein, was war das? Vielleicht können Sie das nachreichen. Wenn es da etwas nachzureichen gibt, würde ich das natürlich tun. Herr Steiner? Auf diese beiden Nachreichungen kann man sich natürlich besonders freuen. Jetzt wird aber, glaube ich, nochmal wegen der Kompetenz tatsächlich nachgehakt. Ja, Herr Olpen, tut mir leid, aber ich kann Sie da jetzt nicht rauslassen. Die Mindeststeuerumsetzung im Zwei-Säulen-Modell der OECD ist ja eben genau das, was das BMF umsetzt und niemand sonst, also nicht die Länderfinanzverwaltung. Also da würde mich jetzt schon interessieren, mit welchen Einnahmen durch das Modell rechnet denn jetzt Ihr Minister für das kommende Haushaltsjahr, denn das ist ja das, wo es konkret wird. Ja, die haben wir gerade eben gesehen. Im Gesetzentwurf können wir also, sind wir schon weiter. Ja, also, es hat zur Erheiterung beigetragen. Hammer. Viel ist da nicht zu erwarten. Eine globale Mindeststeuer für Milliardäre. So nett die Idee auch ist, so fernab ist sie. Wir gehen weiter in den Nachrichten. Die IG Metall hat eine neue Chefin und die will gegen die AfD kämpfen. Zum Zeitpunkt des Artikels war sie noch designiert, mittlerweile ist sie es wirklich geworden. Und zwar ist es die Christiane Benner, die mittlerweile IG Metall-Chefin ist. Und die hat ein klares Statement gemacht, ja, gerade wir als Gewerkschaften haben enorme Möglichkeiten, gegen den weiteren Aufstieg der AfD zu wirken. Ich glaube, dass wir über die Betriebe die Meinungen verunsicherter Menschen beeinflussen, vielleicht sogar ändern können, nämlich dann, wenn Betriebe vor Ort funktionieren, funktionierende Orte der Demokratie sein, ja, sehr spannend. Also Wirtschaftsdemokratie hier angesprochen, dass die Leute ein Gefühl haben, eben mitreden zu können. Und sie sagt, wir können den Rechten den Boden entziehen, wenn wir in den Betrieben mithilfe von Gewerkschaften und Betriebsräten Menschen Sicherheit vermitteln, indem sie weiterqualifiziert werden und bei all den Veränderungen eine gute Perspektive für sich sehen. Platt gesagt, gegen Abstiegsängste vorgehen. Und ich glaube, das ist sehr richtig, da ist sehr viel dran und das unterschätzt man vielleicht auch manchmal bei der ganzen Debatte, wenn man sagt, was soll die Politik gegen Abstiegsängste tun? Es ist gut, wenn es eine neue IG Metall-Chefin gibt, die das auf dem Schirm hat, denn man muss ja mal sagen, dass die Gewerkschaften
über die letzten 20 Jahre, ja, selbst wenn sie jetzt ein bisschen reingeklotzt haben nach großen, hohen Inflationszahlen, sehr häufig viel zu wenig rausgeholt haben, gleich die IG Metall immer noch ein bisschen besser verhandelt hat und verhandeln konnte, als beispielsweise Verdi, ja, in dem Dienstleistungssektor, auch weil da Produktivitätszuwächse nicht so hoch sind, ja, aber auch weil der Gewerkschaft, der Organisierungsgrad, Tarifbindung und so weiter einfach durch die Agenda 2010, Anfang der 2000er, massiv geschwächt wurden. Und auch die DGB-Chefin hat einen draufgesetzt, Yasmin Fahimi hat gesagt, die AfD ist der Feind der Arbeiter. Die AfD ist nicht der Freund, sondern der Feind der Arbeiter. Das müssen wir als Gewerkschaften jetzt noch viel offensiver benennen. Wir dachten als Gewerkschaften lange, es ist offensichtlich, dass die AfD keine Partei der Arbeiter und Angestellten sein kann. Das war von unserer Seite wahrscheinlich eine zu leichtfertige Einschätzung. Die AfD ist eine Partei der Rassisten, die auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeneinander hetzen will, statt gemeinsam Fortschritt für alle zu erreichen. Das beste Mittel gegen die AfD ist eine Politik, die Zuversicht schafft, gute Löhne und eine funktionierende staatliche Infrastruktur mit guten Schulen, gesundheitlicher Versorgung, Service auf den Ämtern und Sicherheit im öffentlichen Raum. Also, Gewerkschaften blasen gegen die AfD. Was ist davon zu halten, lieber Jens? Ja, das ist also da, ich freue mich darüber. Es würde mich noch mehr freuen, wenn ich daran glauben könnte, jetzt ohne da jetzt was zu unterstellen. Aber wir haben jetzt nun 25 bis 30 Jahre eine Art von Depolitisierung der Gewerkschaftsarbeit ja mit ansehen können. Also viele Bewegungen, die so zusammengeführt haben. Und dann kam in den 90ern dieser Punkt raus von wegen so, naja, wir müssen Lohnzurückhaltung üben, um dann Arbeitsplätze im Land zu sichern und so weiter. Teilweise davon hat das Sinn gemacht. Teilweise war das aber auch etwas, wo dann Genosse der Boss dann irgendwie sich dann auch gemein gemacht haben, und nachdem es ja irgendwie allen relativ gut ging und wir geringe Inflation hatten, war jetzt auch der Leidensdruck nicht so los. Die Leute haben angefangen, sich mehr ins Private zurückzuziehen, und dieser politische Anteil, der wurde immer mehr verloren. So, man hatte also Gewerkschaften gesehen als das irgendwie antiquiert, das hat es halt früher mal gegeben, als die Leute in der Fabrik haben pennen müssen und so, und irgendwie das braucht man ja heute nicht mehr, und dieses ganze linke Gequatsche von wegen Solidarität ist doch eh Blödsinn, ich will hauptsächlich meinen Fernseher haben und so, und eigentlich nehme ich das nur noch wegen dem Rechtsschutz. Das alles ist aber jetzt in Bewegung gekommen, weil wir nämlich jetzt auch zusehen seit Jahren, so vielleicht sogar eigentlich schon seit etwas mehr als einem Jahrzehnt, wie Sozialstaat sich immer mehr abbaut, immer mehr Druck da reinkommt, Druck auf den Arbeitnehmer. Und die einzige Chance, sich dagegen zu wehren, ist eigentlich tatsächlich diesen Tarifpartner, Gewerkschaft, diese Seite zu stärken. Merken wir auch überall da, wo wir funktionierende Sozialsysteme haben. Dort sind meist auch immer funktionierende Gewerkschaften so. Da funktionieren Gesellschaften auch selber noch ein bisschen anders. Skandinavisches Modell, lohnt sich mal dahin zu gucken. Da funktioniert es ganz anders. Und dort, wo Gewerkschaften schwächer werden, dort wächst dann auch der Druck auf den Arbeitnehmer und den Leuten geht es schlechter. Siehe in den Staaten, siehe hier. Das Ding hierbei ist, und da sagen sie was ganz Wichtiges ist, die AfD, also alle rechten und rechtsextremen Bewegungen, sind der natürliche Feind der Gewerkschaften. Weil nämlich da das eine Gegensammlungsbewegung ist, und das haben wir auch in allen rechten Ländern gesehen, dass Gewerkschaften das Erste ist, was dann zerschlagen wird. In Deutschland damals gab es ja die NSDAP-Supergewerkschaft, wo quasi alle Gewerkschafter dann irgendwie so haben eintreten müssen, um dann die Arbeit fortzusetzen. Die anderen wurden verboten oder kamen dann in Schutzhaft, später ins KZ und so weiter. Das heißt, was sie hier aufgreift, ist als wie so ein Dornröschenschlaf. Die AfD gibt es seit 10 Jahren. Vor 10 Jahren hätten sie mit dem Argument kommen müssen. Ja. Das jetzt heute zu machen, bedeutet, sich ganz schnell damit eine Haltung aufzubauen und auch deutlich politischer aufzutreten. Und dann nicht zu sagen, Streik, weil in dem Werk jetzt hier die Lohnerhöhung nicht kommt, sondern sich zu solidarisieren, wenn irgendwo gegen Rassismus aufgestanden wird oder wenn irgendwo die Omas gegen rechts bedroht werden von irgendwelchen Neonazi-Aufmärschen. Da muss eine Gewerkschaft anfangen, für sowas wach zu werden. Das heißt, die müssen sich jetzt zurückbesinnen auf das, was vor 100 oder noch mehr Jahren mal angefangen hat bei Gewerkschaftsarbeit. Deswegen ist das gut, aber ich glaube da erst dran, wenn ich sehe. Ein bisschen spät, wenn die AfD erst in Umfragen bei 23% stehen muss, ne? Ja, eben. Jetzt, lieber Jens, müssen wir uns einer Debatte widmen, die hat damit zu tun, denn das ist das Lieblingsthema der AfD, und unser Kanzler hat ein großes, exklusives Spiegel-Interview gegeben. Das Spiegel-Cover hat mächtig die Runde gemacht, Olaf Scholz mit dieser Miene darauf abgebildet, eiskalt.
und dem verkürzten Zitat, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Es ist insofern verkürzt, als dass noch ein Nebensatz da drin ist mit diejenigen, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben oder so. Ja, also schon noch neben Komma, Rechtsstaat, Komma, aber das ist eine Parole, die man so eins zu eins von Friedrich Merz, Carsten Lennemann oder auch von der AfD oder der NPD auf Plakaten damals schon gesehen hat. Ja, das ist auf Twitter einiges rumgegangen, was eben genauso diesen Satz hatte. Ich meine, die Intention ist ja offensichtlich. Ja, was will Olaf Scholz? Olaf Scholz meint plötzlich nach Rekordumfragen AfD und zwei also sehr erfolgreichen Landtagswahlen in Bayern und Hessen für die AfD, jetzt Wähler bei der AfD schnorren zu können, indem man ihr nach dem Mund redet. Ich halte das für strategisch schon für einen großen Fehler, ehrlicherweise, weil ist eigentlich relativ gut erforscht, dass die Leute lieber das Original haben als die billige Kopie. Wenn er jetzt sagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben und Abschiebung zu so einem großen Thema macht, dann legitimiert das nur, dass die AfD seit 10 Jahren darüber gesprochen hat und das als das zentrale Thema dargestellt hat, wenngleich es wirklich nicht das zentrale Thema ist, aus vielen Gründen, kommen wir gleich zu. Aus der SPD hat sich allerdings Widerstand geregt. Olaf Scholz hat nämlich den Satz gesagt, dass er für die komplette SPD da spreche. Er wurde nämlich angesprochen darauf, so nach dem Motto, aber haben Sie da überhaupt Ihre eigenen Kollegen hinter sich? Juso-Chef Philipp Thürmer hat gesagt, hat sich davon distanziert und gesagt, die Jusos sehen das anders. Da hat der Kanzler auf gar keinen Fall die ganze Partei hinter sich. Rechtsstaatlichkeit, Humanität und faire Verfahren müssen Eckpfeiler sein. Und legte nochmal in einem Tweet nach, es bringt gar nichts, ins Lied der Rechten einzustimmen, baut Wohnungen, schafft die Beschäftigungsverbote ab, finanziert die Kommunen ordentlich, erlaubt den Spurwechsel. Das würde helfen, ich könnte kotzen bei diesem Zitat. Und auch andere haben sich aus der SPD dagegen geäußert, zum Beispiel die SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nazar und auch Hakan Demir, die eine Stellungnahme jeweils veröffentlichten und meinten, also Abschiebung, das ist nur ein kleiner Teil der Lösung. Robert Habeck, also Abschiebungen, dass Leute, die Asyl suchen und abgelehnt werden und unter humanitären Bedingungen zurückgeführt werden können, dass das vollzogen wird, betont auch ein Robert Habeck immer, ist notwendig, einfach um da auch Rechtsstaat bedeutet eben auch sozusagen, wenn Recht nicht gewährt wird, das auch umzusetzen. Nur ist das ja nicht das Ziel, sondern Olaf Scholz will das Thema entsprechend hochhängen. Und lieber Jens, bevor wir dazu gleich diskutieren, lass mich noch ein paar Zahlen nennen. Denn wenn man sich die Zahlen mal anguckt, worüber wir eigentlich reden bei den Abschiebungen, ja. Merz hat das ganze Thema ja eigentlich entfacht mit dieser irrsinnigen Zahnarztdebatte, als er gesagt hat, es gibt 300.000 abgelehnte Asylbewerber und die werden nicht abgeschoben, sondern lassen sich die Zähne machen. Deswegen kriegt der deutsche Michel keinen Zahnarzttermin. 300.000 Menschen waren tatsächlich Ende 22 ausreisepflichtig. Das stimmt. Das waren aber nicht alles abgelehnte Asylbewerber, sondern sind wir nur zu 2/3 ungefähr Asylbewerber. Da sind Auslandsstudenten dabei, da sind abgelaufene Touristen und Arbeitsvisa dabei. Also schon mal deutlich kleiner die Zahl. Ende August waren es 260.000. 2/3 davon abgelehnte Asylbewerber, 155.000. 90% davon haben eine Duldung. Die können nicht abgeschoben werden, weil beispielsweise man gerade in der Ausbildung ist, die gemacht wird, weil ein minderjähriges Kind einen anderen Aufenthaltsstatus hat, weil es nicht aus humanitären Gründen möglich ist, die Leute in die Länder zurückzuführen, wo sie eigentlich herkommen. Und wenn man das mal alles runterrechnet, dann redet Olaf Scholz, ja, hier in diesem Satz, genau über 19.000 Menschen. 19.000 Menschen, die per rechtsstaatlichen Status quo heute zurückgeführt, abgeschoben werden könnten. Ja? 19.000 Ausreisepflichtige ohne Duldung. Ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber ohne Duldung. Das ist sozusagen der konkrete Begriff.
19.000, das ist weniger als 1% aller 3,3 Millionen Geflüchteten, die hier sind. Wenn Olaf Scholz das sagt, dann hilft er damit nicht einer Kommune. Selbst wenn diese 19.000 morgen abgeschoben würden, würde damit keine Kommune irgendeine Entlastung spüren. Und es würde auch kein einziges sonstiges Problem im Land gelöst werden. Weder was bezahlbaren Wohnraum angeht, noch was schlechte Löhne, schlechte Renten oder sonst was abgeht. Es ist eine reine Projektion und Ablenkungsdebatte. Ja, jetzt habe ich viel dazu gesagt, lieber Jens. Was waren deine Gedanken dazu? Können wir Stunden drüber reden, aber ich fasse mich kurz. Du hast auch viele Sachen davon richtigerweise schon, sehe ich ganz genauso, schon mit abgeräumt. Ich würde gerne einmal kurz was Allgemeines sagen und dann zum Speziellen ankommen und anknüpfen, was du gesagt hast. Nämlich, was wir hier immer haben in diesem ganzen Diskurs ist, dass er unheimlich gallig und grollig geführt wird und auch unpräzise mit den Begriffen. Und das ist bewusst so. Ne? Also es wird Asyl wird vermischt mit Migration und die abgelehnten Asylbewerber, die dann nicht eine Duldung haben, was nochmal was anderes ist, und dann ausreisepflichtig sind und noch nicht das Land verlassen haben, sind erschreckend wenig. Das wird aber alles zusammengeschmissen und das wird dann so behauptet. Und was ich schlimm dabei finde ist, und wir haben ja häufiger auch schon mal diese Begriffe nicht sauber benutzt, aber das liegt ja nicht daran, weil wir das nicht wissen oder nicht sensibel dafür sind, sondern weil diese Debatten genauso laufen. Und die laufen bewusst so. Die laufen bewusst so, weil man damit, wie du schon richtig sagst, ein Thema schaffen will. Und das Traurige ist eigentlich, wir haben einen riesigen Eimer an Dingen und es gibt auch klare Lösungen, wie man sie lösen sollte. Und das sind vor allen Dingen systemische Dinge. Weil das aber A, kompliziert ist und in Deutschland hat das gute Tradition, in Anführungszeichen, und das seit 250 Jahren, dass wenn es ein Problem gibt, dann sucht man sich einen Schwächeren und erklärt den zum Feind oder zum Problem und macht den kaputt, sei es jetzt an den Rand der Gesellschaft drängen, erhängen, erschießen, ausweisen, wie auch immer. Also in irgendeiner Form prügelt man so lange auf den einen. Gelöst ist dann nichts, aber man fühlt sich dann irgendwie besser. Und das sind in Deutschland insbesondere Leute, die nicht hier geboren sind. So, und das heißt jetzt noch nicht mal Geflüchtete, ne? Weil wir werden ja nach dieser Debatte, wenn wir damit durch sind, werden wir wieder das Ausländer raus bei den Leuten, die in dritter Generation hier schon leben, wieder haben. Das werdet ihr sehen. Das haben wir teilweise jetzt ja schon. Es ist ja in Gaza geht irgendwas los, so, und dann hier solidarisiert sich jemand und dann heißt es, okay, alle Leute mit einem Namen, der irgendwie nicht nach Müller klingt und so weiter, sind jetzt verdächtig und die sollen bitte, ne? Also das sieht man dann ganz, ganz schnell. Also das heißt, der andere ist dann der Feind und der Arme ist der Feind. So, und in beiden Fällen ist es so, dass man sich dann darüber sehr echauffiert, sehr viel drauf rumprügelt, Volkszorn schürt, so, und da dann irgendwie sagt, dass das das Problem ist. Genauso wie zum Beispiel, dass man ja sagt, Umweltpolitik macht euch alle kaputt, da kommt der Heizhammer und so weiter. Und wo früher mal ein Meinungsstück zu Habeck war oder eins oder zwei zu irgendwelchen Umweltgesetzen, das war früher in der alten Medienwelt so, schaffst du heute 40 Beiträge über die Person Habeck und kreierst dann Begriffe mit denen. Also es geht wirklich darum, das ist wirklich Campaigning. So, und da du jetzt aber den Feind von außen und von unten hast und so weiter, schlägst du auf den lieber ein. So, und die ganzen Debatten sind insofern ja ein bisschen erfunden, weil, du hast schon recht, das Zahnarztding hat es jetzt nochmal so ein bisschen neu angeschoben, aber begonnen hat es letztes Jahr auch schon mit Asyltourismus und mit kleinen Paschas. Ne? Also das ist ein fortgesetztes, also seitdem März gemerkt hat, okay, auf dem einen Plattform kommt er nicht weiter, aber hier kriegt er Traktion. Da hat es dann geklappt, da wurde es dann richtig ausgegeben. Und seit März und dann eben auch die CDU, man darf da die nicht vom Haken lassen. Also so was zu tun nach dem Motto, es gibt ja nur Merz, der ist ja, nein, die ganze CDU, die dazu schweigt, ist mindestens genauso in Haft zu nehmen dafür. Seitdem hat sich die Anschläge auf Flüchtlingsheime mehr als verdoppelt. So, also das hat einen direkten Niederschlag. Es gab schon pogromartige Sachen, die es da so gegeben hat. Da wurden Jugendliche, also ausländische Jugendliche angegriffen auf so einem Zeltlager und so. Ich könnte ewig darüber reden, was sich seitdem wieder, ist ein bisschen wie zu den Baseballschlägerjahren. Und der Punkt ist der, jetzt hat es halt eben so einen neuen Endpunkt erreicht, nämlich, wie du schon richtig sagst, die AfD und die NPD haben es eigentlich erfunden, Merz hat das irgendwie aufgegriffen, jetzt haben alle ganz viel darüber geredet und die SPD könnte jetzt das ganze Volley nehmen und versuchen, diese strukturellen Themen zu spielen. Klappt aber halt eben nicht, weil dafür bräuchtest du ja einen Partner, mit dem du es durchziehen kannst und die FDP wird da niemals mitgehen.
Das heißt, du kannst jetzt eigentlich nur schweigen, dann bist du aber der Kanzler Lame Duck, der nichts macht, oder zumindest zum Schein darauf einzugehen. Und Scholz ist ja nun jemand, der mit seinem Brechmitteleinsatz in Hamburg und Cum-Ex und so weiter ja genügend andere Sachen ohnehin am Stecken hat und so. Also von daher ja auch glaubwürdig halt irgendwie auch die harte Karte spielen kann. Wie weit das jetzt am Ende tatsächlich dann getrieben wird und wirklich kommt und so weiter, werden wir sehen. Aber was hier natürlich versucht wird, ist, dieses Thema jetzt entweder auf die eine Art oder auf die andere Art zu einem Abschluss zu bringen und dem Ganzen die Spitze zu nehmen. Aber das ist, es ist, was mich aufregt dabei, ist die Sache auf der einen Art, aber auf der anderen Art auch, wie wir als Gesellschaft Rassismus und auch dieses, weil das ganz offenkundiger Rassismus, den ja Merz da betreibt, auch mit diesen ganzen Lügen von irgendwelchen Zahlungsbesuchen und so, wie man damit versucht, politisches Kapital zu schlagen. Ich würde doch erwarten, dass jemand sagt, hör mal zu, hier ist ein anderer Politikvorschlag. Oder aber, wenn wir hier angeblich wirklich ein Problem haben in Deutschland, dann lass das doch mal so und so machen. Nein, nein, aber da wird dann hier irgendwie irgendwelche Horrorbilder dann irgendwie herbeigemalt und das wird dann zum Problem gemacht. Und das ist halt also billigster, trumpistischster Populismus dahinter. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Friedrich Merz lag mit seiner Aussage um den Faktor 15 falsch, ja, mit 300.000. Es geht um 20.000, 19.000 abgelehnte Asylbewerber, die ausreisepflichtig sind, unmittelbar ausreisepflichtig sind, ohne Duldung. Das sind die, um die es geht. Und die Ampel plant ja gerade ein Abschiebepaket. Ja, das hat, glaube ich, auch das Kabinett schon abgesegnet. Darunter ist beispielsweise jetzt sowas vorgesehen, wie die Abschiebehaft von 10 auf 28 Tage zu verlängern. Ja, okay, solche Maßnahmen kommen da also. Es gibt aber kein einziges Rückführungsabkommen, das seit die Ampel eben regiert, geschlossen wurde. Haben sie extra einen Sonderbevollmächtigten für, wie heißt der, Joachim Stamp oder was, in Position gebracht. So, weil das ist schwierig. Ja? Man müsste es insbesondere beispielsweise mit den Maghreb-Staaten machen, Marokko, Algerien, Tunesien. Die sagen aber, nee, und wenn überhaupt, nur gegen viel Geld. Viel Geld gibt es aber nicht. So, und deswegen kommt da nicht zustande. Deswegen ist das am Ende einfach nur ein autoritärer Kurs, der praktisch nichts verändert, der den Kanzler entlasse, weil er sagen kann, naja, ich greife ja auch hart durch. Und da muss er nicht, ja, da können alle weiterhin meinen, oh, ich bin unsicher, mein Lohn ist schlecht, ich habe Abstiegsängste. Das liegt bestimmt alles an den bösen Asylbewerbern. Und dann können weiter alle mit dem Finger auf die zeigen, statt den Finger auf die zu richten, auf die er nämlich gehört, nämlich auf die Ampelregierung, die für diese Menschen zu wenig macht. Und wenn man meint, es ginge nicht mehr absurder, Jens, habe ich noch was für dich, es nämlich doch absurder geht, denn unser größter Freiheitskämpfer, Christian Lindner, der führt die Debatte nämlich weiter, hat vor 2 Wochen gesagt, es gibt sowieso diese unsägliche Debatte über Pull-Faktoren. Es war auch in dem Interview mit Scholz Thema, ja, Bezahlkarten statt Bargeld, Sachleistungen lieber statt Geld geben. Oh. Scholz hat übrigens, wurde angesprochen, ob die Kommunen nicht mehr Geld brauchen, um all das zu bewältigen, hat er gesagt, naja, jede Ebene muss eben seinen Beitrag leisten. Ja, nicht ein Wort darüber verloren, dass die Kommunen mehr Geld brauchen und er da irgendwas gibt. Naja, das ist es. Ja. Jedenfalls sagt Lindner, er ist gegen Überweisungen, er will die verbieten, dass Asylbewerber Geld, was sie hier erhalten haben, an ihre noch ärmeren Familien in den Herkunftsländern überweisen. Und ja, das, ja, bitte. Mach gerne, komm. Ja, das ist, weißt du, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch an der Stelle, was gerade über Merz gesagt hast, er lag um den Faktor 15 daneben. Wenn du so häufig falsch verstanden wirst wie er, weil er entschuldigt sich ja immer, er wird falsch verstanden, oder dem so häufig die falschen Zahlen hast, dann musst du davon ausgehen, dass es Kalkül ist. Wir dürfen die Leute mit solchen Lügen und solchen so Populismusaufführungen nicht davonkommen lassen. Genauso wenig, wenn einer, obwohl die Wissenschaft was ganz anderes sagt, dann irgendwie behauptet, nein, es gibt Pull-Faktoren. Und dann, how do you know that? Ja, ich möchte das gerne so. Ne? Also dieses Postfaktische, was dahinter steht, das darf nicht die Grundlage von Regierungshandeln sein. Also es
ist nicht okay, wenn du sagst, ich fuße meine Regierung auf meine Ressentiments und nicht auf dem, was für das Land das Beste ist. Und genauso wenig kannst du als politischer Akteur nicht einfach eine schwächere Gruppe raussuchen, irgendwelche Lügen über die verbreiten, also Volksverhetzung betreiben und dann sagen, ach ja, war nur ein Zahlendreher. Nein, das geht nicht. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Und der zweite Punkt, dieses, was du gerade gesagt hast zu den Kommunen. Genau, was wir gerade machen, ist so ein performatives Einüben von Grausamkeit. Nämlich dieses Rücküberweisung möchte ich halt irgendwie verhindern und so. Auch da erfinde ich ja wieder was. Natürlich gibt es vielleicht irgendjemand, die Familien unterstützen oder so, aber das ist ja nicht Teil des Problems. Und wenn wir wissen, Pull-Faktoren sind auch nicht da, dann geht es darum, ich möchte schon sagen, ich gebe euch Härten, ich tue euch weh, ich möchte euch abweisen, ich möchte, dass ihr die Kälte spürt. Und ich habe aber vor anderthalb Jahren, als es schon die ersten Probleme gab mit Kommunen, Unterfinanzierung wegen Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine, haben wir schon gesagt, das spielt der AfD in die Hände, ihr müsst die Kommunen unterstützen. Wurde nicht gemacht, weil fiskal bla bla und jetzt fällt das allen auf die Füße. Das heißt, die Situation wird mit jedem Flüchtling immer schlimmer und anstatt zu sagen, ja, wir müssten halt anders finanzieren, wird dann gesagt, ja, es sind halt die bösen Flüchtlinge, die müssen wiederkommen. Und der letzte Satz dazu, dieses ganze Asylthema. Also wir haben jetzt erstmal das Thema Ablehnung und als nächstes wird dann kommen, dieses hat das Problem nicht gelöst. Ja. Ja, verdammt. Ja, dann müssen wir jetzt das Asylrecht ändern, weil daran arbeiten sie jetzt ja schon lange. So, ne, das heißt, irgendwann wird so Grundrecht, also so ein Grundgesetzänderung in Richtung Änderung von individuellem Recht auf Asyl, da ist dann auch egal, ob man international was unterschrieben hat, wird dann irgendwann eine Änderung kommen. So, und das ist dann ja das Erste, was man eingeübt hat, denn gegenüber dem Fremden ist man hart und dann wird man irgendwann auch innerdeutsch gegen den anderen hart sein. Dann muss dann der Arme, wird dann in Zwangsarbeit gebracht und der wenig Verdiente, der verliert dann Arbeitnehmerrechte, der muss dann 45 Stunden die Woche arbeiten. Wer will denn dagegen noch aufstehen? Das ganze Testing the Waters ist ja jetzt. Ist ja jetzt. Wir sehen jetzt die Grausamkeit und wir als Gesellschaft reagieren kaum, gar nicht. Es wird nicht so. Und das wirst du dann bei jeder weiteren Sache, die so gegen Gruppen geht, gegen Minderheiten geht, gegen ganze Bevölkerungsteile geht, wirst du es immer mehr sehen. Das ist also, was wir gerade erleben, ist eigentlich eine Zäsur. Und dass eine rote Regierung irgendwie ein bisschen farblich damit vorbei ist, macht es eigentlich doppelt aufmerksam. So, ne? Das ist schon sehr schräg gerade. Ja. Zu den Überweisungen. Also Lindner will nicht, dass Asylbewerber Geld, was sie hier bekommen, zurücküberweisen. Erster Fakt ist, was die Leute hier bekommen nach Asylbewerberleistungsgesetz ist sowieso schon mal weniger als das Existenzminimum, was wir durchs Bürgergeld definiert haben. Das ist schon mal das Erste. Wenn Leute davon etwas abzwacken, um ihrer noch ärmeren Familie etwas zu geben, dann leben die nicht in Saus und Braus. Ja? Dann zwacken die sich vom absoluten Minimum irgendwas ab und sind in den meisten Fällen ohnehin schon unwürdig untergebracht. Wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ja, aber der geht vielleicht schwarz irgendwo auf der Baustelle arbeiten, dann ist er fernab von jeglichem Arbeitsschutz und sonst noch was der kompletten Willkür eines Arbeitgebers ausgesetzt, der sowas dann schwarz macht. Also das ist alles, die ganzen Argumente davon, dass da jemand in Saus und Braus lebt und die sauer verdienten Steuereuros des deutschen Michels irgendwie ins Herkunftsland überweist, ja, das ist wirklich absurd. Jetzt mal die Zahlen. 7,2 Milliarden Euro sind letztes Jahr laut Schätzungen der Bundesbank von Migrantinnen und Migranten in diesem Land in die Herkunftsländer geflossen. 7,2 Milliarden. Das sind aber nicht alleine Gelder von Asylbewerbern, sondern Migrantinnen und Migranten. 840 Millionen allein in die Türkei. Das sind diejenigen, die hier in zweiter Generation, dritter Generation, was auch immer, mega gute Jobs haben, die hier Zahnärzte sind oder sonst noch was und was an den Rest der Familie in die Türkei senden. Das ist, diese 7 Milliarden Euro sind nicht 7 Milliarden Euro, die sozusagen nach Asylbewerberleistungsgesetz ausgezahlt werden. 360 Millionen gehen an die Ukraine. Komischerweise hat man diese ganze Debatte nicht gehört, als 1 Million Ukrainer gekommen sind. Ja? Ja, genau. Also komischerweise, die Ukrainer sind weiß, ja, und da ist gerade Krieg und da weiß man, da gehen jetzt 360 Millionen zurück an die Familien. Komischerweise gibt es da die Debatte nicht, aber bei den Asylbewerbern, ja, da macht man die Debatte jetzt auf. So. Wenn man also diese 7,2 Milliarden mal nimmt, dann ist ein kleiner Bruchteil davon, ja, das Geld, was Asylbewerber von ihrem mageren paar hundert Euro, die sie bekommen, abknüpfen und zurücksenden. Es ist völlig irrelevant. Es ist irrelevant, wenn man das Sozialbetrug nennt, ja.
so wie es die CDU beispielsweise macht. Es wird ja noch nicht mal betrogen, weil genau. Ich habe ja einen Anspruch drauf und was ich mit meinem Geld mache, ist doch mein Ding. Ne? Die ganze Zeit quatschen sie irgendwelchen Blödsinn von Freiheit und so. Ja, und da wird eine Leistung bezahlt. Da darf ich doch damit, wollen wir auch Rentner beziehen? Da hört Freiheit auf. Oder Arbeitslose, die dürfen es dann auch nicht mehr bestimmen, oder? Es gibt Stimmen in der AfD, die sagen dann sowas wie, wer arbeitslos ist, darf nicht mehr wählen. So, und wir sind jetzt hier bei der FDP, die sagt, wer jetzt hier diese Art von Sozialleistung bezieht, der darf damit nicht frei entscheiden, was er damit tut. Und es ist schon das absolute Minimum. Man hat schon kaum Entscheidungsfreiheit, weil man schon kaum was kaufen kann und ausgeliefert ist. Und selbst das Reststückchen Freiheit wollen die freien Demokraten auch noch nehmen. Also es ist wirklich eine Perversion des Freiheitsbegriffes. Und jetzt noch mal ganz kurz gegen diesen Bruchteil von diesen 7,2 Milliarden Euro gegengerechnet, dass wir gerade die Entwicklungshilfe radikal gekürzt haben in diesem Haushalt, dass wir gerade die Hilfen für Sozialverbände, die dort tätig sind, für diverse Beratungsverbände gekürzt haben, dass wir die humanitäre Hilfe um 1 Milliarde gekürzt haben. Das alles mal bitte bei dieser Zahl dazu rechnen und dass wir eben gelernt haben, dass uns Unternehmen und Milliardäre jedes Jahr um 500 Milliarden betrügen. Da reden wir über die Erbsen, ja, wo die Armen, die hierher kommen, unter echt unwürdigen Bedingungen, dann im Zweifelsfall ein Krümel von ihrem kleinen Krümel zurücksenden. Wir führen absolut die falschen Debatten. Wir führen die falschen Debatten. Und das Geile ist ja, diese performative Grausamkeit ist ja eben auch dafür da, um halt irgendwie kraftmeierisch dann. Ist auch so ein Herrendenkertum nach dem Motto, das ist ja eine Wohltat, das ist ja ein Taschengeld, da bekommt ja jemand was unverdient so und dann bestimme ich, weil ich bin der Papa, ich bestimme ja schließlich, was du damit kaufen darfst und so weiter. Das ist so, also das ist einfach alles so perfide. Also dieses, wenn man an sozialen Rechtsstaat und Grundgesetz und so weiter, was da alles da drin steht, dann irgendwie glaubt, ist das schon eine Perversion. Plus in den meisten Fällen oder sehr häufig fliehen die Leute ja vor Fluchtursachen, an denen wir verdient haben, beziehungsweise für die wir mitverantwortlich sind. Also das ist gleich auf mehrere Arten halt irgendwie beknackt. So. Und deswegen, ja, es ist petty und ich glaube, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, warum das auf so viele Arten halt grausam ist und blödsinnig und gleichzeitig auch nichts bringt. Ja. Abgeschlossen wird das Ganze jetzt hier von Matthias Lücke vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, ein eher arbeitgebernahes, konservatives Institut, ja. Der sagt, ich kenne keine Forscher, die Rücküberweisungen aus Sozialleistungen für den großen Pull-Faktor halten. Das ist ein absoluter Nebenschauplatz. Arme Menschen wollen noch ärmeren Menschen Geld überweisen. Das zu verbieten, finde ich einen interessanten Freiheitsbegriff. Und räumt diesen FDP-Vorschlag einfach volle Kanone vom Tisch. Ja? Geil. 10 von 10. Ja. Jetzt war es aber so, dass in dem Interview auch Olaf Scholz sich, weil die Länder es ja wollten, hatten wir letzte Woche im Briefing, für diese Bezahlkarten und für diese Sachleistungen und für dieses ganze nichts mehr mit Freiheit und Bargeld, sondern ja, der Staat spielt jetzt hier den Papa, der weiß, was gut für seine kleinen armen Kinder ist, genau einzahlt. Und deswegen hat die CDU, wen soll es verwundern, im Bundestag letzte Woche einen Gesetzentwurf eingebracht. Und in dem Gesetzentwurf werden eben Bezahlkarten gefordert. Jetzt ist es so, dass die schon erwähnte Rasha Nasser von der SPD sich dagegen stark gemacht hat. Und ich würde vorschlagen, das gucken wir uns mal an. Ich rufe jetzt auf den Zusammenhang. So, Moment, zack, zack. Hier geht's los.
Kollegen. Ich hatte ja schon gehofft, dass jetzt nach den Landtagswahlen am Wochenende endlich Schluss ist mit diesen Symboldebatten. Ich hatte gehofft, dass wir uns alle konstruktiv an der Problemlösung beteiligen, denn klar ist, dass diese Herausforderung nur Bund, Länder und Kommunen gemeinsam schaffen können. Leider erleben wir aber heute wieder das Gegenteil von konstruktiver Arbeit. Warum? Weil sie es sich meiner Meinung nach zu leicht machen. Ihr Grundfehler ist, dass sie behaupten, Menschen kämen allein wegen der Geldleistungen nach Deutschland. Entscheidend für Migration ist aber vor allem der Aufenthaltsort von Freunden, Familie, der eigenen Community sowie den Chancen auf den Arbeitsmarkt und die Möglichkeit, in Frieden und Demokratie zu leben. Menschen fliehen vor Krieg. Herr Stracke, mein Name ist Nasser, wenn Sie das bitte einmal richtig aussprechen würden. Sozial- und asylpolitische Detailregelungen spielen aufgrund des fehlenden Wissens darüber bei den Betroffenen gar keine Rolle. Es tut mir leid, Sie zu enttäuschen, liebe Union, aber diese Debatte wird gerade nicht gebannt auf afghanischen Fernsehbildschirmen verfolgt, sodass die durch das jüngste Erdbeben obdachlosen Menschen jetzt abwägen, ob sie jetzt nach Deutschland kommen oder nicht. Im Übrigen finden Sie die meisten Syrer in der Türkei und die meisten Afghanen in Pakistan oder Turkmenistan. Und das nicht, weil diese Länder so tolle Pull-Faktoren haben, sondern weil es geografisch und familiär für diese Menschen einfach sinnvoller ist, dorthin zu gehen, als nach Deutschland zu kommen. Auch unsere im Vergleich zur Ukraine schleppend vorangeschrittene Digitalisierung hat diejenigen Ukrainer, die nun bei uns sind, ja auch nicht davon abgehalten, zu uns zu kommen. Sie merken also, wenn Bomben fallen, wenn Verfolgung und Haft oder der Hungertod drohen, dann ist es Menschen relativ egal, welche Detailregelungen wir hier wieder getroffen haben. Und Sie wissen ganz genau, dass es hier nicht um bundesgesetzliche Regelungen geht. Länder und Kommunen haben bereits jetzt die Möglichkeit, Sachleistungen auszugeben. Nur hat das bisher niemand so wirklich umgesetzt. Und warum? Weil es eben schwer umzusetzen ist. Ihr Antrag scheitert bereits daran, dass eine überwältigende Mehrheit der Praktiker, die sich vor Ort um die Migrationsverwaltung kümmern müssen, gegen diesen Vorschlag ist. Ihre eigenen Leute, die in Verantwortung sind, teilen unsere Bedenken, wenn es um Bezahlkarten geht. Die nordrhein-westfälische Landesregierung unter CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul spricht von einem, Zitat, unverhältnismäßigen Eingriff in die Ausübung der persönlichen Lebensgestaltung sowie des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das heißt, übersetzt für Sie, liebe Union, dass das Bundesverfassungsgericht eine derartige Regelung wahrscheinlich sowieso wieder einkassieren würde. Statt dieses Antrags könnten Sie also die 8 CDU-CSU-Innenminister der Länder fragen, warum sie diese Möglichkeit nicht ausschöpfen, das Sachleistungsprinzip umzusetzen. Dann bekommen Sie sicherlich die Antwort, dass der finanzielle, administrative und personelle Aufwand zu groß ist. Sie, liebe Union, die Sie so gerne von Bürokratieabbau sprechen, wollen jetzt, dass die überlasteten Kommunen sich jetzt auch noch um Dienstleistungen wie Friseurbesuche kümmern müssen. Lassen Sie uns doch stattdessen an pragmatischen Lösungen arbeiten, von denen die Kommunen wirklich etwas hätten, etwa dem schnelleren Arbeitsmarktzugang. Auch Gerd Landsberg, Ihr Parteimitglied, fordert im Namen der Kommunen, dass die Arbeitsverbote für Geflüchtete endlich fallen. Und das ist richtig so. Das werden wir als Ampel auch umsetzen. Und ich lade Sie herzlich ein, konstruktiv daran mitzutun. Denn damit schaffen Sie wirkliche Verbesserungen für die Kommunen, die dann massiv entlastet würden. Und für unsere Unternehmen, die händeringend nach Arbeitskräften suchen. Aber vor allem für die Geflüchteten, die dann auf eigenen Beinen stehen könnten. Geflüchtete Menschen sehnen sich danach, sich um sich selbst kümmern zu können. Das Festhalten an Arbeitsverboten wäre also wirtschaftsfeindlich, wohlstandsgefährdend und wachstumshemmend. Lassen Sie uns dieses Schauspiel bitte endlich beenden. Die Lage in unseren Kommunen für unsere Wirtschaft und insbesondere für die Geflüchteten, die es zu uns geschafft haben, ist viel zu ernst, um jetzt nicht an pragmatischen Lösungen zu arbeiten. Vielen Dank. Wow. Ja, da wurden Fakten gedroppt. Ja, ja, hat im Prinzip, sie hat alles abgeräumt, was man da jetzt irgendwie direkt spontan hätte sagen können. Eine sehr starke faktenbasierte Rede. Jetzt will ich uns aber allerdings noch einmal den Gegenpart antun, und zwar die Rede, vor allem auch fand ich gut, dass sie die Pragmatiker, die Praktiker von vor Ort angesprochen hat. Die haben alle genug zu tun, als sich um sowas zu kümmern. Jetzt lass uns einmal auf die FDP schauen, denn die FDP hat ja einen bürgergeldpolitischen Sprecher, Jens Teutrine, den hatten wir schon mal häufiger, ja, und der hat sich dazu wie folgt positioniert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, der Wahlsonntag war ein Moment, glaube ich, wo alle demokratischen Parteien sich gut es gut ansteht, mal innezuhalten, zu reflektieren. Und das gilt auch für die Regierungsparteien. Die Landtagswahlen haben gezeigt, dass in der Bevölkerung ein großer Teil an Frustration und Enttäuschung da ist und auch einige sich nicht
von der Opposition der CDU abgeholt führt, auch wenn sie insgesamt der Wahlsieger waren. Und das sollte alle zum Nachdenken einladen. Und diese Debatte hat mir gezeigt, dass der ein oder andere noch nicht die Realität in diesem Land erkannt hat. Und wenn ich die Debatte als Zuschauer nur verfolgt hätte, wäre ich auch in Teilen frustriert und enttäuscht. Weil in dieser Debatte wurde viel gesagt, was nicht hilft gegen illegale Migration. Es wurde viel gesagt, es sei zu bürokratisch, zum Beispiel eine Bezahlkarte einzuführen, obwohl es andere haben. Es wurden Scheindebatten geführt, dass es nur darum geht, den Arbeitsmarktzugang zu erleichtern. Ich bin dafür, den Arbeitszugang für diejenigen zu erleichtern, die auch einen Aufenthaltstitel haben, reguläre Migration leichter zu ermöglichen. Aber wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, was ist mit den Personen, die ausreisepflichtig sind? Was ist mit den Personen, die illegale Migration machen? So zu tun, als sei der Sozialstaat der einzige Grund, wieso Menschen nach Deutschland kommen und es insgesamt Migration gibt, ist falsch. Aber genauso falsch ist es zu tun, als hätte der Sozialstaat keine Auswirkung oder Anreize für illegale Migration. Beides erkennt nicht die Realitäten im Land an. Und deswegen ist es richtig, und es wäre genauso falsch zu sagen, wir führen die Bezahlkarte ein und alle Probleme sind auf einmal gelöst. Auch das wäre falsch. Das sagt auch keiner. Aber es braucht mehr Maßnahmen, um illegale Migration wirksam zu bekämpfen. Und ein Fehler, wieso Leute auch frustriert sind, ist, weil Leute hier Reden halten im Deutschen Bundestag, Interviews in Zeitungen geben und nichts machen. Und nicht die Ärmel hochkrempeln, Herr Stracke. Ja, und jetzt gucken wir doch mal ins Asylbewerberleistungsgesetz. Im Asylbewerberleistungsgesetz steht doch drin, dass das Sachleistungsprinzip und die Bezahlkarten angewandt werden. Und das ist auch kein Widerspruch zum Bundesverfassungsgerichtsurteil, weil damit auch nicht die Höhe des Sozialleistungen gestrichen wird, sondern die Art und Weise. Und die Bundesländer sind dafür zuständig. So steht es im Asylbewerberleistungsgesetz. Und ich habe heute noch mal geguckt, die Ministerpräsidenten Sachsen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen, das sind CDU-Ministerpräsidenten. Das sind alles CDU-Ministerpräsidenten. Und in drei weiteren Bundesländern regieren sie. 75% der Bevölkerung wird von Ministerpräsidenten und CDU-geführten Landesregierungen regiert. Gut so, dann krempeln Sie die Arme hoch und machen es in Ihren Ländern. Sie können es umsetzen. In Nordrhein-Westfalen hat die CDU es abgelehnt. Und ich glaube, dass es auch ein Teil der Frustration ist, wenn man zuständig für Aufgaben ist, ob es bei der inneren Sicherheit bei der Polizei ist, ob es in der Bildung ist oder ob es in der Frage ist, sollen Sachleistungen und Bezahlkarten eingeführt werden. Das ist Ihre Zuständigkeit, Herr Stracke. Sie können es machen. Rufen Sie Herrn Söder an und sagen, los, Ärmel hochkrempeln, nicht nur Reden im Bierzelt halten. Und das ist ein Teil der Frustration. Ich glaube, am Ende, wer mehr reguläre Migration in den Arbeitsmarkt möchte, und meine Fraktion glaubt, dass das notwendig ist, weil der demografische Wandel ist, wer möchte, dass diejenigen humanitären Schutz bekommen, die es verdient haben, und es eine gesellschaftliche Akzeptanz für mehr Migration in den Arbeitsmarkt und humanitären Schutz gibt, der muss auch klar bei irregulärer Migration aufgestellt werden. Da reicht zwar keine Bezahlkarten, aber nur zu sagen, was nicht geht, wird dieser Regierung nicht helfen. Und deswegen werden wir als FDP-Fraktion weiterhin Vorschläge machen. Für uns ist klar, die Bezahlkarte ist auch ein richtiger Weg, um reguläre Migration zu beschränken. Vielen Dank. Also, wir halten fest, die FDP ist auch gegen diesen Freiheitseingriff. Dieselbe Rede würde Jens Deutrin alle von der FDP, wenn es um die Abschaffung des Bargelds für die Deutschen geht, für den deutschen Michel, wäre Jens Deutrin der Erste, der für den deutschen Michel da eine Rede kloppt und sagt, nein, Bargeld ist gedruckte Freiheit, auf gar keinen Fall darf man da eingreifen. Ja? Wäre der Allererste, würde er noch 10 Minuten überziehen und die Präsidentin ganze Zeit vertrösten. Ja? Dann ist ja der Punkt richtig, liebe CDU, macht es doch in den Ländern. Und wie entlarvend ist der, dass sie es in den Ländern nicht machen und in den Kommunen, weil es einfach unpraktisch ist, nicht praxistauglich ist. Die haben genug zu tun, als noch so eine ideologische Debatte dort zu führen.
Wir haben hier auf drei Arten Populismustreiber. Nämlich einerseits, dass man sagt, irgendwie so Ausländer sind das Problem, Ausländer raus. So, das treibt natürlich rechten Populismus. Zweitens, dass man halt Themen erfindet, wie zum Beispiel die Ausländer sind das Problem, was nämlich zeigt, okay, da kümmert sich einer ja nicht wirklich drum, sondern die reden ja, beschäftigen sich mit so einem Wolkenthemen, die sie selber erfunden haben. Und auch Begriffe, und dann, ne? Also irreguläre Migration als Begriff. Ja. Also genau, und vor allen Dingen ist ja auch einer, der aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ja. Und dann das Dritte, dass dieses, und das machen sie halt, um Vermögen von Superreichen unter anderem zu schützen und halt bestimmte andere Wohlstandsinteressen, die aber mit 95% dieser Bevölkerung gar nichts zu tun haben, sondern nur mit den obersten 5%. Das ist nämlich sehr häufig ein Grund dafür. Viele wissen nämlich, wir müssen strukturell was ändern, das wird uns was kosten und bezahlen können das die unteren nicht. So, und jetzt die Leute, die nämlich die letzten 30 Jahre sich das eingesteckt haben, genau diesen Spread, die würden jetzt dafür eintreten müssen. So, und deswegen erfindet man jetzt solche Geschichten. Das heißt also, wenn ich wirklich Protestwähler Jensi wäre, ich hätte viele gute Gründe, genau das Gegenteil von Demokratie zu wählen. So, ne? Also, und das geschieht eben nicht nur dadurch, dass diese Themen bedient werden, sondern auch die Art, wie man es bedient werden, weil hier nämlich demokratische Prinzipien und die politische Kultur in den Staub getreten wird durch sowas. Und dieses von wegen, was du gerade gesagt hast, natürlich, alle sagen so von wegen Erhaltung, nee, absoluter neorealistischer Pragmatismus soll unser Handeln leiten und so. Nein, nein, natürlich ist Haltung wichtig. Und wenn ich an der einen Stelle zu einem Thema sage, so, das ist mir aber ganz besonders wichtig, dann muss ich an der anderen Stelle zum selben Thema ja auch wieder eintreten. Hier hast du aber nur noch so die Wendehals-Fraktion, die vor allen Dingen halt irgendwie nett aussehen im Anzug und gern was zu sagen haben. So, aber wo du halt nicht weißt, sind die jetzt für mich, gegen mich und so. Und sowas zersetzt Vertrauen in Demokratie. Und das Ganze funktioniert ja so, dass da Repräsentanten sind für einen. Das ist halt schräg. Also ich könnte noch mal ganz kurz was zu Sachleistung erzählen. Ich weiß nicht, ob wir da Zeit haben. So, Warum nicht? Weil das Thema ist ja hier dieses, ich frage mich immer, wie viele Startups jetzt hier tatsächlich sich da in die FDP eingekauft haben. Also wir wissen ja von den 500.000 damals und so, aber dauernd werden irgendwelche komischen Apps erfunden für normale Verwaltungsvorgänge und irgendwelche anderen Sachen sollen dann irgendwie kommen und so. Es ist halt komplett crazy. Was wir wissen ist ja aus jetzt den letzten 50 Jahren, da gibt es ja viele Untersuchungen aus verschiedenen Ländern, dass solche Sachleistungsgeschichten halt für die Leute, die das dann machen müssen, unheimlich entwürdigend ist und gleichzeitig auch eine Art ist, dann Kontrolle auszuüben. So, wenn du jetzt irgendwie nicht die 50 Geldeinheiten zur Überbrückung deiner Not, ne, also da wird ja immer, es wird ja immer unterstellt, hier kommen Leute, die sind vom Grund weg faul und schlecht und haben es nicht verdient, Teil unserer Gesellschaft zu sein, das ist die Grundannahme, sondern die wollen 40 Jahre lang hier nicht arbeiten, sondern nur rumgammeln. Das ist wirklich die Idee, das ist das Zerrbild. Die gehen nicht davon aus, nach dem Motto, na, wenn sie erstmal die Sprache gelernt haben, werden sie schon einen Job suchen und dann irgendwie arbeiten. Und so. Nein, nein, das ist das Zerrbild. So, und um denen das zu vergraulen oder um sie zu kontrollieren, sollen da jetzt solche Sachleistungen kommen, weil sonst versaufen die das doch. Das weiß man doch, ne? Diese ganzen Moslems, die ganze Zeit sind die nur besoffen und so, ne? Also, ne, das ist ja auch so Bezahlkarte, weil dann kannst du auch irgendwie steuern, was darfst du denn kaufen, wo darfst du was kaufen, ich kann Bewegungsprofile erstellen und so weiter. Also man kann damit enorm viel anfangen, wenn du da erstmal bist. So. Und klar, das ist natürlich erstmal jetzt mehr Aufwand und mehr Kosten und so weiter. Und dann kannst du sagen, oh, diese ganzen Kosten uns ja viel mehr, wir müssen die Obergrenze, die wir ja gerade erfunden haben, weiter absenken und so weiter. Das ist schon total crazy. Und diese Frage nämlich, was für ein Leid Menschen haben, die ihre Heimat verlassen müssen unter Druck und damit Sack und Pack und den Kindern auf der Schulter in ein anderes Land gehen, unter Lebensgefahr, um da neu anzufangen. Und dann zu sagen, die machen das nur, weil sie Bock haben, hier Hartz IV zu beziehen, das ist einfach so am Leiden von Menschen vorbei. Das ist, also, das fallen damit die Zähne aus dabei. Diesen Leuten, die sind wirklich wohlstandsverwahrlost, wenn sie denken, dass es das gibt. Ne? Christian Lindner war ja selber, wenn ihr euch erinnert, in Ghana, in dieser einen Universität. Ich glaube, das war im Dezember letzten Jahres. Und hat gesagt so, hey, wisst ihr was, ich bin der Finance Minister, bla, wollt ihr nicht in mein Land kommen und so weiter? Und alle so, nein, wir haben keinen Bock darauf, weil wir haben Internet. Er hat Handmeldungen und dann hat er sich umgeguckt. Keiner. Und so hebt keiner die Hand. Hätte er nochmal gefragt, hätten sie wahrscheinlich Schuhe nach ihm geworfen, weil sie gewusst haben, wir haben da jetzt irgendwie mit so einem rassistischen System zu tun, so, wenn wir da hinkommen und dunkel aussehen, werden wir da, ne, genau, so, und dann davon auszugehen, dass die anderen Leute das nicht wissen, sondern wirklich kommen aus blanker Not, ist halt schon irgendwie, ist schon echt krass, so, ja. Das, Noch eine Sache zum Begriff irreguläre Migration, ja, das klingt dann mal so, okay, da kommen Leute, und die haben kein
Recht, hier zu bleiben, und Jens Söldrin weiß das schon vorher. Aber der Rechtsstaat garantiert ein Verfahren. Selbst diejenigen, die also nachher nicht bleiben dürfen, weil sie eben nicht den Schutzstatus zugesprochen bekommen, haben das Recht darauf, an der Grenze den zu beantragen. Die dürfen auch nicht mit stationären Kontrollen, also ein Quatsch, was sie jetzt einführen, einfach zurückgehalten werden. Ja, diese Pushbacks sind gegen den Rechtsstaat. Jeder hat das Recht auf ein Verfahren. Dass das Verfahren dann im Schnitt 7 Monate dauert, weil Ämter unterbesetzt sind und so weiter. Anderer Punkt. Dafür müsste man halt Geld ausgeben. Genauso wie man Geld ausgeben müsste, um das hier zu machen. Nämlich Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, will einen Job-Turbo. Nur, ist ja alles schön und gut. Ja? Also er will quasi, dass die Leute schneller von der Schulbank aus den Integrationskursen an den Arbeitsplatz kommen. Sicherlich ein ehrenwertes Ziel. Allerdings beklagen die Jobcenter, lieber Hubertus Heil, du hast uns gerade Mittel gekürzt, ja, für Qualifizierungsmaßnahmen. Das passt nicht zusammen. Auf der einen Seite kürzen, auf der anderen Seite sowas von uns fordern. Ja. Wie soll das zusammenhängen? Da müssen sie also Geld für ausgeben. Und naja, da sind sie eben nicht bereit für. Anfang November gibt es den Flüchtlingsgipfel in der Ministerpräsidentenkonferenz, heißt Länderchefs und Bundesregierung. Spätestens dann werden wir wieder drüber reden müssen. Aber die ganze Debatte läuft völlig, die wird viel zu hoch gehangen. Allein die AfD profitiert davon. Wow. Selbst wenn diese 19.000 Menschen sofort abgeschoben würden, wäre also kein einziges Problem in diesem Land gelöst. Ne? Und man legitimiert und einfach nur AfD-Floskeln und macht sie konsensfähig. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Was den Kommunen wirklich helfen würde, mehr Geld, mehr Personal, mehr Wohnraum und. Ja? Ja. Relativ trivial. Jetzt machen wir einen kleinen Themensprung, und zwar kommen wir zum Strommarkt. Es gibt nochmal eine gute Nachricht. Die EU-Minister haben sich auf eine Strommarktreform geeinigt auf EU-Ebene. Warum war das nötig? Nun ja, wir erinnern uns alle daran, dass wir uns darüber aufgeregt haben, dass der Strompreis so hoch gegangen ist, nur weil Gas so teuer geworden ist, ja. Das lag an dem sogenannten Merit-Order-Prinzip, dass also immer das Grenzkraftwerk, dasjenige Kraftwerk, was die letzte Kilowattstunde Strom produziert, die am Markt gerade nachgefragt wird, den Preis setzt für alle anderen. Warum? Nun ja, woraus Strom produziert wird, merkt man am Ende nicht mehr, weil es ein einheitliches Produkt. Und warum sollte eine Firma an der Börse Strom für weniger Geld verkaufen, wenn doch der Konkurrent zu teureren Preisen produziert und das gleiche Produkt anbietet? Ja? Deswegen ist die Börsenlogik so gewesen: teurer Gaspreis, 10% unseres Stroms haben wir ungefähr mit Gas produziert, bedeutete teure Strompreise. Es hat uns hier eine höhere Inflationsrate gebracht, hat den Menschen Kaufkraft gefressen, hat einigen Unternehmen, RWE beispielsweise, fette Gewinne gebracht, weil die haben mit ihrer Braunkohle, die sie da verstromt haben, eigentlich ein totes Geschäftsmodell auf lange Frist gesehen, nochmal richtig Reibach gemacht. Und das wollte Robert Habeck, das wollten die EU-Energieminister ändern. Herausgekommen ist also ein Kompromiss, eine Reform des Strommarktes, die allerdings also das Merit-Order-Prinzip nicht abschafft, sondern einige wenige, soll man sagen, ja, kleine Korrekturen vornimmt. Es soll zum Beispiel ermöglicht werden, dass die Verbraucher das Recht haben auf längere Festverträge und dass die Verbraucher sogar die Wahl haben, dynamische Verträge abzuschließen, sprich, wo der Preis flexibel ein bisschen schwankt. Wenn es günstiger wird, wird es für den Verbraucher günstiger. Allerdings, wenn es teurer wird, könnte es auch für den Verbraucher teurer werden. Was damit gewonnen ist, weiß man noch nicht. Es soll neben dem verbesserten Verbraucherschutz ein bisschen mehr Stabilität für Firmen geben, nämlich dass Firmen einfacher Direktverträge mit Stromerzeugern schließen können. Beispielsweise, also Chipfabrik stellt man dahin, daneben ist ein Windpark und dann lässt man sich gleich ein Kabel dahin legen, und diese Verträge sollen bevorzugt werden im Vergleich zu
eben diesen börsennotierten Verträgen. Man will einfach weg von der Börse. Wenn man die Börse schon nicht reformiert bekommt und das Merit-Order-Prinzip da nicht wegbekommt, dann wenigstens die Menge, die an der Börse gehandelt wird, quasi einschränken. Das ist die Idee. Und das ist wahrscheinlich das, was am den größten Einfluss hat, ist, dass vermehrt auf zweiseitige Differenzverträge gesetzt werden soll. Man sieht das hier, denke ich, ganz nett in der Grafik. Ich mache mal eben meine Kamera weg, dann kann man das ein bisschen besser, wobei man sieht es auch so. Differenzverträge ja. sollen beispielsweise oder vor allem den erneuerbaren Energienerzeugern Sicherheit geben, dass, wenn sie jetzt investieren und einen Windpark bauen oder eine Solaranlage im großen Stil, dass eben sie diesen Strom, den sie damit produzieren, zu guten Preisen verkaufen können. Wenn der Marktpreis unter diesem definierten, garantierten Preis liegt, dann springt der Staat ein und ersetzt quasi die ausfallenden Profite. Das ist eine Profitgarantie, wenn man so will. Ja, das ist hier in der Grafik nach unten, dieses Grüne. Der Erzeuger hält dann vom Staat die Differenz. Liegt der Preis allerdings über einer gewissen Spanne, wie zum Beispiel als Gas so teuer geworden ist und Windkraftanlagen mega Profite gemacht haben, Zufallsprofite, dann greift eben eine Preisobergrenze und der Staat schöpft ab, was dort an Zusatzgewinnen gemacht wird und hat dann Mittel, die er nutzen kann, um den Strom für alle anderen zu subventionieren. Das Gute ist, man kann damit ein bisschen besser planen, man kann die Erneuerbaren ausbauen und das ist ja sowieso das Ziel, nämlich mehr Angebot von Erneuerbaren, denn anders wird das mit der Elektrifizierung der Wirtschaft nicht funktionieren. Es gab lange Zeit einen Streitpunkt zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich wollte nämlich diese Differenzverträge auch für Atomstrom. Deutschland wollte die nur für die Erneuerbaren. Frankreich wollte sie auch für Atomstrom. Und naja, Frankreich bekommt sie auch für Atomstrom. Jetzt muss man in der Abwägung sagen, Jens, du als Nachhaltigkeitsexperte, ist es dann sinnvoll, vielleicht das zu schlucken, um das andere zu bekommen? Ist halt immer ein Kuhhandel am Ende, ne? Ja, und ich meine, am Ende, wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns hier in der Transformation. Ne? Also die Leute tun dann immer so wie dieses eine singuläre Ereignis. Und weil dieses singuläre Ereignis ist, ist das jetzt schlimm, schlecht, die ganze Entwicklung ist blödsinnig und so weiter. Nein, man muss das große Ganze im Blick behalten. Und der Energiemarkt von übermorgen sieht halt eben so aus, dass du vielleicht noch ein paar größere Kraftwerkparks hast und so weiter, aber dass es vor allen Dingen dezentral funktioniert mit Speicherung, Zwischenspeicherung, dezentraler Speicherung, öffentlicher, privater Speicherung, also dass es deutlich anders aussieht als heute. Und dieser Weg dahin führt halt eben über viele Schritte und auch die eine andere Kröte, die man mal schlucken muss. Wichtig ist nur, dass diese Binnendynamik dabei bleibt, weil es gibt eine ganze Reihe von Akteuren, die scharren mit den Hufen und würden auch gerne. Und gerade solche Sachen können natürlich dabei etwas helfen. Wir haben ein System und einen Markt, der die alte Welt noch abbildet, nämlich ganz viele alte weiße Männer besitzen ganz wenige Kraftwerke. Na, und dann meinetwegen auch mit Shareholder-Strukturen und so weiter dann dahinter, so, ne, die dann aber damit diesen Strommarkt quasi beherrschen. Und jetzt kommen wir in eine Welt hinein, die halt mehr Dezentralität und auch mehr Teilhabe auch eben ermöglicht. Das stinkt natürlich wiederum dann einigen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt aus dieser einen Welt in die andere kommen. Und wenn wir nicht den Schalter umlegen und sagen, irgendwie dieses, wir machen das alles staatlich, wir übernehmen das alles, dann muss es eben über solche Instrumente gehen, die diese Marktmechanismen ein bisschen besser schmieren. So, und insofern ist das jetzt erstmal etwas, wo ich sagen würde, es ist besser, als wenn da nichts geschehen würde. Ja, sehe ich genauso. Es dauert jetzt natürlich noch ein bisschen was, bis das alles dann letztlich EU-Recht wird. Eine Abschaffung des Merit-Order-Prinzips, das ist vielleicht nochmal wichtig, ja, das ist es wahrlich nicht. Aber gerade diese Förderung von Direktverträgen, ja, also das Kabel aus der Windkraftanlage in die Fabrik zu legen, ist ein enormer Standortvorteil, den vor allem der Osten sich zunutze machen kann. Denn im Osten und Norden des Landes gibt es beispielsweise einfach viel mehr Windkraft schon. Die haben schon viel mehr ausgebaut, haben sicherlich auch ein bisschen mehr Potenzial als beispielsweise Baden-Württemberg oder Bayern. Aber das ist eine Chance, eine Industrialisierung wieder zu bekommen, und zwar eine grüne, wenn man so will. Ja? Also zukunftsträchtige Industriejobs, die gewerkschaftlich organisiert sind, in den Osten zu locken. Was man bei blühenden Landschaften versprochen hat, könnte sich jetzt vielleicht dadurch eher materialisieren. Die Klimawende, wenn man so will, oder die Energiewende ist also eine
Jobchance, eine wirkliche Aufstiegschance für den Osten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, denn genau, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Tolles Beispiel Intel. Intel ja. wollte eine Chipfabrik in Bayern bauen, hat es aber nicht gemacht, weil der, die Erzeugerkapazität im Bereich Windenergie in Bayern zu gering ist. Also das heißt, Ideologie schluckt Zukunftschancen. Genauso wie Sachsen ja auch teilweise sehr hart kämpft gegen Windkraft, obwohl das halt eben sehr helfen würde. Ja. Genau, was du sagst. Ne? Mit aller Gewalt stemmt man sich gegen die Zeichen der Zeit und gegen die Moderne. Dabei ist das schon komplett klar, wie die neuen Fahrtabhängigkeiten aussehen werden. Vor allen Dingen, weil das, was du gerade eben gesagt hast, das stimmt schon. Baden-Württemberg und Bayern waren vor 15 Jahren keine Windländer. Mit der Windkrafttechnik von heute können auch die ab einer bestimmten Höhe tatsächlich auch Windpotenzial haben, was großenteils unausgeschöpft ist. Das ist ja das Traurige, dass wir hier davon reden, dass Leute aus den falschen Gründen wirtschaftliche und Technologie nicht offene Lösungen halt haben. Also man soll ja Geld Arbeitsplätze schaffen und man wehrt sich dagegen aus ideologischen Gründen. Und das gehört halt eben auch dazu, dass diese, die immer so rumschreien von wegen, die anderen sind so ideologisch, meist die sind, die eher das Problem an der Stelle haben. Und das sehen wir genau da, was du sagst. Na, wir hätten dort gewaltiges Potenzial. Das ist das, was damals versprochen und nicht gehalten worden ist. Hier ist jetzt die Möglichkeit da. Vollkommen. Wir springen nochmal im Thema und zwar kommen wir zu einer recht lustigen Sache und zwar gibt es eine Initiative von vielen Branchenverbänden aus der Lebensmittelindustrie, Zuckerindustrie, wenn man so will, die Angst haben, denn unser Gesundheitsminister, unser Ernährungs- und Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir, der will ein Werbeverbot für zuckerhaltige Lebensmittel, und zwar dort, wo sie explizit Kindern präsentiert werden. Ja? Und jetzt sagt, die Zuckerindustrie wird ganz nervös, weil, oh Gott, es geht ja um ihre Fälle, die da beschnitten werden sollen. Und jetzt könnte man ja denken, jetzt kommen die mit einer großen Kampagne und sagen, nee, also so schlimm ist Zucker doch gar nicht. Oder auf Werbung reagieren die doch gar nicht so. Nein, nein, nein. Die kommen mit einer anderen Take, und zwar kommen sie mit einer großen Aufklärungskampagne, basierend darauf, dass ja die Branchen zum Lebensmittelhandel und aus der Zuckerindustrie extrem viele private Werbeanzeigen schalten und den privaten Journalismus, den unabhängigen Journalismus finanzieren mit hier solchen Anzeigen, hat man auch jetzt heute in der Bild gesehen. Hier hätte eine Werbung gestanden, die diesen Artikel finanziert hätte. Ja, und dann die ganzen Logos darunter. Fahren Sie jetzt eine Kampagne? Es zeigt die Abhängigkeit, ne? Es zeigt ja die Abhängigkeit genau in dem Fall. Das ist so geil. Es zeigt perfekt die Abhängigkeit, genau. Es geht um 3 Milliarden Euro Brutto-Werbeverlust. Und naja, wenn es die dann gibt, dann so das Argument, dann gibt es leider keine Springer-Artikel mehr, weil dann die Werbeanzeige bei Bild nicht funktioniert oder was auch immer. Also, es ist wirklich vom hinten durch den Rücken irgendwie wieder vorne raus durch die Brust argumentiert. Ich würde sagen, gut, wenn es am Ende Springer weniger Werbeeinnahmen hat, ja, und die Kinder nicht mit also Zuckerwerbung belästigt werden, ist das vielleicht sogar eine Win-Win. Also, danke für den Hinweis. Aber es ist wirklich, also kann man eigentlich unter absurd, muss man das da abstempeln, oder? Also hier steht ja auch immer bei, dieses würde bitte zu Ende denken. Und das wollen wir jetzt gar nicht, aber ich will mal nur so ein paar Punkte aufzählen. Also diese Sache hast du immer, wenn irgendwas mit Werbe- oder Kommunikationsregulierung hat, kommt das immer. Also das hast du dann irgendwie auch damals bei Zigaretten gehabt oder bei Alkoholhinweisen und so weiter, hast du immer genau das. Also von daher, dass dein Gattungsmarketing durchdreht und so weiter, ist halt so. Hier ist aber besonders lustig, weil es ist eigentlich etwas, das ist eine Petitesse. Und das zeigt aber, wie eklig das eigentlich ist. Weil worum geht es? Es geht eigentlich darum, dass eine Sendeeinschränkung zwischen 6 bis 23 Uhr ist. Also es ist noch nicht mal ein komplettes Verbot. Und die Werbung, die sich an Kinder richtet. Das heißt, du kannst immer noch genau dieselbe Werbung machen, wenn sie sich nicht an Kinder richtet. So, und hier wird ja so getan, als ob die FAZ und Bild stirbt, wenn sie das scheiß Ferrero nicht mehr bewerben kann. Wobei die ja davon ausgehen,
dass diese Zeitungen von Kindern gelesen werden, weil sich das ja, ne, konkret darauf bezieht. Das heißt also, hier wird ein Strohmann aufgebaut und dann so heldenhaft abgedingst. Weil das politische Ziel ist doch hier, es geht um ungesunde Lebensmittel. Es geht noch nicht mal darum, dass es alle Lebensmittel an Kinder nicht geht, sondern besonders ungesunde Lebensmittel. Das heißt, du kannst immer noch an Kinder werben in der FAZ oder in der Bild. Ja. Klammer auf, die lesen das ja nicht. Wer ist denn hier eigentlich der Adressat? So, und dann immer noch, wenn du ein gesundes Lebensmittel hast. Aber nein, es geht um die Lebensmittel, die Kinder krank machen. Und das möchte man sich bitte weiter erhalten. Das heißt, das ist halt eben geil. Und hier wirbt halt, wie du schon richtig sagst, eben nicht Südzucker und nicht Ferrari, sondern hier wirbt der Werbeplatzvermarkter. Und dass man das so proxymäßig versucht, ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Aber es soll natürlich Druck ausüben für den Adressaten auf der anderen Seite. Und das ist ein politischer Entscheider, das ist irgendwie ein Manager, das ist irgendwie ein Erwachsener und so weiter. Die fühlen sich dann davon angesprochen, weil es ja eben nicht der böse Zuckerlieferant ist, weil dem würde man das dann wieder nicht mehr so abkaufen. Und was ja hier erzählt wird, ist, dieser Werbeplatz ist dann ja weg, da verlieren wir Geld. Und das ist Blödsinn. Der Werbeplatz, wenn er frei ist, wird das halt eben von einem anderen Produkt genutzt. Und deswegen fällt jetzt auch, deswegen fällt auch nicht der Annoncenpreis jetzt und so weiter, nur weil Ferrero jetzt ein Happy Hippo nicht mehr in der Bild schaltet, was es angeblich ja tut. So, also das ist halt irre. Und den Artikel, den gäbe es ja so oder so. Na, also dieses von wegen, na klar, das ist halt eben Teil, was eine Zeitung finanziert, aber die Zeitung wird ja auch finanziert durch den Copypreis. Das heißt, das, was auf der anderen Seite vielleicht runterfällt, ist Rendite. Das heißt, möglicherweise fällt die Anzeige gar nicht aus, weil der Werbeplatz vermarktet wird, plus der Artikel drumherum läuft ja trotzdem. So, ne, also das ist halt eben irre. Was dann auch gesagt wird in dieser Kampagne ist, es gibt Info, also dadurch stört man ja auch den öffentlichen Raum, weil dadurch haben ja Kinder viel weniger Informationen, um sich gesund zu ernähren. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Hier soll ja mit Desinformation Kinder verleitet werden, sich ungesund zu ernähren. Das heißt also, die greifen sich sogar selber ins eigene Argument. Und dann, und das finde ich am allergeilsten, Thilo hat mir davon berichtet, dass er diese Anzeige gesehen hat bei sich im Gym. Im Gym. Das heißt, da werben Leute im Dienst der Zuckerindustrie im Fitnesscenter genau unter den Leuten, die ja eigentlich da sind, um was für ihren Körper zu tun. So, also das heißt, ist das Ganze ist von hinten bis vorne perfide. Wir reden davon, dass Kinder schon mit ganz frühen Ernährungskrankheiten groß werden. Das hat erhebliche Gesundheitsfolgen, die um ein Vielfaches höher sind als diese lächerlichen angeblichen Werbeeinnahmenverluste. Nein, hier geht es um was ganz anderes. Man möchte auf jeden Fall den Präzedenzfall, einen erneuten Präzedenzfall, dass in den Markt eingegriffen wird, möchte man vermeiden. Weil nämlich, wenn man das hat, die könnten ja auch eine Zuckersteuer heben. Die könnten ja auch sagen, du darfst bestimmte Zuckergehalte nicht in der Nahrung haben, weil das würde ja wirklich was verändern. Hier geht es nur darum, dass das Happy Hippo nicht beworben wird in der Zeit. Also ich erfinde jetzt dieses Produkt. Ne? Aber es ist ja auch, also an den Zeitungen hängen ja sehr oft eben auch, also die ganz klassische Fernsehwerbung und so, ja, also zu Springer gehört dann ja mehr als die Bild. Ja. Das heißt, auch die Fernsehwerbung, die dann da finanziert wird, das, was man dann sieht, finanziert am Ende quer quasi den unabhängigen Journalismus, so das Argument, ne? Ja. Ja, und auch nach das, da muss man natürlich auch mal ein Fragezeichen dran machen, ne? Weil so doll ist dann Querfinanzierung dann ja dann am Ende dann doch nicht und so. Also, was man erkennen kann, ist hier eben, wie billig dieser Take ist und wie manipulativ, so. Passt also perfekt in unsere Zeit. Und gleichzeitig, wie perfide es ist, weil du könntest, wenn wir heute sagen würden, Rauchen ist noch erlaubt, wir möchten Rauchen verbieten, das würdest du heute nicht mehr hinkriegen. Weil nämlich heute nutzen genau dieselben, nämlich ihre Kraft ohne Ende, um sowas dann zu verhindern. Hier geht es nur darum zu sagen, wir hätten jetzt gern ein bisschen weniger für ungesunde Lebensmittel. Man könnte auch sagen, komplettes Werbeverbot für Kinder. Das macht nämlich auch einen erheblichen Unterschied. Ja. Nein, aber das, ne, aber hier geht es nur, so, und allein zu sagen, nein, wir möchten schon ganz gern, dass Kinder weiterhin darauf aufgegeilt werden, krankmachendes Zeug zu essen, da gehört schon echt viel Menschenfeindlichkeit zu. 100 Pro, aber ich glaube, lieber Jens, du hast einfach den Gesetzentwurf falsch verstanden. Uli Hoeneß erklärt ihn dir jetzt einmal, wie er weiter schreibt. Das Gesetz ist total schiefgelaufen. Welche Bevormundung meinst du jetzt genau? Wenn der Herr Özdemir mir vorschreiben will, dass ich keinen Zucker mehr in Kaffee tun soll. Das hat er, glaube ich, nicht getan. Ja, selbstverständlich hat er das getan. Also das habe ich nicht gelesen. Natürlich, er versucht, den Leuten den Fleischverbrauch, den Wurstverbrauch total runter zu reden. Ja, das ist nicht seine Aufgabe. Das soll jeder Bürger in einem freien Land ganz allein entscheiden. Da gebe ich Ihnen recht. Und diese aber entspricht Leute, ein bisschen der frühere Wurstfabrikant aus Ihnen, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber ich versuche herauszufinden, warum die Leute AfD gewählt haben. Weil diese Leute lassen sich von
eben das also nicht vorschreiben. Genau, das sind Freiheitskämpfer für die Wurst, jawohl. So, ne? Also mit der Wurst im Mund und dem rechten Arm gestreckt geht's hier in den Untergang. Also das ist der sehr geil. Jetzt ist jeder, der AfD wählt, ein Freiheitskämpfer. Natürlich will Cem Özdemir das genau das nicht, aber als Verbraucherschutzminister hast du einfach auch dann bestimmte Sachen und es gibt halt bestimmte Lebensmittel, die machen eher krank als die anderen und darauf hinzuweisen ist die edelste Pflicht, genau, und das hat er ja noch nicht mal getan, sondern hier überträgt er ja einfach nur die Erwartung, die Ängste und auch bestimmte Sachen, die halt irgendwie so bestimmte Lebensmittelerzeugende Industrien behaupten einfach fort und sagt dann, der Minister will ihm vorschreiben, wie viel Zucker oder ob er Zucker benutzen darf. Und das ist natürlich hanebüchen. Und dann Double Down sagt er, das darf man aber in einem freien Land nicht machen. Hat aber niemand getan. Und während wir uns über diesen alten Rentner und reichen Rentner hier lustig machen, ist ja das Problem dabei, dass ja ganz viele Leute zugucken und von 10 5 glauben es. Das hat er im Öffentlich-Rechtlichen übrigens gesagt. Primetime, sonntags 20 Uhr irgendwas, am Sonntagsstammtisch beim BR. Ja. Und die glauben das dann und dann sagen sie wieder grüne Diktatur und so. Und hängt die Grünen und sowas. Aber das die Grünen. Ja. Das ist schlimm. Ja, aber du musst jetzt einsehen, also du hast den Gesetzentwurf falsch verstanden. Es geht tatsächlich nicht um Werbung, es geht nur darum, den Leuten zu bevormunden. Die Wurst, man nimmt mir die Wurst. So, oh Gott. Nicht nur die Wurst, auch den Zucker im Kaffee. So weit ist es schon gekommen. Ey, als ob wir irgendwie, sind wir bei der Wehrmacht oder was? Irgendwie fleißig ein Stück Lebenskraft. Was ist denn da los? Dieses von wegen, die wollen mir die Wurst klauen. Das ist einer der mächtigsten, also wer Geld hat, hat Macht. Ne? Und wer dann irgendwie so zu tun, sich als Volkstribun irgendwie zu gerieren, um zu sagen, hier will mir irgendjemand die Wurst klauen, ist halt sowas von hilflos. Also, oh Gott, ey, als ob wir in den 60ern sind. Ne? Also sowas, fällt mir nichts so ein. Machen wir einen kleinen Themensprung, Jens. Nicht, dass du dich zu sehr über den Uli aufregen musst. Wohlstand in Deutschland. Geldvermögen von Privathaushalten steigt. Ja, das ist doch eine tolle Nachricht. Wir können uns doch alle freuen. Um 94 Milliarden Euro ist es nämlich im zweiten Quartal des laufenden Jahres gestiegen, das Vermögen. Geht's uns doch nicht allen gut? Müssen wir mal alle auf unsere Kontostände gucken? Irgendwo muss das doch alles sein, oder? Also ja, ich habe unten hier extra anbauen lassen wegen der ganzen Knete. Ah. Das ist ja das Geile, ne? Also alle erzählen sich hier gegenseitig von wegen, das Land geht unter, alle werden sterben. Und hier merken wir, nee, scheinbar ist das ja irgendwie entlang einiger Kennzahlen nicht so. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir ein Verteilungsthema haben vielleicht. Vielleicht sind die Leute, die so viel meckern, sogar die, die davon ablenken wollen, dass es ihnen gut geht. Also ich finde es sehr, sehr interessant, wenn du einerseits diese apokalyptischen Nachrichten, die sich am Ende als häufig ja nicht wahr rausstellen, hörst und auf der anderen Seite die Fundamentaldaten, wo dann hörst du dieses, oh, Vermögen ist irgendwie angestiegen. Das ist doch schön. Und Steuereinnahmen doch bestimmt auch, oder? Die Steuereinnahmen auch. Du sagst es, im September haben Bund und Länder 80 Milliarden eingenommen. Das sind 13,3% mehr als im Vorjahresmonat. Allerdings hat das mit Sondereffekten zu tun. Aufs ganze Jahr gerechnet sieht es nicht so gut aus. Da gibt es nur ein Plus von 2,5%. Aber es gibt ein leichtes Plus, wenngleich man hier natürlich sagen muss, bei gestiegenen Preisen ist es klar, dass es immer Rekordeinnahmen gibt und bei gestiegenen Preisen ist es auch klar, dass das Geldvermögen privater Haushalte dann immer steigt und das hat ja allein zum Beispiel damit zu tun, wenn dann die Aktien und die Wertpapiere steigen, dass dann das höhere Vermögen gemessen wird. Nur kommt das alles trotzdem irgendwie nicht in doch der Musterwirtschaft Deutschlands an, denn in Bayern gab es schlechte Konjunkturumfragen. Das gab es noch nie, schreibt der BR, ganz empört. Mittlerweile sehen fast 60% der Unternehmen in Bayern die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen als ein Konjunkturrisiko. Immer lauter werden die Forderungen nach Reformen, so der Bayerische Industrie- und Handelskammertag. Die Wirtschaft befinde sich auf Talfahrt, ein Ende sei noch nicht in Sicht. Oh. Ja, und wer jetzt hier glaubt, irgendwie, das ist alles wegen der bösen, linksgrünen, versifften Gutmenschenspinner, die gute bayerische Wirtschaft kaputt machen, nein, das ist tatsächlich die Rechnung für 25 Jahre lang so Mirsan-Mir-Politik, die sich nicht an langfristigen Investitionen
und kluger Politik orientiert, sondern an kurzfristigen Umfragen und kurzfristigen so Quartals- oder so Kurzfristergebnissen, weil das hängt erheblich mit der Strom- und Netzausbau zusammen und dem Energiemix. Das fällt denen jetzt komplett auf die Füße. Also wenn du jetzt guckst, wann damals Seehofer mit Söder im Schlepptau gehetzt haben gegen Energieausbau, also den Netzausbau oder dann jetzt eben auch gegen Erneuerbare, und da gehört Aiwanger ja genauso mit dazu, das fällt ihnen jetzt alles auf die Füße. Und das ist jetzt nur die Spitze des Eisberges, denn wer hier in Bayern halt leben und arbeiten darf oder / muss, der erlebt das nämlich bei ganz, ganz vielen Unternehmen, die das schon über wirklich lange Zeit kritisieren und in diesem Jahr, gerade in diesem Wahljahr auch sehr häufig. Mhm. Und das Wichtige ist, was man verstehen muss, dass hier ist ja eine Erbmonarchie. Ne? Also das heißt, wenn du hier CSU-Mensch bist in irgendwie Machtposition, dann vererbt sich das dann irgendwann auf den nächsten CSU-Menschen, weil man sich dadurch Vorteile verspricht, wenn man dann mit denen gut kann und so weiter. So reproduzieren sich dann hier festgefahrene Verhältnisse. Das gilt aber nur so lange, weil der Bayer ist nämlich da auch sehr reaktiv, solange die Kasse stimmt. Und sobald das nämlich da mal ein Problem gibt, dreht das. Das dreht dann als erstes meist beim Ministerpräsidenten so. Also der muss dann, oder Parteichef, der muss dann gehen. So, und wenn der das dann ja nicht ganz gedreht geht, dann sieht man es dann irgendwo in den Ergebnissen. Das kannst du komplett in der gesamten Zeit von Politik hier nachvollziehen. Und deswegen ist das spannend, was wir hier nämlich hier sehen, weil nämlich der BR das hier eben so aufspießt, der hatte das vorher schon. Und jetzt müssen Aiwanger und Söder, die bisher sich hervorgetan haben, eben genau das Gegenteil zu tun, in relativ kurzer Zeit liefern. Und das ist spannend, wenn du siehst, ganz Deutschland irgendwie reüssiert, an einigen Stellen ja scheinbar, obwohl es angeblich ja wir morgen untergehen. Und in Bayern, dem angeblichen Vorzeigeland, stehen die Zeichen so schlecht, dass der BIHK hier sagt, von wegen so schlimm war es noch nie. Ja. Wie passt das zusammen? Ne? Also dieses, da hilft jetzt auch bayerischer Grenzpolizei jetzt irgendwie nicht. Das hilft hier nicht. Nee. Ne? Irgendwann ist Populismus, ist irgendwann Ende. Gleichzeitig haben wir aber eine Debatte, die komplett darauf ausgerichtet ist, jetzt neben den Asylbewerbern, die haben wir schon als die einen Schwachen ausgemacht, auch noch auf die anderen Schwachen einzuhauen, nämlich die Bürgergeldempfänger und die Arbeitslosen. Hier zum Beispiel hat Jens Teutrin, wir haben ihn eben im Briefing schon gehabt, einen Brief geschrieben als bürgergeldpolitischer Sprecher der FDP-Bundesfraktion an die Bundesarbeitsagentur, deren Vorsitz Andrea Nahles, SPD, hat. Und eben gefordert, ja, mit Blick auf die öffentliche Debatte, schreibt er, sehe ich dringenden Bedarf, dass die Bundesarbeitsagentur die rechtlichen Möglichkeiten konsequent anwendet und dem Missbrauch des Sozialstaates entschieden entgegenwirkt, damit die Akzeptanz des Sozialstaates nicht leidet. Es geht um Bürgergeldbetrug, Sozialbetrug, ja, da wird doch der Staat um Gelder geprellt. Man fragt sich jetzt wieder hier, ja, um wie viele Millionen geht es hier und um wie viele Milliarden geht es woanders? Wozu schweigt er? Genau, darf ich ganz kurz, bevor du den noch aufmachst, das besonders perfide ist ja hier dieses, er macht es natürlich öffentlich mit diesem Brief, damit alle das lesen. Das ist ein typisches Agenda-Setting. Aber das Geile ist halt eben, dass er so tut, ne? Er fordert sie auf, entschlossen entgegenzuwirken, um nicht weiter Sozialbetrug hier zuzulassen. Womit ja schon gesagt wird, er hat scheinbar Informationen, die das belegen. Ja. So richtig doll schauen wir halt gleich so. Ne? Aber das ist halt perfide. Und übrigens, später im Artikel steht auch drin, man soll bitte entschieden dagegen vorgehen, gegen Leute, die Armut selbst hergestellt haben. Als ja. ob irgendjemand sich selber ein Bein stellt, weil er so gern Hartz IV bezieht. Das ist natürlich Blödsinn, aber es wird erfunden, weil man anschließen möchte an, da gibt's Leute, die haben keinen Bock mehr zu ehrlicher deutscher Arbeit, sondern die legen sich mit Maria Kron und dann irgendwie Zigaretten dann lieber auf die faule Haut und leben 30 Jahre lang von deinem Ersparten. Das ist totaler Blödsinn, aber das wird hier wieder erfunden, damit man wieder was hat, auf dem man herumtreten kann. Und das ist perfide, was wir vorhin auch schon hatten, das ist postfaktisches, rein populistisches Handeln. Und das ist schlimm, auch im Journalismus, dass so wenig aufgespießt wird. So. Hier das Zitat. Müssen wir jetzt machen. Wer vorsätzlich nicht arbeitet, um den Sozialstaat auszunutzen, muss Konsequenzen erfahren. Ja? Wie sieht das denn, also ich meine, also
Es ist einfach so, es ist einfach komplett irre. Und nehmen da er scheinbar die Informationen selber nicht hat, stellt er einfach die Fragen. Er formuliert nämlich in dem Brief aus, inwiefern wird in den konkreten Fällen konsequent nachgegangen und werden die rechtlichen Möglichkeiten von der Arbeitsagentur ausschöpfend genutzt? Wenn ja, in welchem Umfang, mit welchen Mitteln versucht die BA von diesen Fällen Kenntnis zu erlangen? Ich kann mir das nur so erklären. Hat irgendeinem Gespräch oder irgendeiner Veranstaltung haben die Leute ihm da Druck gemacht, so, da gibt's doch so viel und ich kenne da den, weiß nicht, den Herbert und der nutzt das ganze Zeit und der prellt das die Arbeitsagentur und der geht noch schwarz nebenher arbeiten und dem geht's viel besser als mir. Lieber Jens, mach doch mal was dagegen, ja. So, und dann ist er hier losgetigert. Gleichzeitig hatten wir diese Berichterstattung. Ja. Kündigungen wegen Bürgergeld. Menschen mit niedrigem Einkommen sollen gegeneinander ausgespielt werden. Da haben wir jetzt ganz oft das gehabt. Da gab es irgendwie so eine Pseudo-Umfrage, glaube ich, die gemacht wurde unter Reinigungsunternehmen. Wie viele der Befragten, genau hier eine Befragung des Bundesinnungsverbandes, des Gebäudereinigerhandwerks unter 2500 Firmen, wie viele denn bereits den Fall hatten, dass Menschen mit dem Verweis auf Bürgergeld gekündigt haben. Und da haben 28,4% angegeben, dass das der Fall ist. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, ja, wenn jemand kündigt, dann gibt er bestimmt nicht an, als Grund, ja, weil ich jetzt Bürgergeld bequemer finde. Ja? Erstens wird in den meisten Fällen sowieso kein Grund angegeben. Und also, woher wollen Sie dann am Ende wissen, dass das der Fall ist? Genau. Und vor allen Dingen dieses erstmal A, wer macht schon ein Exit-Gespräch von so einem Gebäudereiniger? Zweitens, dieses, die Leute werden dann ja 3 Monate lang gesperrt, weil das heißt ja, ich habe keinen neuen Arbeitgeber, sondern ich gehe ins Bürgergeld. Das soll ja insinuiert werden hier. Drittens, dieses, die Leute, die so ein Gebäude oder in einem Niedriglohnsektor unterwegs sind, haben natürlich ein inhärentes Interesse daran, diese Kampagne zu unterstützen. Viertens, das ist nicht untersucht worden, sondern war eine einfache Umfrage. Und fünftens, der Punkt, warum Sie jetzt danach fragen, ist ja, weil gerade das Bürgergeld um diese mickrigen wie viel Euro, das ist ja jetzt nicht so, als ob wir das Bürgergeld verdreifacht hätten oder irgendwie verfünffacht oder so, sondern die Leute haben jetzt irgendwie 60 Euro mehr und wollen jetzt diese Geschichte erfinden, dass das Problem ist. Und deswegen werden all die Sachen aus der Mottenkiste rausgeholt. Die sind alle nur faul. Da hatte immer irgendein Unternehmer, findest du immer, der dann auf Bock hat, sein Bild auf der Bild-Zeitung zu sehen. Der sagt dann sowas, wir brauchen keine Faulenzer-Kultur. Bla und so. Kein Mensch würde unter diesen Bedingungen gerne Hartz IV beziehen, so, weil die Hilfe so gering ist, dass es das, also ist verschwindend gering unter die Leuten, die das freiwillig machen. Aber es soll so getan werden, als ob das alle machen. Und was hier auch aufgebaut werden soll, ist natürlich dieses, wenn du das machst, gehörst du natürlich nach ganz unten. Und das politische Projekt hierhinter ist ja, Bürgergeld wieder weiter zu beschneiden. Ja. Und nach unten zu ziehen. Und eben teile und herrsche, das, was die Gewerkschaften auf der einen Seite wollen, Sammlungsbewegung für politische Prozesse zu sein, wird ja hiermit unterlaufen, weil hier spielst du den Handwerker gegen denjenigen aus, der Hilfsarbeiter ist, denjenigen, der Packer ist im Supermarkt, gegen die Reinigungskraft. Und sagst so, der andere ist aber faul, aber der ist faul und so weiter. Und keiner achtet auf den, der die 18 Kekse hat. Und die 18 Kekse ist nämlich genau der andere im Raum. Ja. Und deswegen ist das, es ist einfach so, es ist so durchschaubar, weißt du, das ärgert mich so. Es ist einfach so, es ist so armselig einfach zu durchblicken, so. Und das ist ja auch der Tenor von diesem Artikel, der das ja auch so ein bisschen dann auch kritisch hinterfragt. Ja. Und das ist schade, dass wir darüber zu wenig reden, dass wir so gegeneinander ausgespielt werden sollen. Beispielsweise sagt die Vorständin der Industriegewerkschaft BAU, Ulrike Lau, diese Umfrage ist höchst unseriös. Die Grundlage sind Annahmen statt Fakten und sagt gleichzeitig, wenn genug Lohn bezahlt wird, dann wollen die Menschen auch arbeiten und kommt mit Fakten um die Ecke, nämlich über alle Berufsgruppen hinweg stieg die Zahl der Arbeitslosen von September 22 bis 23 um 5,6%, in den Reinigungsberufen jedoch nur um 2,5%. Das sind die Fakten, alles andere sind weit hergeholte Behauptungen. Es gibt das also gar nicht her, zu behaupten, dass wegen des Bürgergeldes die Menschen da jetzt großflächig irgendwie die Gebäudereiniger verlassen. Und dazu kommt ja auch noch, was gut ist, dass es hier sogar einen Branchenmindestlohn gibt, der über dem bundesweiten Mindestlohn liegt mit 13 Euro statt 12 Euro, bald 13,50 Euro statt 12,41 Euro.
also der Abstand ja, zum Bürgergeld, sogar noch größer ist. Ja, gibt es in Deutschland gerade in dem Fall von privaten Reinigungen ein Problem mit Schwarzarbeit? Natürlich werden viele Wohnungen schwarz gereinigt. Ist so. Nur, das kann man ja nur verändern, indem man nicht das Bürgergeld angeht, sondern indem man eben dort für vernünftige Löhne und Arbeitsbedingungen sorgt. Ja? Das ist die richtige Variante. Nicht diejenigen, die auf das Existenzminimum angewiesen sind, noch weiter zu drangsalieren. Und jetzt vielleicht die Zahl, die ich gerade eben angesprochen hatte, Marcel Fratscher hatte sie hier nochmal geteilt. Der gesamtwirtschaftliche Schaden pro Jahr. Oh, jetzt kommt, ich schaffe die gerade gar nicht hier reinzuholen. Ah doch. So. Durch Steuerhinterziehung 100 Milliarden. Durch Hartz-IV-Betrug, Stand 2022 noch, damals hieß es noch Hartz-IV, 60 Millionen. Ja? Also nur mal um. Worüber sprechen wir hier, wenn es darum geht, wo der Staat geprellt wird? Ja, wir sprechen wieder, wie auch beim Asylbewerberthema, über die, wir führen die völlig falschen Debatten. Wir sind am völlig falschen Ende unterwegs. Da würde ich nur einen kurzen Satz nochmal dahinter gern geben. Das ist nämlich tatsächlich ganz wichtiger, du hast den Kern schon genannt. Dieser große rote Balken mit 100 Milliarden gegenüber 60 Millionen ist natürlich schon eine krasse Diskrepanz. Und diese 100 Milliarden sind wahrscheinlich mehr. Das ist eine konservative Schätzung. Man geht eigentlich davon aus, dass es nochmal locker nochmal 100 bis 140 nochmal drauf sind, je nachdem, wie man denn jetzt die Definition setzt. Man hat auch einen großen Teil Schwarzarbeit, den man noch mit reinnehmen kann und so weiter. Also was dem Fiskus entgeht, also was unserer Gesellschaft hier entgeht, ist wirklich erheblich. Und das könnte man bekämpfen, wenn man Finanzminister ist, wenn man das wollte. Das ist ein Tanz, also diese Entwicklung, die kennen wir lange, die kenne ich noch aus dem Studium, die kennen wir tatsächlich lange und seitdem versucht jeder Finanzminister hier genau aufzufallen, dass er nichts so richtig macht, das wäre aber genau der Punkt. Und mit Geldwäsche ist es halt eben genau das Gleiche. Wir hatten Geldwäsche-Verdachtsfälle angemeldet beim Bundesfinanzministerium, ich glaube im Frühjahr 100.000 oder über 100.000 Fälle, die unbearbeitet da liegen. Ja. Dann wurde Christian Lindner darauf angesprochen, hat er gesagt, ja, ich kümmere mich jetzt und so. 3 Monate später hat er gesagt, nee, ich kümmere mich doch nicht, also es war jetzt vor kurzem, so, sondern ich muss jetzt erstmal ein Ministerium aufbauen, also so ein Subamt aufbauen und bla und so. Also jeder versucht das zu verstreuen. Aber jeder, der irgendwie kommt, von wegen dafür einfach kein Geld, das geht nicht, oder der sagt, er will Leistung kürzen, dem muss man sofort Wolli das hier geben und sagen so, nein, nein, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, über das, was wir eigentlich haben sollten, was viel, viel, viel mehr ist, und dann können wir doch bei den Armen kürzen. Das wäre doch mal nett, oder? Na, also bei den Leuten, die uns bestehlen, erst anfangen, bevor wir bei den Leuten, die eh so wenig von uns in Solidarität bekommen, versuchen, denen noch was wegzunehmen. Da lohnt sich auch die Bürokratie. Also sonst sind sie immer von Effizienzgedanken getrieben. Ja. Also Bürokratie neue zu schaffen, um irgendwie Sozialbetrug zu verhindern und arme Menschen in die leere Hosentasche zu greifen, bringt halt viel weniger als Bürokratie aufzuwenden und eben beim Multimillionär mal zu schauen, was denn dort so gemacht wird. Ja, beispielsweise sieht man immer bei Betriebsprüfungen, ja, da ja, bringt genau. Jeder Betriebsprüfer, der eben bei Millionären vorbeischaut, finanziert sich irgendwie x-fach selber, ja, mit seinem Gehalt, weil er eben so und so viel an Steuereinnahmen mehr bringt. Ich glaube, 1 Million oder so war das pro Betriebsprüfer, die Zahl müsste ich nochmal nachschauen jetzt. Aber dazu gab es auch eine passende Debatte im Bundestag. Wir schauen ganz, ganz kurz da rein. Die Linke hat nämlich beantragt, dass... Oh, was ist denn jetzt hier los? Das wollen wir nicht. Lass uns einfach hinein. Die Linke hat ein... Okay. Kannst du das denn einzeln abspielen, ohne Watch Together? Das kann ich mal eben machen. Die Linke hat beantragt, dass... Ich rufe auf die Tag... Sorry, dass es einen Inflationsausgleich geben soll, Berechnungen vorgelegt, beziehungsweise Berechnungen vom
Hans Böckler, glaube ich, berufen, wonach eben das Bürgergeld oder damals Hartz IV heute, selbst mit den drei Erhöhungen, 21 auf 449, dann eben auf knapp 500 und jetzt dann bald auf die 560, dass das nicht einmal Inflationsausgleich war und hat einen Inflationsausgleich gefordert und gleichzeitig gefordert, dass die Stromkosten, die im Bürgergeld vorgesehen sind, eben vernünftig bezahlt werden. Da gibt es nämlich eine Pauschale, wo sogar Check24 und Verivox vorrechnen, dass die Stromkosten, die darin vorgesehen sind, nicht ausreichen. Und das bedeutet natürlich, wenn die Leute effektiv mehr zahlen, als an Pauschale vorgesehen ist, bedeutet das eine Kürzung woanders in den Sätzen und damit eine Untergehung des Existenzminimums. Jessica Tatti hat für die Linke gesprochen und wir hören da mal kurz rein. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, wir legen Ihnen heute zwei Anträge vor, die das Leben der Menschen in der Altersgrundsicherung und im Bürgergeld wirklich verbessern würden. Zwei Vorschläge, die zudem mit extrem wenig Bürokratieaufwand verbunden sind. Der erste Antrag. Wir fordern einen besseren Inflationsausgleich. Ja, Sie haben mit dem Bürgergeld eine neue, aber auch sehr merkwürdige Berechnung der jährlichen Anpassung der Regelsätze verabschiedet. Ja, sie funktioniert besser als die alte. Sie reicht aber nicht, um den Kaufkraftverlust zeitnah auszugleichen. Und genau das ist doch das Entscheidende für die Menschen, die am Existenzminimum leben und die große Schwierigkeiten haben, sich den ganzen Monat über Wasser zu halten. Für den DGB hat die Ökonomin Dr. Becker berechnet, wie massiv sich die Inflation bereits während des Jahres 2022 auswirkte. Bei arbeitslosen Alleinstehenden summierte sich der Verlust auf 475 Euro. Bei einer vierköpfigen Familie auf knapp 1.600 Euro. Da fehlt am Ende des Jahres fast ein kompletter Monat Regelsatz im Geldbeutel. Das geht nicht und das kann nicht mal mit dem sparsamsten Verhalten aufgefangen werden. Wir schlagen vor, am Ende eines Jahres wird der reale Kaufkraftverlust berechnet und durch eine Sonderzahlung an die Betroffenen ausgeglichen. Das geht schnell und einfach und soll ab einer Inflation von 5% gelten. Mit unserem zweiten Antrag wollen wir den Strom aus dem Regelsatz herausnehmen. Die Heizkosten werden schon heute verbrauchsgenau abgerechnet, die Stromkosten aber nicht. Das macht keinen Sinn. Und das liegt doch nur daran, dass Minister Heil Geld sparen will. Dabei wissen Sie doch, dass Sie mit den lächerlichen 40 Euro, die im Regelsatz für Strom vorgesehen sind, dass Sie dafür sorgen, dass damit kein Mensch zurechtkommt. Auch Strom gehört zum Grundbedürfnis Wohnen. Ohne Strom gibt es kein gekochtes Essen, kein warmes Wasser, keine Heizung. Es liegt auch nicht einfach an den Vorlieben der Leute, wie viel sie an Strom verbrauchen, sondern oft daran, dass sie sich keine sparsamen neuen Elektrogeräte leisten können. Die allermeisten Bürgergeldempfänger haben einen weit unterdurchschnittlichen Stromverbrauch. Trotzdem müssen sie jährlich mehr als 130 Euro drauflegen. Dieses Geld fehlt dann bei den Lebensmitteln, bei der Kleidung, bei allem. Und dabei wäre die Lösung einfach. Nehmen Sie endlich den Strom aus dem Regelsatz. Übernehmen Sie die tatsächlichen Kosten, sofern der Verbrauch nicht unangemessen hoch ist. Das bedeutet wenig Verwaltungsaufwand, denn die Jobcenter machen das genauso bei den Heiz- und Nebenkosten. Die können das. Damit bekämen die Menschen genau das, was sie dringend brauchen. Die Alleinerziehenden mit kleinen Kindern etwas mehr, weil die Waschmaschine permanent läuft. Der Mieter im warm möblierten Zimmer weniger, weil der Strom bereits in der Miete drin ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Vorschläge sind wahrlich nicht revolutionär, aber sie würden den Betroffenen das tägliche Leben etwas erleichtern. Warum kriegen Sie nicht mal das auf die Reihe? Hören Sie auf, sich vor der sozialen Frage wegzuducken. Ja, das Jessica Tatti im Bundestag dazu. Also es ist wirklich lächerlich, worüber wir reden. Ja, wir reden auf der einen Seite über Sozialbetrug, auf der anderen Seite erklärt uns Verivox und Check24, dass die Stromkosten nicht reichen. Und der DGB, dass also beim Existenzminimum ein realer Wertverlust stattgefunden hat die letzten zwei Jahre und wir Leute um hunderte Euro reale Kaufkraft gebracht haben. Und zwar diejenigen, wo wirklich nichts mehr mit Sparen ist.
Ja? Ja. Es ist völlig absurd, es zeigt die völlig falschen Prioritäten, die wir haben. Und ihr werdet euch nicht wundern, wenn dazu im Bundestag auch dieser Herr hier gesprochen hat. Jens Teutrin mal wieder. Und wir hören es uns nicht an. Jens Teutrin war natürlich dagegen, denn das Argument ist, es braucht mehr Anreize zu arbeiten, nicht den Sozialstaat noch weiter auszuweiten. Kai Witteker von der CDU, auch so ein etwas jüngerer Vertreter, hat auch gesprochen. Hier ist er, hatte sich auch noch für die Debatte vorher mit den Bezahlkarten ein Deutschland-Fähnchen ans Sakko gemacht. Der hat gesagt, naja, er hätte ja mal nachgeguckt, es gibt schon auch so den ein oder anderen Stromvertrag, mit dem es irgendwie knapp reicht. Deswegen, Verivox und Check24 liegen falsch, Kai Witteker hat gecheckt, deswegen muss das reichen. Es ist völlig absurd, was für Debatten wir führen. Und ich dachte, das ist einfach nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass wir am völlig falschen Ende diskutieren. Die können sich nicht wehren. Genau, und wir sprechen, das ist bequem ja auch für CDU und FDP, über die zu sprechen, die sich eben nicht wehren können. Ne? Ja. Gut, machen wir nochmal einen Themensprung, Jens. Reden wir ein bisschen über das Klima und die Umwelt. Ja. Tagesschau, genau, möchtest du? Nee, bitte. Achso, ich wollte sagen, die Tagesschau titelt nämlich hier: 2/3 der Unternehmen in der EU spürt die Folgen des Klimawandels, und zwar tatsächlich in der eigenen GUV. 2/3 der Unternehmen verzeichnen Verluste. Gegenmaßnahmen haben aber bisher noch nicht allzu viele Firmen angestoßen. Grund sind beispielsweise Veränderungen in Wettermustern, Dürren, Überschwemmungen etc. Ja, das macht also irgendwann, kommt so das Klimathema aus der Aktivistenbubble heraus in die GUV, ja? Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal tiefer gelegt, auch bei 2045. Das ist eben etwas, was wir jetzt sehen werden. Die Temperatur erhöht sich, ne? Und damit also der Druck auf die Gesamtgesellschaft. Wir haben jetzt in jedem Jahr mehrere Milliarden Euro Schäden, die einfach hier entstehen in Deutschland, für die der deutsche Staat aufkommt. Also während wir hier versuchen, die Kindergrundsicherung um irgendwie eine halbe Milliarde zu falschen, haben wir jetzt zum Beispiel in den letzten 2 Jahren über 90 Milliarden Schäden gehabt, nur durch nicht verhinderten Klimawandel. So, ne? Also dieses nur mal die Sachen in Relation zu setzen. Wir werden wahrscheinlich bis zur Mitte des Jahrhunderts über 900 Milliarden Euro Klimaschäden haben. Das heißt, was wir gerade aufbauen, ist durch Nichthandeln ein großes Problem. Es gibt 2 Sachen dabei. Erstmal A, aufhalten oder verringern, stop making it worse, des Klimawandels wäre ein Thema. Und das zweite wäre, sich doch zumindest auf die Folgen vorzubereiten. Auch das passiert nicht wirklich. Annika Jöris mit Korrektiv hat das mal zusammen mit vielen anderen Kollegen untersucht, und dann haben die sich so die verschiedenen Kommunen in Deutschland angeguckt. Wer ist denn schon auf den Klimawandel und die Folgen darauf vorbereitet? Die wenigsten, 85% der deutschen Kommunen sind nicht darauf vorbereitet. Wir haben mehrere Großstädte in Deutschland, wo die Trinkwasserversorgung nicht mehr sichergestellt ist. Und das sind jetzt all die Dinge, die wir jetzt immer mehr sehen. So, ne? Also dieses, wo kein Wasser, da kein Leben, kannst du mal versuchen, irgendwo deinen Industriebetrieb zu betreiben, wenn einfach drunterrum kein Wasser mehr ist. Dann kannst du umziehen. So. Und eben all diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier schon haben an Einzelauswirkungen, du hast sie schon aufgezählt, Stürme oder eben Verluste, teilweise auch eben verspätete Lieferungen, Dürren und so weiter. Das kriegen jetzt immer mehr Unternehmen zu spüren, und das wird sich weiter aufsummieren. Das Problem ist, wenn es richtig doll einschlägt, ist es zu spät, dann noch richtig was zu machen. Wir müssten heute das machen. Das ist ein Hallo-Wach-Moment dafür, dass nämlich sonst allen Leuten die Wirtschaft ja immer so wichtig ist. Hier ist a cry for help. Das müsste man jetzt machen. Aber wir sind mehr damit beschäftigt, momentan auf den Armen und auf den Ausländer einzutreten, als hier zukunftsfähige Politik zu machen. Weil das ist ein politisches Ding. Du kannst das nicht wegignorieren, du kannst das nicht wegbitten, du kannst auch nicht irgendwie dem nachher die Bild-Zeitungszeile, die behauptet, das gibt es gar nicht, entgegenhalten. Nein, nein, du musst das ernst nehmen und das machen. Und wenn die Wirtschaft schon selber sagt, so, wir haben hier ein Thema, sollte man vielleicht sich das irgendwann mal annehmen. Und man sieht es ja schon auch beispielsweise jetzt hier ganz konkret, niedriger Wasserstand. Mal wieder, muss man sagen, schränkt Schifffahrt auf dem Rhein ein.
Und das ist ein richtig fetter Wirtschaftsfaktor, denn also wenn die Schiffe nur mit 40-70%, glaube ich, war das hier, beladen werden können, so, dann ist das einfach 1:1 ein Kostenfaktor, ja. Oder eben dann vom Schiff auf die Straße, dann blockiert das die Straße, dann hast du wieder komplett Stau, überall dauert alles länger, so, dann hast du noch mehr Folgeschäden sozusagen. Hier sieht man es ganz konkret, was für wirtschaftliche Auswirkungen das hat. Ja, das überdenkt man eben. Also Binnenschifffahrt ist auch ein Faktor, nicht ein übertriebener, aber dadurch sieht man natürlich schon direkt, wie real das ist. Und das haben wir jetzt das dritte Jahr in Folge. Und was wir hier sehen, das sehen wir auch teilweise in anderen großen Wasserstraßen, so, ne? Panama-Kanal, wir sehen es im Amazonas und so weiter. Das heißt, das ist etwas, das ist New Normal, ist halt diese sich verändernden Gegebenheiten. Und dann zu sagen, naja, bestimmt entsteht irgendwo anders doch eine neue Wasserstraße, ist halt eben auch irre. Und man kann auch nicht ewig nur bauen und so weiter. Also alles, was wir jetzt gerade machen, sind so kleine Pflaster drauf zu kleben auf große klaffende Wunden. Erst wenn man anfängt, das ernst zu nehmen, kann man das auch wirklich wirksam bekämpfen. Und wir leben ja hier in einer Zeit, wo wir parallel versuchen, erneuerbare Energien ja irgendwie schlecht zu finden. Na, also wir bauen das auf und gleichzeitig gibt es ja erhebliche Kräfte, die das zu verhindern suchen. Sogar na, CDU hat schon gesagt, wir werden alles, was die Ampel hier gemacht hat im Bereich Umwelt, abschaffen. Das hat Merz so ganz konkret schon gesagt. Und auf der anderen Seite sehen wir die Folgen davon, die dagegen ja arbeiten sollen. Also wir machen zu wenig und das bisschen, was wir machen, es gibt politische Kräfte, die das abschaffen wollen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten, wie krass wir eigentlich schon da sind. Apropos Amazonasgebiet, hattest du eben erwähnt, in Brasilien gibt es eine intensive Dürre. Das brasilianische Amazonasgebiet leidet unter den Auswirkungen. Der Negro, zweitgrößter Nebenfluss des Amazonas, erreichte am Montag den niedrigsten Pegelstand seit Beginn der offiziellen Messungen vor fucking 121 Jahren. Am Morgen sank der Wasserstand im Hafen der Millionenstadt auf 13,5 Meter. Ja, im Juni waren an dieser Stelle noch 30 Meter gemessen worden. Was du gerade gesagt hast, kann man dafür auf 1:1 anwenden. Ne? Wir kommen einem Kipppunkt entgegen am Amazonasgebiet. Ja. Also das ist tatsächlich etwas, da haben, das ist ja das Thema, ne? Klimawissenschaft hat sich aber Jahre immer so mehrere Szenarien gerechnet, weil ja immer die Industrieseite gesagt hat, ihr seid Alarmisten. Und deswegen hat man immer so ein Basisszenario genommen, dann das Wahrscheinliche, ein Extremes in verschiedene Richtungen und so weiter. Was wir aber sehen aus den Messungen und einer Realität ist, dass seit Jahren die schlimmsten Szenarien immer wieder überboten werden durch die Realität. Weil dass wir nämlich am Amazonas jetzt an dieser Stelle sind, damit hatte man noch lange nicht gerechnet. So, und das ist jetzt aber da. So, vielleicht erholt sich das noch ein bisschen, so, aber es wird von Jahr zu Jahr wird es schlimmer werden, bis dann irgendwann Teile des Amazonas absterben und damit auch die Leistung als sogenannte Kohlenstoffsenke. Und dazu passt auch das, was du hier halt eben sagst, so dieses, weil wir global so wenig machen, ne, dieses von wegen, wir machen ja schon so viel, ist halt eine Lüge. So, es ist wirklich eine Lüge. Es ist sehr viel Performatives und so weiter, aber das Fundamentale, die Veränderung von Fahrtabhängigkeiten, findet eigentlich nicht statt, wie es eigentlich müsste. Und deswegen auch dieser Punkt, den wir auch in den letzten IPCC-Reports schon immer wieder haben, so ein bisschen anklingen hören. Ne, man müsste mal, man sollte mal und so weiter. Und jetzt kommt man auf den Punkt, weil man so wenig tut, wird es ungebremst erfolgen. Und dieses ungebremst erfolgen heißt halt Millionen Tote. Und eine Veränderung dieses ganzen Wirtschafts- und Politiksystems, die halt fundamental sind. Wie willst du denn irgendwie Handel treiben mit jemandem, wo da das ganze Leben schon zusammengebrochen ist in einigen Erdteilen? Ne? Das geht auch hier in diesem Artikel dann hervor, dass wir unheimlich viele Displaced Persons haben werden, Wasserprobleme, Dürre und so weiter. Und das werden du und ich noch erleben. Das ist halt keine Geschichte für unsere Enkel, sondern darauf laufen wir gerade noch zu. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das müssen wir in Teilen auch abwenden. Aber wir diskutieren gerade über diese Geisterdebatten. Ja, und nochmal hier, die Menschheit hat nach Einschätzung der beim Hamburger Extremwetterkongress versammelten Wissenschaftler die Chance zur Stabilisierung des Weltklimas verpasst. Die 1,5-Grad-Marke werde überschritten. Und dann eben die ganzen Folgen, die du gerade schon mal kurz angerissen hast. Am Ende kommt es ein bisschen auf diese Frage bei Design oder bei Disaster zurück. Ja, genau. Also passend zu dem Podcast, den ihr da betreibt. Extrem bitter. Die Weltbank, lass uns darüber noch kurz sprechen, hat jetzt, sich vorgenommen, wie auch immer, ihr Geschäftsmodell anzupassen. Ein bisschen weniger Armut, ein bisschen mehr fürs Klima.
Was ist davon zu halten? Wir wissen schon, also immer wieder gibt es hier, also von der Weltbank, Entwicklungsprogramme und, ja, dann für arme Länder, die aber immer mit strengen Konditionalitäten meistens verbunden sind, sehr häufig mit US-Dollar-Schulden einhergehen, nicht selten eine Falle auch für Entwicklungsländer sind, ja. Wo dann die Leute also von der Weltbank oder vom IWF kommen und plötzlich die Politik mitmachen, obwohl sie eben nicht demokratisch legitimiert sind, dann eine Politik, die eben nicht die Leute sich dort wünschen oder gut finden, sondern eine, die IWF, Weltbank bzw. deren große Geldgeber, wie zum Beispiel die USA, ganz gut finden. So, da wird also ziemlich viel mehr gemacht, als dann eben, also was so wohl klingt wie Politik gegen Armut. Jetzt soll es aufs Klima ausgeweitet werden. Was ist davon zu halten? Ja, also das, du sagst schon genau die richtigen Punkte, hätte ich auch so erwähnt. Ne? Postkolonialismus geht halt genau damit einher, so, also sehr viele unfaire Dinge. Das hat den westlichen Industrienationen sehr geholfen, dass dieses Instrument geht und hat halt die Armut in vielen Ländern teilweise verlängert, erschwert, verbreitet und so weiter. Das heißt, jetzt zu sagen, wir wollen das Gegenteil, ist insofern richtig. Man darf dabei nur nicht übersehen, dass sie halt viele dieser ganzen Sachen erst angerichtet hat, eben unter anderem. Also insofern diese Auswirkung dann zu sagen, okay, wir müssen über Schuldenschnitte nachdenken. Also allein, dass so ein Akteur das in die Debatte einbringt, ist richtig. Wir müssen aus fossilen Subventionen raus, sagen die auch schon seit längerem, hatten wir auch das in den letzten beiden Sendungen schon, ist auch schon wichtig. Also das heißt, als Finanzakteur dort Stellung bezieht, ist richtig. Mhm. Aber das Ding ist halt, dieses Ganze, was wir auf der Welt haben, ist teilweise, also das Problem ist schon ausfinanziert. Und da ist auch genügend privates Kapital und auch von staatlichen Akteuren, dass das self-sufficient ist. Also die Weltbank kann jetzt nicht einen Schalter umlegen und dann ist grün. Das geht leider nicht. Dafür der Geist ist schon aus der Flasche. Was man hier aber machen kann, ist halt eben zu sagen, okay, gut, sei mal mehr Akteur für die Lösung. Und wie weit die sich dann wirklich trauen zu gehen, hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie denn die politischen Akteure gepolt sind, die Einfluss auf die Organisation haben. Und da wir gerade weltweit einen Rechtsruck erleben, könnte das sein, dass sich das irgendwann nochmal dreht. Aber grundsätzlich die Richtung stimmt, auch wenn es halt 30, 40 Jahre zu spät ist. So. Ja. Zwischendurch kam im Chat die Frage auf, ob es denn noch um das Thema Sarah Wagenknecht geht. Ja, wird es gehen. Ja, kommt gleich. Und ein Auge ist natürlich immer im Chat von mir mit dabei, was dort so besprochen wird. Vorab bleiben wir noch mal ganz kurz hier bei der Dimension. Und zwar gibt es ja bald den Klimagipfel, die COP28. Und da gibt es eine ziemlich blöde Meldung. Die hat in der deutschen Medienlandschaft gar nicht so die Runde gemacht. Die FT hatte darüber berichtet, ich hatte es in der Kolumne aufgegriffen, nämlich, dass Russland ein globales Abkommen zum Verzicht auf fossile Brennstoffe, was EU und USA forcieren wollen auf dem nächsten Klimagipfel, natürlich noch nicht zu Ende verhandeln und Unterschrift drunter, sondern mal so einen Zeitplan skizzieren wollen, blockieren wollen. Das haben sie schon vorher in den UN-Institutionen also bekannt gegeben. Und die Gefahr ist natürlich, wenn Russland nicht mitmacht. Warum? Nun ja, weil sie sagen, Öl und Gas, das ist ein gutes Geschäft für die. Warum soll ich daraus aussteigen? Dass natürlich die OPEC-Länder beispielsweise, also die erdölfördernden Länder, Saudi-Arabien und Co., auch nicht mitmachen. Ja, und dann am Ende hat man ein Problem. Denn solche Abkommen leben davon, dass irgendwie alle mitmachen. Und das kann einen doch schon besorgen. Und die Frage ist, wie kriegt man jetzt sowas gedreht? Und ich würde sagen, natürlich, je mehr Konflikte es gibt, desto schwieriger ist es, sowas zu drehen. Es gibt ganz offensichtliche wirtschaftliche Interessen von Russland, von Saudi-Arabien, das Zeug weiter zu verkaufen zu möglichst hohen Preisen. Das ist so. Das heißt, irgendwas anderes muss man denen schon bieten, damit die eben aufhören. Es muss für die, platt gesagt, in einem kapitalistischen System profitabler sein, das Zeug in der Erde zu lassen, als es rauszuholen und zu verramschen. Ja, also Artikel kann ich sehr empfehlen, finde ich sehr gelungen. Und ich würde das immer auch mit der Dimension BRICS Plus sehen. Da kommen wir jetzt nicht mehr ganz rein, aber ich habe das bei Twitter mal länger tiefer gelegt. BRICS Plus verbindet ganz viele Autokratien und fossile Energien miteinander, die teilen Interessen, das weiter zu Ende zu benutzen. Und genau, was du sagst, wir werden darum heftig streiten müssen. So, also wenn wir am Ende sagen, wollen wir den Planeten und die Lebensgrundlagen erhalten, werden wir nicht drum herum kommen, die Sachen in der Erde zu lassen.
So, und dann musst du ihn entweder abkaufen oder musst ihn die Waffen aus der Hand nehmen. So oder so oder so entspannt sich hier, und das ist immer die Machtdimension dieser ganzen Geschichte. Wir reden nicht davon, dass hoffentlich hören alle auf, freiwillig zu fliegen. Das ist alles Blödsinn, sondern hier geht es wirklich um Macht, um wirklich fundamentale Macht. Und das kann man bei COP28, erste Sendung, die wir gemeinsam gemacht haben, haben wir uns darüber auch schon ausgelassen, am besten sehen, dass die in der Sherpa-Vorbereitung schon zu der Sache schon gesagt haben, wir werden nicht über Fossile reden und so. Also diese Grundsatzdiskussion, wie geht es damit weiter? Wie stellt sich das Menschheitsgeschlecht darauf ein? Das wird, glaube ich, die Frage sein, die am Ende die Klimadiskussion generell beantwortet, im Positiven wegen dem Negativen. Und mit Folgen müssen wir auch in beide Richtungen leben. Putin ist das ja hier, der benutzt das natürlich auch für seinen Kriegseffort. Das ist ja klar. So, wie es damit weitergeht, also die Post-Putin-Zeit, die wird nochmal die Frage nochmal ganz neu aufwerfen. Ja, ein Satz noch, weil du BRICS sagst, völlig richtig, ja. Also Indien beispielsweise ist ein gutes Beispiel jetzt dafür, die sich also in dem Krieg relativ neutral positionieren und sagen, sorry, ich habe eine wachsende Bevölkerung und ich habe eine wachsende Volkswirtschaft, die ist energiehungrig, ich muss quasi einfach das billige Öl, was dann die EU nicht mehr will, mit Rabatten gerade nehmen, und alles andere ist mir quasi egal. Und solange es das gibt, einerseits Interessen, das günstig für die eigene Bevölkerung zu holen und zu bekommen, und andererseits das Interesse, das Zeug zu verkaufen, ist es sehr, sehr schwierig, wenn dann eine EU und eine USA dort kommen und solche Abkommen verhandeln wollen, die ja eigentlich, und das ist dann das Bittere, eben bitter nötig sind und nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Ja. Wir werden es beobachten, was dort Ende November ist der Gipfel. So passiert. Dann gab es noch eine ziemlich bittere Meldung, wenn wir schon bei Russland sind. Berlin handelt weiter Russland Gas, und zwar sogar das Staatsunternehmen Sefe, ehemals Gazprom Germania, und leitet das an Indien weiter. Denn damit kann und will man nicht aufhören, denn der Vertrag wurde 2018 über lange Zeit geschlossen, und den zu stornieren oder nicht aufzukündigen würde 10 Milliarden Euro Stornokosten bedeuten. Ja, das will man natürlich nicht. Gut, nehmen wir zur Kenntnis. Man darf das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ja, manchmal wird aus solchen Einzelfällen jetzt konstruiert, oh Gott, die Sanktionen wirken gar nicht. Nein, 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 mal ruhig bleiben. Ja. Auch Sarah Wagenknecht beispielsweise hat das heute auf der Pressekonferenz gesagt, so back zu russischem Gas, und es ist ja dumm, dass wir also das russische Gas jetzt nicht mehr aus der Leitung nehmen, die Putin übrigens abgedreht hat, kein Embargo hat die abgedreht, auch wenn Michael Lüders das anders sieht, sondern wir das jetzt per LNG importieren. Man muss mal sagen, wir reden da über ganz andere Summen, ja. 155 Milliarden Kubikmeter waren es, die wir vor dem Krieg importiert haben. 22 waren es schon nur noch 80 Milliarden und jetzt irgendwie 21. Das heißt, die Summe, die per LNG herkommt, ja, die ist teurer, aber die ist auch ausgeweitet. Ja, die EU hat das irgendwie um 40% gesteigert. Aber das ersetzt nicht und nicht mal im Ansatz die gesamte Menge, die man daher hat, und auch solche Einzelmeldungen, dass es dann eben noch dort Geschäfte gibt, die legal sind, weil es kein Gasembargo gibt. Ja, wir haben ein Ölembargo, aber kein Gasembargo, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass man im Energiehandel mit Russland eine radikale Umstellung hatte. Ja, und selbst wenn man noch das Öl aus Indien, Gas aus Indien, Öl aus Indien beispielsweise nimmt, das ist auch immer so eine Einzelfallmeldung, ja, da ist unser Import aus Indien gestiegen, Russland verkauft mehr an Indien, geht das also über einen Drittweg? Ja, geht es, ja, und ja, ist das teurer? Ja, aber ersetzt das alles sozusagen, was wir vorher nicht mehr gemacht haben? Nein, die Dimensionen sind da entscheidend. Kommen wir aber gleich zu, vorher sprechen wir nochmal über die LKW-Maut und die neue Verkehrsordnung im Bundestag. Wurde am Freitag kräftig debattiert. Die Lkw-Maut wurde ausgeweitet. Und zwar gibt es einen Aufschlag von 200 Euro pro Tonne CO2 bei der Lkw-Maut. Das macht irgendwie 6, 7 Milliarden Euro pro Jahr aus. 26 Milliarden bis 2027. Der Großteil davon soll in die Schiene investiert werden. Beziehungsweise die Hälfte steht hier. Wohin die andere Hälfte geht, erklärt uns Wissing gleich, schauen wir uns an. Und es gibt ein neues Straßenverkehrsgesetz mit mehr Möglichkeiten für die Kommunen.
Und soweit ich das verstanden habe, ist das relativ wegweisend, weil hier die Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt werden. Also Auto First wird ein Stück weit korrigiert. Busspuren beispielsweise sind einfacher für die Kommunen anzulegen. Tempo-30-Zonen sind einfacher anzulegen und eben Radwege auszubauen. Genau, Kommunen können mit der neuen Straßenverkehrsordnung, dem ÖPNV, etwa durch Sonderspurenvorrecht einräumen, Radwege ausbauen, Spielstraßen errichten oder leichter Tempo 30 im Umfeld von Schulen und Kitas anordnen. Was nicht gekommen ist, was in der Diskussion war vorher, ist die Richtgeschwindigkeit innerorts per se von 50 auf 30 km/h zu ändern. Das ist eine ziemlich große Diskussion. Also sagt man, 30 ist Richtgeschwindigkeit und die Ausnahme ist 50, oder sagt man, 50 ist die Regel und 30 ist die Ausnahme. Im Moment ist es so rum. Gerade aus, naja, grünem Milieu, würde ich mal sagen, kommt häufig die Forderung, eben die 30 zur Regel zu machen, die 50 zur Ausnahme, Lärmschutz, Umweltschutz und so weiter. Volker Wissing war dagegen. Wie siehst du, hast du diese ganze Debatte erlebt, LKW-Maut und Verkehrsordnung? Ja, Verkehrsordnung nehme ich mal zuerst. Also Teile dieser ganzen Sache ist ja vernünftig, dass man es zentral regelt, damit alle sich an dieselben Schilder halten und so. Aber eben auch Teile dieser ganzen Regelung ist tatsächlich noch ein Überbleibsel aus der Nazi-Zeit, wo man eben bestimmte Dinge zentral steuern wollte. Und sowas wie, an welcher Stelle mache ich denn Tempo 30, war tatsächlich etwas, was bestimmte sehr hohe Anforderungen hat, wo man dann nicht einfach etwas verkehrsberuhigen konnte, nicht einfach so, ging halt einfach nicht, es sei denn, du hast gute Gründe, wie zum Beispiel sowas wie, hier ist eine Schule oder so. Und das haben wir bei 2045 auch mal sehr tief besprochen, nämlich am Ende waren das 725 Kommunen, die meisten CDU geführt, die über Jahre dafür gekämpft haben, dass sie selber bestimmen dürfen, wo Tempo 30 ist und wo nicht. Und dagegen hat die FDP sich lange gewehrt und jetzt letzten Endes muss sie das anders machen. Das heißt also mehr Föderalismus, mehr Freiheit und so weiter. Und dann kann das eben auch anders aussehen. Und das ist insofern wirklich ein Quantensprung, weil hier Rechtsakte zukünftig anders laufen. Und ich glaube, das hilft der Sache. Und ich glaube, das hilft auch am Ende der Verkehrswende. Zu dem anderen, dem Mautding. Das hat ja damals die FDP quasi jetzt den Grünen abgekauft, ne? Dass die gesagt haben, ihr stimmt jetzt hier zu, dafür kriegt ihr dann das und so weiter. Und am Ende kriegten sie das dann auch wieder nicht und so. Aber dieses Mautding soll halt eben dafür sorgen, weniger Lkw-Verkehr plus mehr Lkw-Belastung, dafür mehr Schiene. Die Schiene bräuchte viel, 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 viel mehr Geld. Also das ist wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es hat natürlich eine gewisse Lenkungswirkung, also am Fringe-Bereich so. Man müsste den Regler schon ein bisschen höher drehen, damit dann wirklich eine Wirkung kommt. Aber es ist schon mal etwas, wo sich überhaupt was tut. Nicht in dem Maße, wie man es bräuchte, aber es kommt ein bisschen etwas ins System rein, dass vielleicht der eine oder andere Akteur drüber nachdenken müsste, ob er nicht vielleicht doch auf Schiene geht oder sich was anderes überlegt oder so. Gucken wir uns doch Thales mal und Verkehr, Herr Doktor. An, was Volker Wissing im Bundestag dazu gesagt hat. Der wurde nämlich befragt. So, Watch Together spielt auch wieder mit, Gott sei Dank, dazu. Und wir fangen vielleicht mal bei der Lkw-Maut an. Da ist natürlich die CSU ganz empört gewesen und hat sich gemeinsam mit den Verkehrsverbänden aufgeregt, wie man sich das vorstellen kann. Und wir hören einfach mal rein, wie Volker Wissing antwortet. Verdoppelung der Lkw-Maut. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Eine Frage an Herrn Bundesminister Wissing. Die geplante Verdoppelung der Lkw-Maut und geplante Mehreinnahmen in Höhe von 7,6 Milliarden Euro werden die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Wirtschaft massiv belasten. Und wir sind uns an dieser Stelle einig, dass die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich runter müssen. Wir können dies aber nur schaffen, wenn wir auch alternative Antriebstechnologien und CO2-neutrale LKWs zur Verfügung haben und auch mehr Güter auf die Schiene verlagern können. Und dies alles ist gegenwärtig nicht der Fall. Mangels Kapazitäten, mangels Serienreife der alternativen Antriebstechnologien, aber auch mangels der Bezahlbarkeit und Lieferkette.
Haftbarkeit der Hersteller. Deshalb ist diese geplante Erhöhung nichts anderes als eine Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmer. Und Sie als FDP hatten ja Mehrbelastungen ausgeschlossen für die Bürgerinnen und Bürger. Und Herr Lindner sagte im Sommerinterview, dass weitere Steuererhöhungen tatsächlich die Koalitionsfrage herausrufen würden. Und ich frage Sie vor diesem Hintergrund, wie rechtfertigen Sie diese Mehrbelastungen zum jetzigen Zeitpunkt, sehr geehrter Herr Wissing? Ja, ganz kurz, das war ja, die Vereinbarung dazu war ja weit vor dem Sommerinterview, also ein ziemlich komischer Take. Zweitens ist es auch keine wirkliche Steuererhöhung, wenn man jetzt ganz genau sein will von den Begriffen her. Und der Punkt ist ja dieses, es gibt ja Alternativen, die sind nur auf einem anderen Modalweg. Der andere Modalweg wäre zum Beispiel die Schiene. Plus dieses, dass wir irgendwann CO2-Abgaben und Maut und so weiter, dass wir das haben, sind ja althergebrachte Sachen. Die werden ja nicht heute erfunden, sondern wir sagen ja dieses, das gibt es und ihr wusstet schon länger. Und jeder, der in Deutschland ein Speditionsunternehmen hat, gibt schon lange Maut ab und weiß auch, dass irgendwann Sprit teurer wird oder CO2-Abgabe kommt. Das weiß er. Das heißt, wer diesen Weg weitergeht, weiß auch, er hat auf Sand gebaut an irgendeiner Stelle. So, das heißt, also, es kann auch niemand überraschen, dass das jetzt eine Mehrbelastung ist. Ja, natürlich. Das ist aber immer so, weil, und das hat sie selber gesagt, die CO2-Emissionen müssen runter. Was sie sagt, ist aber, CO2-Emissionen sollen nur runter, wenn es nicht mehr kostet. So, das ist ja im Prinzip so ein Teil der Aussage. Und dieses von wegen, ja, wir haben ja noch keine alternativen Antriebe, ist ja in der Sache auch falsch. Denn es gibt sowohl elektrifizierte LKWs, gibt es ja grundsätzlich, und es gäbe sogar, und das ist eine der wenigen Sachen im Verkehrsbereich, wo man auch an Wasserstoff denken kann, könnte man halt eben auch machen. Also ist beides auch schon da, es muss nur auf der anderen Seite nachgefragt werden. Und wo kommt jetzt der Marktimpuls her? Genau, wenn es auf der anderen Seite verteuert wird. Das heißt, das ist eben Teil dieser ganzen Transformation. Und dass sie jetzt halt irgendwie da mal irgendwie aus dem Verkehrsausschuss was sagen darf und so weiter, soll er diesen Fakt so ein bisschen auch verdecken. Man will man irgendwie so politisch Punkte machen, anstatt hier an das große Projekt zu denken. Wir reden aber hier davon, dass wir Fahrtabhängigkeiten ändern müssen. Wir haben es geschafft, über die letzten Jahre Schiene zurückzubauen im Güterbereich, um Straße zu bevorzugen. Das hat man ja irgendwie gut gefunden. Gerade drei CSU-Verkehrsminister, das ist deren Schuld. So, und dann jetzt halt irgendwie zu sagen, von wegen so, ja, wir haben so viel LKW, das können ja gar nicht anders. Das ist genau der Punkt. Also genau an der Stelle zeigt sich dieses Problem mit Fahrtabhängigkeiten, die wir an dieser Stelle jetzt gerade schrittweise verändern, weil den schnellen Schritt dürfen wir nicht. Und jetzt wird der Kleine noch verleidet. So, wollte ich nur ganz kurz gesagt haben, weil das ganz spannend ist, weil da so viel drinsteckt. Ich drück mal wieder drauf. Wie würdest du es einschätzen? Also, weil ich kann es zum Beispiel nicht einschätzen, wie gut zum Beispiel Güterverkehr als Alternative schon ist. Du meinst das im Bereich LKW? Genau, also den LKW stehen zu lassen und auf die Schiene umzuladen. Ja, das Problem ist halt eben, dass du ja hier mehr als nur einen Anbieter brauchst, dass du halt irgendwie auch so eine Tourentaktung brauchst, dass du ja nicht irgendwie ständig, dass du ja nicht irgendwie sowas wie du zusteigen kannst. So, ne? Reden ja auch hier von, das eine ist ja etwas, was du auf so einen ganz normalen Standardcontainer, den kannst du verladen im Prinzip auf so einen Waggon, den musst du aber irgendwo wieder abholen und löschen. Da ist natürlich ein LKW grundsätzlich flexibler, das ist so. So, ne, also das ist jetzt, aber das heißt ja nicht so, dass es auch so bleiben muss. Mhm. So, ne, das heißt also jetzt direkt zu sagen, LKW aus und man hat direkte Alternative da, das wäre falsch, sondern das ist eher etwas, was schrittweise geht und was eben auch Investitionen und eben auch Förderung und so weiter halt irgendwie bedingen würde. So, ne? Das ist halt eben der Beginn dieser ganzen Transformation. Gleichzeitig ist ja irgendwie auch Deutschland auch ein großes Transitland. Unheimlich viel von dem Lkw-Verkehr geht durch das Land durch. So, das darf man ja auch nicht vergessen. So, also ich glaube, das ist etwas, was man, wenn man schlaue, langfristige Verkehrsplanung macht, wo man jetzt wirklich diese 30 Jahre übersieht, dann könnte man das ganz konkret machen. In diesem Plan, den wir mal besprochen haben, KND 2045, steht das ja auch drin. 2030 möchte man bei so viel Lkw sein, 2040 bei dem und so weiter. Das kann man ja alles machen. Nur wenn man es nicht macht, dann hast du eben solche Debatten. Weil ich würde nämlich, den Punkt nochmal zu machen, würde nämlich sagen, also ich verstehe das Argument, elektrifizierte LKWs, wasserstoffbetriebene LKWs, da gibt es jetzt den Marktanreiz, dass es die Nachfrage danach gibt. Es wird irgendwann kostengünstiger, die zu nutzen, als die Otto-Normal-LKWs, die wir heute haben. Und damit hat dann derjenige, der sich als erster anpasst, einen Marktvorteil, einen Vorsprung vor anderen, ist kostengünstiger und wächst. So, gut, funktioniert der Marktanreiz.
Aber bei der Schiene ist es ja nicht so, dass es durch die Verteuerung den inhärenten Anreiz gibt, die Schiene auszubauen, weil das machen die LKW-Betreiber nicht selber und das können sie auch mit ihrer Nachfrage kaum beeinflussen, weil da eben so viel staatlicher Einfluss ist. Also würde ich sagen, bei dem Schienenargument sind wir ein paar Jahre zu spät und hat sogar die CSU einen kleinen Punkt. Nur, jetzt muss man dazu sagen, es ist natürlich unehrlich, weil die Verkehrsminister vorher hat vorher die CSU gestellt. Also denen fällt jetzt auf die Füße, dass ihr Verkehrsminister nicht den Güterverkehr auf der Schiene entsprechend ausgebaut hat. Und deswegen fällt es jetzt den Verkehrsbetrieben, LKW-Betrieben da auf die Füße der Logistikbranche. Nur da muss sie nicht Volker Wissing für verantwortlich machen, sondern da muss sie auch ein bisschen Verantwortung bei sich selber suchen. Ja, und im Zweifel könnte auch fordern, die öffentliche Hand soll massiv investieren, damit du jetzt erstmal so ein bisschen Nachfrageanschub hast. Dass jetzt irgendwie sagst, gibt das eine ganze Menge auch öffentlich genutzte LKW-Kapazität. Dass du irgendwie sagst, okay, wir fassen jetzt mal irgendwie 30.000 LKW von verschiedenen Plattformen halt irgendwie, fragen wir nach so und so weiter und dann kommt auch irgendwas. Aber wenn du das alles nicht machst, sondern einfach nur hoffst so, der Markt wird das irgendwie unter sich regeln, dann läufst du auf eine, Change by Disaster zu. Ja, hören wir mal, was Volker Wissing dazu sagt. Ja, Frau Kollegin, zunächst einmal handelt es sich bei der Maut nicht um eine Steuer, aber davon abgesehen ist es so, dass auf europäischer Ebene die Einführung vereinbart ist. Das heißt, die Bundesregierung ist verpflichtet, eine CO2-Differenzierung einzuführen. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass wir eine Verlagerung auch von Verkehren auf die Schiene hinbekommen. Da liegt einiges im Argen. Wir haben ein marodes Schienennetz übernommen, weil die Vorgängerregierung viel zu wenig in die Schiene investiert hat. Und wir ein Netz haben, das faktisch nichts zusätzlich aufnehmen kann. Und deswegen ist es notwendig, dass wir einerseits unsere europäischen Verpflichtungen erfüllen und andererseits die Voraussetzungen dafür schaffen, dass zusätzliche Güterverkehre klimaneutral stattfinden und dass so viel wie möglich auf Straße und Wasserstraße verlagert werden kann. Und auch in diesem Kontext ist die Maut zu sehen. Sie dient auch der Finanzierung des Investitionsrückstaus, den man der Bundesregierung hinterlassen hat. Und das kommt sowohl der Schiene als auch der Straße zugute, denn die Entlastung der Straße von Verkehr durch Verlagerung auf die Schiene bedeutet eben auch besseren Verkehrsfluss auf unseren Straßen. Da hätte er noch ein Danke, liebe CSU, anschließen können. Ansonsten war die Antwort ziemlich richtig. Und gleich wird es noch mal bemerkenswerter. Wir müssen noch mal weitergucken. Wir dürfen eine Nachfrage stellen. Herzlichen Dank für die Antwort, Herr Minister. Sie gehen europarechtlich an das Maximum der CO2-Bepreisung. Hier wäre wirklich viel Spielraum. Und einen weiteren Spielraum sehen wir ganz klar in der Verschiebung der Maut nicht zum 1.12., was für die Branche ja wirklich schwierig umzusetzen ist. Sie haben monatelang jetzt gestritten und jetzt binnen einer Woche wollen Sie dieses Gesetz durch den Bundestag und Bundesrat peitschen. Und der Branche steht wirklich das Wasser bis zum Hals. Warum verschieben Sie die LKW? Maut nicht wenigstens vom 1.12.23 auf 1.1.24. So spricht man übrigens, wenn man 1:1 vom Branchenverband lobbyiert wurde. Ja. Um die Planungssicherheit der Branche zu gewährleisten. Ja, Frau Kollegin, Sie sagen, es gibt viel Spielraum. Es gibt immer Spielraum nach unten. Allerdings bei den Investitionen in unserer Schiene hat man so lange den Spielraum nach unten gewählt, dass sie in einem so schlimmen Zustand sind, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht mehr länger zuschauen, wie auf der Grundlage eines maroden Eisenbahnnetzes in Deutschland kaum mehr ein Zug pünktlich ist. Und deswegen ist das mit diesem Spielraum nach unten wirklich schwierig. Es gibt auch beim Klimaschutz immer einen Spielraum nach unten. Deswegen haben wir jetzt eine Situation, in der wir so viel Druck haben, weil man eben so lange sich an unteren Werten orientiert hat. Deutschland hat dringend Reformbedarf und Fortschritt verdient. Und die Bundesregierung hatte sich zum Ziel gemacht, schnell zu sein. Na, schau einmal an. Volker Wissing plötzlich also als Fürsprecher für schnellen Fortschritt auch in Sachen Klimaschutz und Bahnausbau. Es ist ganz interessant, ne? Weil sonst wird er immer von der anderen Seite konfrontiert und mogelt sich raus und muss erklären, warum im Verkehrsbereich nichts funktioniert. Und hier hat er eine ganz andere Rolle jetzt eingenommen. Sorry, ich höre dich gar nicht.
Erinnert mich so ein bisschen an den Zeit, genau, erinnert mich so ein bisschen an den Zeitpunkt, als er das Amt übernommen hatte und dann sich zu E-Mobilität eingelassen hat und gesagt hat, so, E-Mobilität ist die Wirkung, E-Fuel totaler Blödsinn. Und ein Dreivierteljahr später, als er ein neues Skript bekommen hat, dann genau das Gegenteil gesagt hat, so. Na, und dann, aber als er noch frei reden durfte, hat er ganz anders und auch mit vernünftigen Argumenten Sachen begründet. Und so ist das ja hier auch. Das heißt, wenn Politiker, wenn sie dürfen, so können sie ja scheinbar eben vernünftige Sachen sagen, ne? Wird auch nochmal nachgehakt und hat auch darauf eine recht vernünftige Antwort. Sehr geehrter Herr Minister Dr. Wissing, Sie haben die Frage der Abgeordneten Martina Engelhardt-Kopf nur ausweichend beantwortet. Mit der Mauterhöhung generieren Sie ja zusätzliche Einnahmen von ungefähr 7,6 Milliarden Euro. Das sind rein rechnerisch ungefähr 100 Euro pro Kopf, pro Bürger, vom Baby bis zur Rentnerin. Davon gehen aber nur rund 4 Milliarden. Immer rein rechnerisch, auch auf Babys zu rechnen, ist immer schon mal ein bisschen schwierig, aber okay. In den Verkehrssektor. Und wir sind uns alle einig, dass es dort dringend gebraucht wird. Wie rechtfertigen Sie denn, dass rund die Hälfte der zusätzlichen Einnahmen aus der Lkw-Maut genutzt werden soll, um Haushaltslöcher bei Ihrem Parteikollegen, dem Finanzminister Lindner, zu stopfen? Oh, man kann seine Frage verfeuern. Herr Kollege, wir stopfen nicht Finanzlöcher damit, sondern wir nehmen die Mauteinnahmen und geben sie den Bürgerinnen und Bürgern auch wieder zurück. Und zwar in Form einer besseren Bahninfrastruktur, in Form auch von besseren Straßen. Und das ist etwas, was notwendig ist. Denn es ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass der Zustand, den man bei der Deutschen Bahn heute leider erleben muss, dass dieser Zustand sich nicht perpetuiert. Und deswegen sind diese Einnahmen natürlich einerseits eine Belastung, aber die Bürgerinnen und Bürger bekommen es zurück in Form von Infrastrukturinvestitionen, die ihnen eine bessere und pünktlichere Bahn bietet. Und ich muss Ihnen offen sagen, die Zuschriften, die ich bekomme, die signalisieren ganz klar, dass das auch das ist, was die Bürgerinnen und Bürger wollen und erwarten. Ich habe eine weitere Nachfrage gesehen. Also, ich fand es schon spannend, ja. Jetzt plötzlich erklärt ein FDP-Minister uns, dass Steuern doch total, oder Abgaben jetzt in dem Fall, ja total den Zweck haben, weil damit kann man die öffentliche Infrastruktur ausbauen und das ist doch super, da profitieren doch alle davon, das hätten wir doch schon viel eher machen müssen. Und in einem anderen Statement, ich glaube, es kommt gleich danach, aber können wir uns auch sparen aus Zeitgründen, argumentiert er dann noch, dass das sogar für die Wirtschaft gut ist. Ja, weil wenn dann die Infrastruktur stimmt, dann haben wir auch also Wirtschaftswachstum. Das hatten wir viel zu lange nicht. Wir haben ganz viel ungenutztes Wirtschaftswachstum, weil wir die Infrastruktur verkommen lassen. Der einzige Schritt, der noch fehlt, ist zu sagen, ja, dass mein Finanzminister jetzt sparen will und wir deswegen an vielen Stellen nicht so weit vorwärts kommen, wie wir kommen müssten. Das schadet uns genauso. Aber es ist bemerkenswert, wie anders gepolt er antwortet. Ja, also Haltung und Grundprinzipien, das, was wir vorhin schon hatten, dieses, ne, ist halt schwierig, mit so jemandem dann irgendwie Geschäfte zu machen oder irgendwie darauf zu vertrauen, wenn du einerseits das eine hörst und dann danach das andere, weil hier argumentiert auch Vernunft und sonst argumentiert er ideologisch. Also im Sinne von, dass er irgendwie so eine komische Welt hat, wo er nichts mit nichts zu tun hat, wo nur so Schlagwörter funktionieren nach dem Motto, Steuern sind Raub und deswegen blöd. Ja. Und hier in der Hier, wo er nicht ausweichen kann, wo ihm das nicht abgenommen wird, da muss er nämlich die Wahrheit sagen und dann sagen, so dieses, natürlich hat das eine Wirkung. So, ich habe gestern das Gegenteil behauptet, aber hier seid so, ne? Und das ist halt geil. Und ich finde seinen Kollegen, der ihm die Frage gestellt hat, auch cool, weil das ist so eine richtige Pernela-Frage. Ja, es gibt Länder, da kannst du Steuereinnahme und wofür wird es ausgegeben, genau gegenüberstellen. Das ist auch manchmal gut, weil das meist einen hohen Effekt hat auf Leute, Steuerzahler, Steuerehrlichkeit und so weiter, weil du siehst, dafür wird es verwendet. Hier in Deutschland ist es aber anders. Und dass hier eine Einnahme durch irgendetwas vielleicht an einer anderen Stelle auch noch Verwendung findet, das ist dann halt so, ist dann auch schwer nachzuvollziehen und dann irgendwie mit so einer komischen Scheinrechnung zu kommen und zu sagen, haha, jetzt habe ich dich aber erwischt, du willst das ja auch für was anderes benutzen, du Schlingel. Das ist schon, das ist also, wo ich echt denke, so meine Güte, ey, das ist eine echt untere Schublade. Ja, stimmt vollkommen. Volker Wissing hat an anderer Stelle nochmal was zum Deutschlandticket gesagt, das war ganz interessant. Nämlich der
öffentlichen Debatte widersprochen, dass es jetzt schon feststeht, dass 2024 es Mehrkosten gibt, denn 23 gibt es scheinbar, kommen die Länder scheinbar aus mit dem Geld und für 24 wüsste man erst Ende 24, ob sie denn ausgekommen sind oder nicht. Von daher sieht er gar keine Notwendigkeit, jetzt da irgendwas zu debattieren, ob das Ticket kommt oder nicht. Ganz andere Töne angeschlagen, weil sonst hat er eigentlich bisher immer gesagt, nee, die Länder müssen effizienter werden, mehr Geld gibt's auf gar keinen Fall. Und die Länder haben gesagt, nee, der Bund wollte das Ticket, mehr Kosten nicht auf unseren Nacken. Mhm. Und damit quasi Feuer aus der Debatte genommen und sich selbst nochmal für das Deutschland-Ticket gelobt. Ich meine, wenn dem so ist, ist das ja erstmal inhaltlich besser, als wenn wir wirklich schon absehbar deutlich höhere Mehrkosten haben und dann daraus ein 59-Euro-Ticket wird oder ein kein Deutschland-Ticket mehr, ja, das wäre auch bitter. Ja. Soweit zu Volker Wissing. Kommen wir zum Elefanten. Und zwar zur Bundespressekonferenz von Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht hat ihren Austritt aus der Linken mit 9 anderen Abgeordneten bekannt gegeben. Und will aber weiterhin erstmal in der Fraktion bleiben bis Jahresende, bis sie dann wirklich die neue Partei gegründet haben. Das hier ist jetzt erstmal nur eine Vereinsgründung. Trotzdem gibt es schon ein Manifest. Trotzdem haben sie auch über Inhalte erste Grobe gesprochen und angekündigt, dass sie zur Europawahl antreten wollen. Und, wenn es denn klappt, auch zu den 3 ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst 24, Europawahl ist im Juni, dann gibt es dann im September die Wahlen in Thüringen, ist glaube ich zu Beginn, dann Brandenburg und dann Sachsen ist es glaube ich noch, wo noch gewählt wird und dahin wollen sie antreten und wir schauen jetzt mal, die haben nämlich so ein bisschen was zu Wirtschaft auch schon skizziert und den Part würde ich gerne mal abspielen, das alles andere innerlinke Quälereien, die Linke hat dann wiederum eine Pressekonferenz danach gemacht und gesagt, die Abgeordneten, die ausgetreten sind, die sind nur für die Linke gewählt worden, weil sie mit Zweitstimme reingekommen sind, nicht per Direktmandat. Deswegen wäre es also nur angemessen, wenn sie ihr Mandat aufgeben. Dann kann auch die Fraktion bestehen bleiben. So, diese politischen Spielereien gibt es da jetzt. Und ich habe eben noch gesehen, gab es noch von Bild beauftragt eine INSA-Umfrage. Das ist ein Online-Panel, also muss man immer auch nochmal ein Fragezeichen dran machen. Das ist jetzt nicht so belastbar, die Zahlen, dass es bei der Sonntagsfrage, also was würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dass BSW auf 12% gekommen ist und der AfD 5% geklaut hat. Und ich glaube, so macht es auch sehr viel Sinn, über diese, in Anführungszeichen, Partei dann bald zu reden, nämlich als eine Partei, die vor allem das Potenzial hat, der AfD etwas entgegenzustellen. Ob sie es denn tut, ist die Frage. Sarah Wagenknecht, das war vielleicht schon mal, muss ich mal vorne wegschicken, war ja sonst, gerade auch mit ihrem letzten Buch, für sehr viel Anti-Identitätspolitik bekannt geworden. Also hat den Kulturkampf anders geführt, hat sich dann in dieses Corona-Thema so gestürzt und hat die Wahrnehmung, die öffentliche, die sie sonst hatte als, sage ich mal, Talkshow-fähige Sozialpolitikerin, ja, das, was sie vorher vielleicht hatte, in weiten Kreisen der Bevölkerung sehr verspielt. Das ist jetzt in dieser Pressekonferenz kaum Thema gewesen. Ja? Also weder Corona, wurde einmal kurz angeschnitten, noch tatsächlich also Identitätspolitik in der einen oder anderen extremen Ausuferung, sondern man hat sich sehr auf soziale Themen konzentriert, auf Friedenspolitik und eben auf Wirtschaftspolitik. Der Slogan ist ja auch für Gerechtigkeit und Vernunft soll dann die Wirtschaftspolitik sein. Hören wir uns doch mal an, wie vernünftig das denn klingen mag, was Sie dort vorstellen. Dum, 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 dum. Gleich geht es los. So, hier ungefähr. Potenzial darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in 10 Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik. Und das gilt vor allem auch für die Wirtschaftspolitik. Deutschland ist ein rohstoffarmes, exportstarkes Land.
Und ein großer Teil unseres Wohlstands hängt daran, dass wir eine sehr hohe industrielle Wertschöpfung haben. Aber wir haben uns mit den Wirtschaftssanktionen von preiswerter Energie abgeschnitten, ohne dass es tragfähige Alternativen gibt. Und bisher hat die Ampel auf diese Frage keine Antwort gegeben. Zusätzlich gefährdet die neue geopolitische Blockbildung wichtige Absatzmärkte und eine Außenpolitik des erhobenen Zeigefingers, so wie Deutschland sie zurzeit praktiziert, isoliert uns in vielen Teilen der Welt. Hinzu kommen die Probleme, die die Ampel von den Vorgängerregierungen geerbt hat. Wir haben einen akuten Fachkräftemangel, aber nicht primär, weil es nicht genug junge Menschen gibt, sondern weil unser Bildungssystem immer mehr junge Menschen ohne elementare Kenntnisse und ohne Ausbildung ins Leben entlässt. Und die ungeregelte Zuwanderung verschärft die Probleme an den Schulen, vor allem in den ärmeren Wohngebieten. Das Einzige, was der Ampel aktuell dazu einfällt, ist jetzt auch noch, die Mittel radikal zu kürzen, die für die Qualifizierung von Arbeitslosen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat Deutschland, und auch das ist ein längerfristiges Problem, eine blamabel schlechte Infrastruktur, weil seit vielen Jahren die öffentliche Hand nicht ausreichend investiert. Das Ergebnis sind marode Brücken, eine Bahn, die fast nie pünktlich ihren Zielbahnhof erreicht und schwache digitale Netze und vieles mehr. Aber statt dafür Geld einzusetzen, wurden und werden Milliarden und Abermilliarden dafür zum Fenster hinausgeworfen, die Ergebnisse der eigenen politischen Fehlentscheidungen mehr schlecht als recht zu kompensieren und auszugleichen. Das war so bei den Lockdowns in der Corona-Zeit. Auch da haben andere Länder deutlich klüger agiert. Und es ist jetzt so bei den Folgen der Energiesanktionen. Und auch hier sehen wir, es gibt kaum eine Regierung in Europa oder überhaupt in der Welt, die so selbstschädigend diese Sanktionen umsetzt, wie Deutschland das tut. Aus all diesen Gründen droht uns die Abwanderung wichtiger Industrien und ein massiver Wohlstandsverlust. Und wir sind überzeugt, diese Politik darf nicht fortgesetzt werden. Wir müssen auch wegkommen von einem blinden, planlosen Ökoaktivismus, der das Leben der Menschen zusätzlich verteuert, aber tatsächlich dem Klima überhaupt nicht nützt. Mhm. Denn der wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, das wäre die Entwicklung von Zukunftstechnologien für eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft. Aber genau Zukunftstechnologien, made in Germany, gibt es immer weniger. Vieles, was früher mal in Deutschland begonnen wurde, wird jetzt in China und anderen Ländern weiterentwickelt. Aber wenn man möchte, dass sich das ändert, wenn es wieder mehr Zukunftstechnologie aus unserem Land geben soll, dann braucht es gute Rahmenbedingungen für einen innovativen Mittelstand und nicht eine Politik, die gerade kleinen und mittleren Unternehmen das Leben immer schwerer macht und sie vielfach auch in ihrer Existenz bedroht. Also eine neue Wirtschaftspolitik, eine Wirtschaftspolitik der Vernunft und für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Stärken, das ist unser erstes wichtiges Ziel. Ja, vielleicht erstmal soweit. Wirtschaftspolitik mit Vernunft, was am Ende, so ist mein erster Eindruck gewesen, ein ziemlicher Pudding ist, den sie versucht an die Wand zu nageln. Einerseits in den Abgesagen der deutschen Industrie einzustimmen, in die Deindustrialisierung. Grund dafür ist die Sanktionspolitik, sagt sie, wenngleich man sagen muss, also Deutschland hat nie auf russisches Gas, also ein Embargo erlassen, sondern das war Putin selbst, der das abgedreht hat. Ja, ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt einfach, wir drehen es wieder auf und dann kriegen wir das Gas. Ja, das ist nicht der Fall und die Panik an den Gasmärkten ist vorbei. Gas ist gerade an der Börse wieder so teuer wie 21. Also den Gasschock, ja, der geht ganz klar auf die Kappe von Putin. Beim Ölembargo kann man zum Beispiel konkret drüber reden, ja, was ist mit der Raffinerie Schwedt, ja, und die läuft aber mittlerweile auch weiter. Also weiß ich nicht, ob das sozusagen dann der schlagende Punkt ist, aber es ist natürlich was, wo sie sich sehr deutlich von der Ampel distanzieren kann, ja. Es sind einfache Punkte, wo sie sozusagen auf Distanz zur Ampel gehen kann und das nutzt sie, um dann am Ende Sachen zu fordern, wo man erstmal
ja, Infrastruktur, ja, in Netze investieren, ja, da, so, da kann keiner was dagegen haben, da nickt man dann, aber ja, jetzt mal du vielleicht, dich hat wahrscheinlich vor allem der Punkt Ökoaktivismus und teuer machen, aber Klimaschutz bedeutet nur Innovation hierzulande, ja, das ist das Beste, was Deutschland machen kann. Ich habe da einen geschlossenen Punkt. Aber wolltest du noch was weiteres laufen lassen? Nein. Ja, gleich, okay. Gleich geht es um soziale Gerechtigkeit nochmal. Okay, sehr gut. Weil nämlich das Ding ist dieses, das passiert, wenn man sich sein Weltbild aus Telegram-Gruppen zusammenzimmert. Ne? Also ich glaube auch, zum Teil glaubt sie daran und zum anderen, glaube ich, weiß sie auch, dass auf der anderen Seite ein Wählerpotenzial ist, das halt eben postfaktisch ist und auf diese Lügenmärchen, die ja die Rechten und auch Russland, ja, also eben über verschiedene Kanäle ja auch hier bewusst setzt und steuert, also wenn man RT, Sputnik und so weiter, so, also es sind ja alles Narrative, die sie ja komplett bedient. Sie behauptet später, dass es nicht so ist, aber das sind ja zusammengezinderte Versatzstücke, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ne? Also ganz, ganz wenig. Also immer Teil der Wahrheit vielleicht, so, aber in der Regel dann nicht so viel. Also dieses von wegen so, ja, Deutschland ist ein reines Industrieland, stimmt gar nicht. Wertschöpfung, Industrieanteil liegt halt irgendwie so unter 23%. Und ne, also das jetzt auch schon länger. Dann auch dieser Punkt von wegen so, ja, es ist totale Deindustrialisierung. Ja, es ist dann die Frage, ob wir nicht auch einfach einen Strukturwandel erleben, der global ist und dass einfach bestimmte Teile sich dann hier so oder so verändern, was will sie machen? Ne? Also sie kommt dann später ja auch drauf, dieses so, man möchte eine Wirtschaft, die sozial ist oder irgendwie Sozialismus ohne Plan, ohne Planwirtschaft, aber national, also Nationalsozialismus so, also was genau willst du? Dieses, das macht einfach alles gar keinen Sinn. Es sind ganz viele Dog-Whistles da drin und das Interessante bei ihr finde ich ja dieses, sie hatte ja schon mal diese Bewegung, vor ein paar Jahren gegründet, diese Aufstehen-Bewegung, die nach irgendwie so 14 Monaten dann da so krachend gescheitert ist. Und ihr ganzer Stick ist ja einfach so, dass sie die Kontraposition ist zur Linken. Und sobald sie da rausgeht, muss sie quasi ja jetzt als Politikentrepreneur das versuchen, dann irgendwie selber anzuschieben und da jetzt Mehrheiten zu gewinnen. Das heißt, da macht dieser Populismus-Kram natürlich total Sinn. Und dann solche Sachen zu erwähnen von wegen so, ja, die ganze Industrie geht den Bach runter, die ganze Welt geht den Bach runter und oh, wir armen und so weiter. Ne? Also Fear-Mongering und Hate-Mongering ist da jetzt so eben das Thema der Wahl. Und dass sie da eben sowas sagt von wegen so, wir hätten einen Öko-Aktivismus, könnte ferner von der Sache gar nicht sein. Dann dieses, man belegt das nur durch Innovation, ist halt der tiefste FDP und auch schwarze Stick, nämlich dass man dann irgendwie sagt von wegen so, naja, wenn wir dann, die Innovation ist ja schon da, das Einzige, was noch nicht da ist, ist Kernfusion, also worauf will sie denn hinaus? Und sie sagt auch später, da kommen wir aber nicht zu, da sagt sie dann irgendwie so, man kann sich auf Solar und Wind nicht verlassen, was halt eben auch wissenschaftsfeindlich und auch nicht stimmt. Also ich persönlich sehe da einfach nur jemanden, der populistisch ist, wo die Leute ernsthaft glauben, dass das linke Positionen sind, also bis auf, dass sie an der einen oder anderen Stelle Umverteilung erzählt und man muss den Reichen was wegnehmen, aber ansonsten ist da sehr viel Mitte und eher rechts. Und man sieht ja auch das Wählerpotenzial, wenn man so die ersten Umfragen sieht, da gab es ja schon eine, heute gab es auch nochmal eine, dass sie vor allen Dingen rechts da eben eine ganze Menge abfischt und so. Am Ende werden wir sehen, was denn wirklich draus wird. Also wenn sie Erfolg hat, dann glaube ich, wird es der AfD mehr schaden. Den Linken natürlich auch ein bisschen, weil sie natürlich auch für den Linken ein Anker ist und so. Aber ich glaube, insbesondere den Rechten und viele dieser Positionen sind ja so Querfront-Mix. Na, also das ist ja wirklich so ein Bauchladen aus Positionen, die zusammenpacken und sie ist dann der Ankerpunkt, weil man sie halt irgendwie als interessant oder halt irgendwie als volksnah sieht und so. Nach dem Motto, ich setze jetzt da mein Geld drauf und guck mal, was damit passiert. Es ist halt crazy, weil das eben, wie willst du mit jemandem reden, der nicht mit der Realität in Verbindung steht? Also ich meine, wenn du jetzt mit ihr reden willst und sagst, jetzt machen wir Sachpolitik und sie erzählt dir was, unsere Wirtschaft ist am Boden, wir müssen Deutschland, wir müssen mehr russisches Erdgas kaufen, weil wenn wir mehr russisches Erdgas haben, dann geht die ganze Industrie gut und so. Das hat ja mit der Wahrheit, der Wirklichkeit nichts zu tun. Wie willst du mit so jemandem in eine politische Verhandlung treten? Das ist halt crazy.
Also gerade diese Position, wir machen die Leitung wieder auf und bekommen russisches Gas und dann beim Klimaschutz davon zu reden, wir brauchen Innovationen irgendwie, ohne zu sagen, welche denn damit gemeint ist, und Sonne und Wind zu verpönen, dass beispielsweise Sonne und Wind gerade also einen sehr guten Sommer uns gebracht haben mit sehr niedrigen Strompreisen und also damit auch russisches Gas beispielsweise am Strommarkt auch ersetzt haben, ja, weil wir haben nicht die gleiche Menge, die wir an russischem Gas vorher importiert haben, jetzt importieren müssen, sondern haben eben damit Alternativen dazu gefunden. Das war tatsächlich sehr verwundernswert. Jetzt gleich kommt was zur sozialen Gerechtigkeit und nachher geht es nochmal expliziter um diese Energiefrage. Dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Zweitens braucht unser Land soziale Gerechtigkeit. Selbst als die Wirtschaft in Deutschland noch brummte, sind viele Menschen mit ihrem Einkommen kaum über den Monat gekommen. Die Politik hat seit Jahren von den Fleißigen zu den oberen 10.000 umverteilt und deswegen ist die Ungleichheit eben immer mehr gewachsen. Der Mindestlohn, den wir heute haben, von dem kann man nicht leben und trotzdem soll er nur um 41 Cent im nächsten Jahr ansteigen. Und dann wundert sich die Politik oder wundert sich die Gesellschaft, dass das Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit immer populärer wird. Es ist auch ein großes Problem, dass immer weniger Arbeitsverhältnisse tarifgebunden sind. Und auch dafür hat die Politik Weichen gestellt, falsche Weichen, wie wir finden. Viele Menschen in Deutschland haben Angst vor dem Alter. Auch deshalb, weil das Rentenniveau in Deutschland zu den schlechtesten in Westeuropa gehört. Da brauchen wir auch nur in andere Länder zu gucken, um zu sehen, wie man es besser machen kann. Österreich, da hat ein langjährig versicherter Rentner etwa 800 Euro im Monat mehr zur Verfügung. Also mehr sozialer Ausgleich, mehr soziale Gerechtigkeit, diese Themen gehören endlich wieder ganz oben auf die politische Agenda. Drittens ist es ein großer Fehler, dass die Regierung sich von der wichtigen Tradition der Entspannungspolitik, der Deutschland immerhin seine Wiedervereinigung verdankt, dass sie sich von dieser Tradition nahezu komplett verabschiedet. Ja, also vielleicht zu dem sozialen Part. Bis auf den Spruch zum Bürgergeld, ja, also dass Bürgergeld plus Schwarzarbeit irgendwie Hochkonjunktur hätte, was ist ja, was wir eben zum Beispiel beispielsweise mit dem Gebäudereinigern ja schon mal widerlegt haben, ist statistisch nicht signifikant, das ist Hörensagen, ja. Ist das, also dieser soziale Ausgleich nochmal ziemlich viel linke Sprech gewesen, ja, also wenn man das jetzt einfach genommen hätte, hätte man gar nicht das so groß tatsächlich davon unterscheiden können. Und so ist es auch später, wenn sie beispielsweise über die Vermögenssteuer spricht. Also da hat man dann gemerkt, dass da doch noch mehr Linke drin ist bei diesen sozialen Themen und vielleicht auch bei der Steuerpolitik. Als man in der Vergangenheit wahrgenommen hat, wir hören uns das nochmal an, die FAZ hat da nämlich nachgebohrt. Nicht so aus, als würde das alles klappen, es sei denn, Sie fassen sich... Sie und Herr Suica setzen sich ja für eine Vermögenssteuer und für eine höhere Erbschaftssteuer. Herr Suica ist übrigens ein Millionär, Multimillionär, den sie mit reingebracht ist und sagt, besteuert uns endlich. Marlene Engelhorn, ja, die gehört beispielsweise dazu. Strategisch wahrscheinlich ein sehr guter Move, weil das jemand ist, den man eben dann nicht vorwerfen kann. Ach, der kennt die Wirtschaft nicht und dann diese ganzen Mythen, die zur Vermögenssteuer dann immer gibt, dann wandern sie alle ab, sondern jemand, der da mit Kredibilität sagen kann, nee, das ist schon vernünftig. Das war auch die einzige überraschende Personalie tatsächlich bei dieser Pressekonferenz. Ansonsten waren die anderen Personalien ja, relativ erwartbar. Jetzt haben Sie gerade intensiv betont, dass Sie für den Mittelstand sind, die genau sowas ja kategorisch ablehnen. Also wie passt das zusammen? Und könnten Sie auch in der Energiepolitik mal kurz skizzieren, wie die aussehen würde? Also würden Sie dann die Atomkraft nutzen? Würden Sie wieder russisches Gas nutzen? Soll ich oder kann ich vielleicht anfangen? Also zunächst mal, es geht nicht um eine Vermögenssteuer, die den Mittelstand belastet, sondern es geht um diejenigen, die Hunderte Millionen oder sogar Milliarden besitzen, vielfach ererbt. Wir sind der Meinung, dass das wirklich mit einer Leistungsgesellschaft nicht vereinbar ist, dass sich Vermögen immer mehr in ganz wenigen Händen konzentriert. Und das ist natürlich auch mit politischer Macht verbunden. Also wenn man Milliarden besitzt, wenn man sehr, sehr große Mittel dirigieren kann, dann hat man auch einen unverhältnismäßigen Einfluss auf die Politik. Die Bundesrepublik war früher ein Land, in dem die Ungleichheit bei weitem geringer war. Und deswegen muss man auch darüber nachdenken, wie man steuerlich
da entgegenwirken kann, wie man steuerlich hier auch Dinge setzen kann. Völlig klar ist also weder das normale Häuschen einer Mittelschicht, und natürlich hat das im Raum München oder Stuttgart durchaus Werte von oberhalb einer Million, aber das werden wir nicht besteuern, weder mit der Vermögenssteuer noch mit der Erbschaftssteuer. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um die sehr, sehr großen, hunderte Millionen oder milliardenschweren Großvermögen. Da ist unseres Erachtens schon ein Problem, dass vielfach Menschen mit dieser Größenordnung weniger Steuern sogar zahlen als mancher Arbeitnehmer, wenn man alles zusammenzählt, was ihm vom Bruttoeinkommen abgezogen wird. Und Energiepolitik, ja, wir müssen dringend dafür sorgen, dass Deutschland wieder preiswertere Energie hat, dass unser Energie... Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Vermögenssteuerding vorher, bevor wir zur Energiepolitik kommen. Das ist klassische linke Antwort, nur... interessant ist, dass sie ein bisschen sich von der Linken unterscheidet, weil sie sehr stark betont, und ehrlicherweise halte ich das für sehr clever, hatte ich auch schon häufig betont, die Freibeträge deutlich höher zu wählen. Sie sagt beispielsweise, bei der Erbschaftssteuer sollen sogar Millionenhäuschen im Raum München raus. Das ist bei der aktuellen Erbschaftssteuer nicht so mit den Freibeträgen. Außer es ist irgendwie selbstgenutztes Eigentum der Eltern, wo man dann selber einzieht, Ausnahmeregelung. Und sie spricht von Multimillionären oder Milliardären und nicht vom einfachen Millionär. Und das ist was glaube ich, der Debatte insgesamt, unabhängig von Wagenknecht, unter Progressiven gut täte, nämlich nicht in diese Mythen zu laufen, so falsch sie sind, ja, in den Handwerksbetrieb, der dann irgendwie aufgegeben werden muss und an Substanz verliert, oder Omas Häuschen, was dann irgendwie vom Munde abgespart ist, sondern mit großzügigen Freibeträgen davon weg, denn das große Geld ist eh bei den Superschweren zu holen, ja, und nicht bei den Papiermillionären aus der Münchner Innenstadt. Kommen wir zum Thema Energiepolitik. Unsere Energiepreise mindestens auf dem Level sind wie der anderer europäischer Länder oder der USA, weil mit diesen Ländern konkurrieren ja unsere Unternehmen. Und ich frage mich, wieso andere Länder beispielsweise überhaupt kein Problem damit haben, russisches Öl oder Gas zu importieren. Deutschland das übrigens auch tut, aber Deutschland tut es zurzeit auf besonders dumme und besonders teure und besonders umweltschädliche Weise. Wir holen nämlich das Öl über Indien und wir holen das Gas als Flüssiggas über Belgien. Es wäre naheliegender, die Pipelines zu nutzen, dann wäre es nämlich sehr viel preiswerter. Perspektive. Also da muss man einfach sagen, das ist auch wieder falsch. Das ist übrigens genauso falsch wie quasi die Kürzungen, die gesamte Kürzungspolitik an den Kürzungen bei den Jobcentern ausfindig zu machen. Ja, da hat sie eben ein paar hundert Millionen, die das Jobcenter weniger hat, das stimmt, dafür hergehalten, um sozusagen eine Gesamtkürzungspolitik zu kritisieren. Genauso kann man nicht sagen, nur weil über Indien jetzt ein bisschen die Importe gestiegen sind oder über Belgien, dass das die gesamte Summe an Importen irgendwie kaschiert. Ich habe die Zahlen nochmal jetzt rausgesucht. 155 Milliarden Kubikmeter Erdgas haben wir hat die EU 21 aus Russland eingeführt. 2022 waren es noch 80 Milliarden. Im ersten Halbjahr 23 nur noch 21. Ja, also wenn man es dann verdoppelt, käme man auf 40. Also deutlich, deutlich weniger. Und das sind wirklich diese Sprüche so... warum machen wir es nicht über Indien, über Belgien? Das ist reinster Populismus. Ja, ja. Und das ist halt eben. Und kontrafaktisch, so, ja. Genau, kontrafaktisch. Und es ist vor allen Dingen so Telegram-Gruppenniveau, also auch vom Duktus her, ne? Nach dem Motto, wir machen es besonders dumm und so weiter. Also man grenzt das runter über Sachen, die du sehr leicht auch so stammtischmäßig teilen kannst. Klar wird doch, hier soll ein ganz bestimmter Energiesektor wieder ans Netz. So. Und wo das Energie, wie die Energie herkommt, ist auch klar. Sie sagt nämlich nicht, wir wollen Fracking-Gas aus USA. Sie sagt doch nicht, wir wollen Erdöl aus Bahrain oder aus Dubai oder so. Sie sagt, wir wollen russische Energie kaufen. Das ist das, was sie sagt. Und er findet dafür die Lüge, dass wir es eh schon tun, dafür aber zu viel bezahlen. Und diese Dummheit müssen wir mit unseren hart erkämpften deutschen Steuergeldern und so weiter. Mhm. Also es ist vollkommen klar, was das politische Ziel dahinter ist. Sie wird später darauf angesprochen und tut dann so, als wäre es nicht so. Aber es ist ganz klar. Sie sagt das nämlich mehrfach und macht Energiepolitik fest an, wir wollen russische fossile Energien kaufen. Ne, das ist immer fossile Energien, Russland. So, und da sieht man aber auch, dass sie von diesem ganzen Energieprojekt und Umwelt
gar kein Interesse hat, weil dann würde sie ja verstehen, dass wir genau das runterfahren müssen. Dass wir momentan sogar an der Weggabelung hin sind zu einer besseren Welt, die nämlich ohne Fossile auskommt. Sie sagt aber nein, Fossile bitte wieder ja und im Zweifel auch eher mehr, weil es gibt keine vernünftigen Technologien, die das ersetzen können, was eben auch nicht stimmt. So, und da, das, glaube ich, dabei ist ganz entscheidend. Ich war auch mal auf der Website, habe mir dein politisches Programm und die einzelnen Sachen angeguckt. Umwelt taucht da gar nicht auf. Wer heute zu dieser Zeit diese ganzen Themen denkt, ohne Klimawandel auch nur irgendwie vernünftig damit einzubauen, der ist politisch vom Programm, programmatisch ungefähr auf demselben Niveau wie die AfD. Weil die nämlich auch sagt, so Klimawandel müssen wir nicht behandeln, wir müssen eigentlich nur auf die Leute schießen, die herkommen, ansonsten ist eigentlich alles gut, machen wir weiter wie bisher. Same shit hier, mit dem Unterschied, dass die AfD sagt, wir machen weiter wie bisher, sie sagt, wir machen auch weiter wie bisher, aber ich möchte gerne bei Putin Energie kaufen. Ja, wobei ich glaube, sie erwähnt Klimaschutz gleich, ohne sie jetzt dann verteidigen zu wollen. Absolut kann nicht. Gut sein, so, ne? Aber so aber oberflächlich, aber sonst macht sie eben diesen, also der wichtigste Punkt, den sie machen will, ist, ich will wieder die Nord Stream 1 aufmachen. Putin hat die zwar abgedreht, aber sie will sie eigenhändig wieder aufmachen. Und damit steht sie quasi also in Opposition zur Ampel, aber auch eben zur sonstigen demokratischen Opposition, neben der AfD, denn das ist auch was, was die AfD fordert, ja, das russische Gas weiterzunehmen und Industriepolitik darunter zu verstehen, dieses russische Gas weiterzubekommen. Also, ich war beispielsweise auch sehr skeptisch, was ein Embargo angeht, von jetzt auf gleich das abzustellen, als wir darüber gesprochen haben. Nur wenn man jetzt also eine Partei vorstellt, die irgendwie in Zukunft in den Staat gehen will, und dann bei die Industrie retten will, aber nicht beispielsweise über den Industriestrompreis spricht, ja, sondern nur über das russische Gas, dann ist das halt zu wenig dafür. Wollen wir natürlich eine Wirtschaft, die von fossilen Energieträgern wegkommt. Da gibt es viele Technologien. Das ist jetzt auch das, was ich vorhin sagte, Zukunftstechnologien. Deswegen brauchen wir sie, um eine Wirtschaft auch wirklich aufzustellen, so dass sie eben die Energiebedürfnisse einer modernen Volkswirtschaft tatsächlich erfüllen kann. Das kann sie aktuell nicht allein mit Sonne und Wind. Dafür scheint die Sonne zu wenig in Deutschland und der Wind weht zu selten. Das ist, ja, du darfst gerne. Ich will dir den Punkt gar nicht wecken. Das ist eine Steilvorlage für dich. Das ist lieb. Ja, genau, das ist es. Also sie sagt, wir wollen von Fossilen weg, aber um von den Fossilen wegzukommen, müssen wir erst wieder in Fossile rein. Ja? Also das erste Argument zeigt schon so ein bisschen dieses komplette, ich muss es ja sagen, aber ich habe dafür kein Konzept. So. Und das zweite, was dahinter kommt, nämlich dieses von wegen, das ist so ein lapidarer Punkt, der ist seit 15 Jahren ausgeräumt. Also einige versuchen von der Hinterbank immer wieder mal das zu behaupten. Die haben dafür auch Begriffe erfunden, heißt dann Dunkelflaute. Auch das ist eben etwas, was eigentlich so nicht wirklich stimmt, den man auch mit entsprechendem Netzausbau oder eben Speichern auch locker Herr werden kann. Darüber hinaus gibt es ja noch andere regenerative Energien. Also das ist kompletter Schmuh, so das zu tun. Das haben nämlich auch etliche auch Wirtschaftsinstitute durchgerechnet. Wir werden nicht drum rumkommen, irgendwann komplett regenerative Energien hier zu haben. Fertig, aus. Ne? Wenn sie jetzt irgendwie sagt, nämlich damit räumt sie es ja wieder ab, sie sagt, wir müssen davon weg, aber wir werden es halt irgendwie auch nicht mit Sonne und Dings schaffen. Ja, womit denn dann? Ach ja, mit den Zukunftstechnologien. Sie geht aber nicht darauf ein, welche das sind. Und was kann das denn nur sein? Ja, im Prinzip, wenn es nicht Daniel Düsentriebs geheime Supertechnik ist, die noch keinen Namen hat, dann ist es Kernfusion. Und die gibt es auf absehbare Zeit nicht. Also zumindest nicht in den nächsten 30 Jahren, wo wir da dringend eine Lösung brauchen. Hat sie in anderen Interviews schon mal erwähnt, also dass sie darauf dann setzt. Ja. Ja, kennt sie sich zwar nicht mit aus, hat sie dann gesagt, aber setzt sie drauf. Ja, natürlich. Und vor allem Uran musst du ja auch wieder bei BRICS kaufen. Ne? Also von daher, das ist halt, oder in Kanada. Also von daher ist es ja alles der komplette Vollschmuh. Und das, finde ich, merkt man auch daran. Sie ist aber so gewunden in ihrer Sprache. Sie kann halt eben sehr präzise und gut und auch staatstragend sprechen. Deswegen kauft man ihr solche Schweinereien auch ab. Aber sobald du, wenn du es jetzt geschrieben lesen würdest, würdest du denken, was ist das für ein Blödsinn? So. Hm. Und ich fand diesen Punkt gerade sehr bestätigend für dieses Pudding an die Wand nageln. Ja? Weil es ist irgendwie so ein Gemischtwarenladen, bei dem man irgendwie, also man, wenn man jetzt für Erneuerbare ist, dann weiß man, ah, okay, sie ist irgendwie jetzt auch dafür, weil Fossile sollen enden, aber gleichzeitig russisches Gas. Okay, ja. Wie beides zusammen.
Und die Sonne scheint nicht genug versus wir haben nicht genug Solaranlagen und nicht genug Stromnetz, die das verarbeiten können, ist auch irgendwie ein unterschiedlicher Punkt. Ja? Das eine ist, wir lassen es mit den Erneuerbaren und hoffen auf Zukunft, was auch immer, wie du eben gesagt hast. Oder, und den Punkt macht sie ja nicht, knallhart mit fetten Milliardeninvestitionen eben Wind, den Ausbau von Wind und Solar zu fördern. Ja? Das Wind-an-Land-Gesetz und weiß ich nicht was, wie die anderen Gesetze dann noch heißen, die Planungsbeschleunigung und so weiter bringen, anzukurbeln, ja, schneller durchzubringen. Netzentgelte reformieren beispielsweise, damit eben in Bayern und Baden-Württemberg auch mal endlich ausgibt. All solche Sachen hätte man dort erwähnen können, um den Punkt stark zu machen. Macht sie aber nicht. Es bleibt als Lippenbekenntnis stehen. Und wie viel das wert ist, da darf man skeptisch sein. Ja, ja, sorry. Das Ding ist dieses, sie sagt ja Industriepolitik dies, das und so weiter und irgendwie alle machen es falsch. Und gefragt, was würdest du anders machen? Ich kaufe wieder bei in Russland das viel, viel tausendfach billigere Gas und dann wandert unsere Industriepolitik ja nicht ab. Dann werden neue Straßen gebaut, dann werden die Schienen gebaut, dann gibt es Digitalisierung. Die entsteht dann durch diese günstige russische Energie und damit ist alles gut. Also mich stört dabei, dass sie halt eben einerseits an vielen Stellen richtige Sachen sagt und dass sie eben auch behauptet, so irgendwie Umverteilung ist richtig. Ja, das sagt sie so. Das sagen aber auch andere so. Nur dieses, was ist denn jetzt das schlüssige Ding dann zusammen? Das ist kein politisches Konzept, sondern das ist eine Aufzählung von Sachen, die halt am Stammtisch diskutiert werden und sie versucht so zu tun, als ja, ob da irgendwie ein Konzept sich dahinter versteckt, indem sie immer wieder sagt, so von wegen, wir kaufen von Putin Energien und dann geht's uns gut. Hä? Immer. Also hier braucht es neue Technologien, aber das ist Zukunft. Wir brauchen jetzt preiswerte Energie, sonst verlieren wir jetzt unsere Industrie. Ralf, möchtest du noch ergänzen? Und also diese Forderung, macht irgendwie Nord Stream wieder auf, kommt ja nicht mal von den Industrieverbänden, ne? Ja. Die kommen dann mit Industriestrompreis und so weiter, aber nicht damit. Ja, also wer die Position von mir bei TaxMeNow verfolgt hat, der hat immer mitbekommen, dass es mir natürlich nicht darum geht, den Mittelstand jetzt zusätzlich zu belasten, sondern wie es Frau Wagenknecht schon ausgeführt hat, über entsprechende Freibeträge dafür zu sorgen, dass wir dort auch zu fairen Wettbewerbsbedingungen beispielsweise auch für den Mittelstand kommen, weil wir gerade im Wettbewerb zu den Großkonzernen hier auch sehr unfaire steuerliche Konstellationen haben. Das heißt auch und gerade die Besteuerung von Konzernen und das Reduzieren von Steuersparmodellen sind ja auch Maßnahmen, die letztendlich dem Mittelstand am Ende wieder zugutekommen. Und das ist ein sehr richtiger Punkt. Also beim Thema Sozialpolitik und Steuerpolitik sehr nah an dem dran, was irgendwie Linke oder linke Teile der SPD auch so beantworten würden. Die Personalie ist strategisch, glaube ich, gut und klug gewählt, weil das auch was ist, was man sonst jetzt bei den anderen nicht so hat. Energiepolitik und Wirtschaftspolitik mit Vernunft, weiß ich nicht, eher im Pudding-Modus, glaube ich. So kann man, glaube ich, ein Fazit ziehen. Möchtest du noch zwei Sätze da hinzufügen? Ich glaube, wir haben das jetzt genügend tiefer gelegt. Ich glaube, es wird spannend zu beobachten, wie das weitergeht. Ich würde jedem, der sagt, okay, ich möchte mich noch ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen, die Washington Post aus dem Frühjahr diesen Jahres erinnern, die haben sich nämlich viel mit Sarah Wagenknecht auseinandergesetzt, interessanterweise, und auch der Spiegel, denn da gibt es halt interessante Verbindungen und auch Finanzströme zu einigen Akteuren international. Sie hat dann behauptet, da gibt es sie nicht, dann wurde nachher herausgestellt, es war eine Lüge und so weiter. Also ist halt sehr, sehr interessant, warum diese Gründung jetzt passiert, wie sie passiert, was das politische Programm ist und so weiter. Und wenn man dann diese Artikel aus dem Frühjahr liest, dann zeichnet sich da nochmal ein zweiter Layer darunter, der vielleicht ganz spannend sein könnte. Sehr gut. Beim Thema Geldpolitik, aber das würde jetzt auch nochmal ein anderes Fass aufmachen, gibt es auch so einiges zum Haare raufen. Wir sind fast am Ende einer doch langen Sendung. Lieber Jens, lass uns noch drei schnelle Fragen aus dem Publikum machen, denn ihr wisst, am Ende gibt es immer ein bisschen Zeit für naive Fragen. In der Zwischenzeit, haut die gerne jetzt in den Chat, wenn ihr die zwischendurch schon mal gestellt habt, dann kopiert die nochmal flott rein, damit wir nicht hochscrollen müssen. In der Zwischenzeit lasst mich nochmal die Programmhinweise wiederholen. Am Dienstag morgen um 17 Uhr ist Soziologe Steffen Mau bei Thilo zu Gast. Am Donnerstag, gleiche Uhrzeit, 17 Uhr, der Agrarökologe Thea Czarnke. Und
am Montag, schlechte Nachricht, fällt wegen eines Brückentages das nächste Wirtschaftsbriefing aus. Wir sehen uns also in 2 Wochen wieder. Jetzt gibt es hier aber nachher 3,5 Stunden Material, viel zu verdauen. Von daher glaube ich, das verkraften wir. Die Umfrage will ich auch noch mal kurz wiedergeben, die im Chat gemacht wurde. 35% sagen, eine neue Partei Sarah Wagenknecht ist nicht gut für mich, nicht wählbar. 31% sagen bedenklich, eher nicht. 23% halten es für eine gute Idee, eventuell wählbar. Und 9% sagen sehr gut oder super gut, absolut wählbar. Bei 540 Teilnahmen. Wow. Und ihr wisst, all die Formate, die ich eben in den Hinweisen angekündigt habe oder das, was wir heute gemacht haben, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jung Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unter dem Video in der Beschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Und der Dank des ganzen Jung Naiv Teams ist euch sicher. So, schauen wir mal bei den naiven Fragen rein. Denkt ihr, dass angesichts der Klimakrise die Weltwirtschaft in den nächsten Jahren überhaupt wachsen kann? Ich sage ja. Du darfst gerne ausführlicher antworten. Also sie also wird unter, auf der, jeden ja, Fall ja, sie will, genau, also genau, also wachsen kann, ja, werden wachsen, auch ja. Die Frage ist eher, in welchen Bereichen sollte sie es und wo sollte sie es nicht? Ich glaube, ein erhebliches Problem ist, dass das ja eben an vielen Stellen wuchert so und es nicht genügend Einhegung von bestimmten Bereichen gibt, die hier wichtig wären. Ne? Also wenn ich nachts durch die Straßen laufe und über die Scheiben einwerfe, dann steigt das BIP. So, das ist das, was wir momentan so haben. Wenn jetzt morgen halt irgendwie 100.000 Häuser überspült werden, und es dann ein umfangreiches Finanzprogramm gibt und die dann wieder aufgebaut werden, steigt das BIP. Also ich glaube, diese Art von das Ganze zu betrachten, die muss sich halt eben ändern. Und wir müssen aufteilen zwischen, okay, wo wachsen denn jetzt Sachen, die eine langfristiges Wirtschaften ermöglichen, langfristigen Wohlstand ermöglichen und denen, die das nicht tun. Und generell sollten wir mir die Frage stellen, was gehört zu einem guten Leben dazu und was nicht? Und auf solche Kennzahlen achten. Und ich glaube, dann kriegen wir es langsam gedreht hin zu einer Welt, die halt allen irgendwie vernünftige Chancen zuteilt. Ja, meine kurze Antwort wäre, also ich glaube, es am BIP aufzuhängen, BIP ist halt, das Bruttoinlandsprodukt ist keine sinnvolle Kennzahl. Ja. Man sieht gerade in Russland, da steigt das Bruttoinlandsprodukt, aber nur durch Kriegsproduktion ist das Wohlstand, nein. Ja, geht's Russland gut? Nein. Wirtschaft gut? Nein. Den Arbeitnehmern? Nein. So, ne? Alles Quatsch. Gibt es die Chance auf weniger Emissionen, weniger Ressourcenverbrauch und so weiter und so fort? Mit steigendem BIP, ja, wenn die richtigen Dinge wachsen. Ne? Also wenn die grünen Geschäftsmodelle wachsen und nicht die braunen, platt gesagt. Ob am Ende dann ein höheres oder niedrigeres BIP rauskommt, würde ich sagen, ist halt die unwichtigere Frage. Lieber auf die qualitativen Kennzahlen schauen. Und wenn man eine Kreislaufwirtschaft an den Markt bringt und die funktioniert marktwirtschaftlich und das ist profitabel, dass Sachen repariert werden und mehrfach benutzt und recycelt und hast du nicht gesehen, ja, dann ist das vielleicht ein höheres BIP und ein Beitrag zu mehr Umwelt- und Klimaschutz. Von daher gibt es eigentlich gar nicht so eine pauschale Antwort drauf. Ja. Ulrike Herrmann sagt, nein, wird im Chat erwähnt. Das stimmt, das macht sie. So, ich gucke noch mal rein. Ist Bündnis Sarah Wagenknecht mit irgendeiner anderen Partei koalitionsfähig? Ja, glaube ich auf jeden Fall. Inhaltlich mit der Linken, würde ich sagen, auch wenn ich das auf absehbare Zeit nicht sehe, weil das natürlich als mega Konkurrenzprojekt wahrgenommen wird und auch einfach eines ist. Ich kann es mir auch sehr gut mit allen anderen demokratischen Parteien ehrlicherweise vorstellen. Inhaltlich gibt es eine Nähe zur AfD, beispielsweise bei der Energiepolitik Russland. Sicherlich wird auch also bei der Migrationspolitik in diese Richtung geblinkt, auch wenn ich nicht glaube, dass die de facto Umsetzung eine solche Härte hat.
deswegen und die BSW auch explizit ja also von der AfD Wähler abziehen möchte, ohne selber mit ihr zu konkurrieren. Also ich kann mir keine AfD-BSW-Koalition oder Kooperation vorstellen, ehrlicherweise. Ja, wie ist deine Meinung? Ich glaube, die sind mit jedem koalitionsfähig und auch koalitionswillig, also wirklich jedem. Ja. Und das meint auch eben das nicht-demokratische Parteienspektrum. Ich glaube, die Einzigen, die mit denen nicht wollen, die schon, aber ich glaube, weil die halt multi-anschlussfähig sein wollen und das auch sind, ist der Charakter von Querfrontverbindung. Die Einzigen, die das nicht wollen oder täten, sind aus meiner Sicht die Linken und die Grünen. Die werden das nicht wollen. Stimmt, Grüne auch nicht, ja. Und es wird sich vor allen Dingen auch nochmal zeigen, wie das in ein paar Jahren ist. Nicht vergessen, vor 10 Jahren, als die AfD gestartet ist, da war der frühere BDI-Chef Henkel damit drin. Die sind gestartet mit ganz vielen Professoren und als Kritiker der Europolitik und Währungsreform und so weiter. Und dann hat sich das über Jahre ja gedreht, immer extremer geworden zu dem, was es hier ist. Die NSDAP ist in den 20ern auch anders gewesen als die NSDAP 33 und 45. Ne? Und irgendwann sind Akteure auch andere. Das wird ja auch nicht immer BSW heißen, es wird irgendwie anders heißen und so. Also dieses, wenn sie sich das schaffen können, im Markt zu halten, im Meinungsmarkt zu bestehen, dann können das, wenn die vor allen Dingen, weil die ja eben kein gefestigtes Grundwerk und kein Programm haben, können die sich halt in alle Richtungen halt verwandelt. Weil sie auch in das Links-Rechts-Spektrum ja nicht reinpassen. Ne? Also genau. Sozialpolitik und Steuerpolitik wie die Linke und irgendwie Migrationspolitik wie die CSU, sonst Gesellschaftspolitik auch irgendwie CDU, CSU, was auch immer. Also das passt in diese ganz klassische Links-Rechts-Schema nicht mehr rein. Ja. Ja, eine Partei des Schmerzes. Also jeder, der irgendwie Schmerz hat, kann die wählen, weil da wird er da irgendwo eine Heimat finden. So. Wir werden es beobachten. Kommen wir noch zu einer letzten Frage. Hier war doch eine gute noch zum Schluss. Und zwar, wie kommt Wagenknecht darauf, das macht es dann nochmal gut zu, dass Deutschland russisches Gas über andere Länder teurer einkauft und warum stimmt das nicht? Man hört das ja immer mal wieder. Ja, man hört das immer mal wieder und ja, das stimmt auch. Deutschland importiert beispielsweise mehr Öl über Indien und Indien mehr Öl aus Russland und dann kann man natürlich auf solche Dreiecksgeschäfte kommen, dass also das russische Öl nicht direkt nach Deutschland kommt, sondern über Indien nach Deutschland, aber es russische Moleküle sind. Das passiert sicherlich. Belgien ist kein Ölproduzent, importiert aber mehr, vor allem eben Tankeröl und verkauft es dann weiter und auch Gas. Und das landet auch in Deutschland, das stimmt also. Putin hat ja quasi ein Embargo erlassen. Nord Stream 2 ist kaputt gebombt, von wem auch immer. Gibt es die entsprechenden Dokus und Recherchestränge, aber eben kein abschließendes Urteil. Nord Stream 1 hat Putin dicht gemacht. So, deswegen muss man ausweichen. Nur ein Bruchteil dessen wird aber, des russischen Gases, wird nur noch importiert. Ja, ich hatte eben die Zahlen für die EU, 155 Milliarden Kubikmeter vor dem Krieg, jetzt 80 Milliarden 2022 russisches Gas, LNG und Erdgas zusammen und jetzt im ersten Halbjahr 21 Milliarden, werden vielleicht 40 Milliarden auf Jahressicht sein, also nur noch irgendwie knapp ein Viertel, bisschen mehr von dem, was man vorher importiert hat. Also, ja, es gibt immer noch bestehende Verträge, weil Verträge meistens auch lange Lieferzeiten haben. Siehe Beispiel Berlin, wie wir das eben hatten, weil es da auch hohe Stornokosten gibt. Nur die Erzählung, wir kaufen genauso viel und nur halt teurer und wir sind die ganz doofen. Ja, also, Politik ist zwar manchmal deppert, aber so deppert nun auch nicht. Ja, genau. Und wer kauft und wer ist eigentlich Marktakteur und worum geht es denn hier eigentlich, nicht? Also es ist geil immer, wenn so Leute mit so höherrangigem Recht wie Asylrecht so oder Menschenrecht oder halt mit höherrangigen Begriffen wie Freiheit so rumspielen, als wären das irgendwie so Spielchips. Und genauso hier. Na, was wir haben, ist ein riesiger, gewaltiger Krieg. Wir haben jetzt in Europa die ganze Zeit Kriege gehabt, aber das ist schon wirklich jetzt in eine andere Größenordnung. Und jetzt kann man halt irgendwie sagen, so dieses so, ja, alles wie bisher. Lass doch Krieg führen, alles wie bisher. Das klappt halt nicht.
So, ne? Also dieses, wer könnte denn jetzt heute, jeder, der mit Hitlerdeutschen noch irgendwie Geschäfte gemacht hat, hatte nachher ein moralisches Problem, weil das halt nicht in Ordnung ist, mit dem Aggressor, der deinen Nachbarn die ganze Zeit das Haus anzündet, weiter Geschäfte zu machen. Das klappt nicht. Also was für ein Signal. Also da kann man doch einmal ganz kurz diesen Gedanken weiterdenken. Und dann ist es eigentlich eine Sache, eigentlich auch, das geht ja nicht mehr einfach, wo kriege ich jetzt günstig irgendwas her? Also ich würde doch auch von Verbrechern jetzt nicht irgendwie, nur weil die mir was günstig anbieten, einfach sowas kaufen. Also das, ne? So, also das ist halt irgendwie so losgelöst von allem. So irgendwie so, als würden so Jugendliche sich gegenseitig Weltpolitik erklären. Das, also neben diesem, dass vielleicht auch über Umwege da jetzt doch noch irgendwas da landet und so weiter, so, es geht ja auch dabei darum, einen Punkt zu machen, dass man das nicht auf diese Art unterstützen, so tut, als wäre alles immer noch die normale Welt. Ja, sehr gut. Ich glaube, damit können wir das Thema abschließen. Lieber Jens, danke für deine Zeit, deine Erklärungen. Schön, dass du da wieder dabei warst. Es hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank für den schönen Abend. Viel Spaß damit und kommt übermorgen zu 20:45. Es wird euch gefallen, ich verspreche es euch. Solltet ihr unbedingt machen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Wir sind raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Tada! Ja, sehr gut. Da haben wir richtig was abgegeben.